Gut, aber liebe Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt mal eine Runde Super Mario Odyssey spielen. Ein Spiel, welches, ich würde mal sagen, tatsächlich ziemlich fantastisch ist. Ich habe es noch nicht durchgespielt, was relativ deprimierend ist, weil ich es ein bisschen, mit bisschen meine ich, ein gutes Stück schon vor euch alles schon da hatte. Nur hat sich bei mir ergeben, dass ich zufälligerweise auch relativ viel Ahead in Time gespielt habe und zum aktuellen Zeitpunkt auch immer noch Ahead in Time ein bisschen mehr mag. Aber ich will keinen Vergleich zwischen den Spielen ziehen, denn Odyssey ist ein gutes Stück anders. Falls ihr damit nicht vertraut seid, und ich gehe davon aus, die meisten sind damit vertraut, aber falls ihr nicht damit vertraut seid mit dem Spiel, Super Mario Odyssey ist der neue Mario-Teil, das wisst ihr soweit. Aber vom generellen Gameplay her soll es wieder ein richtiges neues 3D-Mario sein. Das heißt, es soll in die Fußstapfen treten von derartigen Klassikern wie Super Mario 64, Galaxy und Galaxy 2. Sunshine vermutlich. Das ist ziemlich deprimierend, drüber nachzudenken. Das heißt, es ist wieder ein wirklich reguläres, klassisches, fantastisches 3D-Mario. Nur mit dem Unterschied, dass in dem Fall die Form etwas aufgerüttelt wurde. Das heißt, wir sammeln nicht mehr nur 20 Sterne, sondern verschiedene Monde, wovon man in jedem Level, lass mich nicht lügen, 800 Stück findet. Das heißt, vom generellen Aufbau her hat es mich tatsächlich sehr, sehr stark an Banjo-Kazooie erinnert. Und teilweise auch ein bisschen an Captain Toad. Aber es ist unglaublich unterhaltsam. Denn die eine Sache, welche dieses Spiel auf jeden Fall am allerbesten macht, wovon ich ein unglaublich großer Fan bin, ist die Tatsache, dass wir endlich mal wieder in neuen Gegenden unterwegs sind und nicht mehr in der gleichen Scheiße wie, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich auf einmal, ich fluche eigentlich letzte Zeit nicht mehr so viel und dann ist mir das S-Wort auf einmal rausgerutscht. Das ist mir sehr unangenehm. Also nicht mehr der gleiche Schwachsinn, das ist doch ein viel schöneres S-Wort. Ich meine, wir sind familienfreundlich. Es ist nicht immer der gleiche Spaß wie in Super Mario Bros. 3, was vor allem zu Wii U-Zeiten ein großes Problem mit der Mario-Reihe war und dafür gesorgt hat, dass alles sehr, sehr, sehr ermüdend war. Aber das ist nicht mehr der Fall. Ich würde generell sagen, dieses Spiel hat sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht. Ich habe gehört, dass es aktuell das beste Spiel aller Zeiten wird. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ganz nett. Ich persönlich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich hatte sehr viel Spaß damit, soweit ich es bisher gespielt habe. Ich kann euch meinen Spielstand, nein, wenn ich euch den zeige, weiß ich nicht, wie ich zurückkomme. Wir fangen neu an. Hierdurch werden neue Speicherdaten angelegt. Ja, das wünsche ich mir. Ich würde sehr gerne neue Speicherdaten anlegen. Und wir können natürlich im Hilfemodus starten. Gab es ein Fundi-Bild auf Twitter, da hat jemand schon Gaming-Journalist-Modus genannt. Versteht ihr? Weil der eine in Cuphead-Kacke war. Brüller. Manche Jokes werden einfach nicht alt. Oh, und die Story ist auch ziemlich originell. Es gibt einen Himmel beim Pilzpalast. Ich meine, ich liebe die Designs von Bowser. Sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Ich liebe es, dass er eine Fliege hat. Beziehungsweise so eine Schleife um den Hals. Sie hätte ihm eine Krawatte geben können, aber nein, nein, nein. Irgendjemand drüben in Japan hat gesagt, Herr Bolzell braucht eine Fliege. Oder eine Schleife, besser gesagt. Und ich denke, es war eine Entscheidung, welche sich im Endeffekt ziemlich gut und sehr positiv auf das endgültige Spielerlebnis widerspiegelt. Außerdem, er hat uns einfach die Mütze vom Kopf geschleudert. Der Lümmel. Und Mario ist tot. Nein, der ist tot. Macht ja keine Gedanken. Aber pass auf, jetzt ist passiert der Plot-Twist, von dem wir alle noch nicht wussten. Oh, doch nicht. Er hat auch die Mütze getötet. Dieser Bowser ist außer Kontrolle. Außerdem haben wir eine Super Paper Mario Plotline, nur mit dem Unterschied, dass es nicht so gut ist wie ein Super Paper Mario, aber das ist ziemlich deprimierend, dieses Konzept, dass Bowser Peach heiratet. Das hatten wir bereits. Wie kann das sein, dass wir das schon mal hatten? Oh nein, die Mütze. Großer Gott, Mario wird jetzt doppelt so viel Schaden nehmen. Das war ein Mario 64-Joke, liebe Leute. Und da ist der Geist. Er heißt Cappy. Und der wird jetzt eins mit der Mütze. Aber ihr kennt das, deswegen hat die Mütze lustige Augen. Und hier sind wir aus irgendeinem Grund. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das ist mir beim ersten Mal im Spiel gar nicht bewusst gewesen, aber diese Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, sie ist ziemlich schwarz-weiß und alles. Außerdem, das hasse ich an den Anleitungen hier in dem Spiel. Das Ingame-Tutorial, es ist ein bisschen auf dem gleichen Niveau wie die DVD, die bei Mario Galaxy 2 dabei war, bei welchem einmal erklärt wird, wie man springen kann. Nur mit dem Unterschied, dass in dem Fall
es direkt mit dem Gameplay mit eingebaut ist, wie man was macht. Allerdings, und das ist eine Sache, welche mich ziemlich irritiert, ich spiele das Spiel, wie ihr vermutlich wisst, mit meinen Joy-Cons quasi, die ich zu dem Controller-Standardteil zusammengepackt habe. Und bei den Anleitungen da unten rechts, da wird immer nur angezeigt, wie es ist, wenn man die Joy-Cons direkt in den Händen hält. Das bedeutet, es werden Manöver kommen, bei denen ich mir bis heute noch unsicher bin, wie ich die mit dem Controller überhaupt am besten machen soll. Weil es anders angezeigt wird. Gott, ich habe viel zum Spiel. Ich glaube, ich habe zu viel zum Spiel zu sagen. Ich entschuldige mich jetzt schon. Und der vielen Dank an den Trigger für lieblich 3 Monate. Ich wollte irgendwas Lustiges schreiben, aber mir fällt nichts ein. Penis oder so. Wir sind familienfreundlich. Darauf haben wir uns schon geeinigt. Nimm es bitte zurück. Außerdem, was ich anmerken muss, wir sind in der schwarz-weißen Welt, nachdem Mario da runtergefallen ist, sind wir tot. Außerdem, wir können auch sterben. Ich dachte mir, es ist relativ wichtig anzumerken. Ja, in der Tat, das ist nicht Babys erstes Mario. Es ist Hardcore. Man kann schon im Tutorial sterben. Seht ihr? Irgendwo hier versteckt sich bestimmt schon wieder ein Cuphead-Joke. Hört auf, Jokes darüber zu machen. Der Witz ist alt, der ist tot. Das sage ich nicht nur, weil ich schlecht im Spiel bin und Angst habe, dass mir etwas derartiges selber passieren kann. Und seht ihr das? Das, meine Freunde, ist ein Dead Pile, ganze Frösche. Hallo, Mario. Hallo, Herr Frosch, hallo. Außerdem kann man sie belästigen und ganz oft auf den Kopf herumspringen. Ich weiß nicht ganz, ob ihnen das gefällt, aber Mario hat eine gute Zeit dabei. Gehen wir einfach weiter. Der Witz ist so tot wie Mario gerade. Alter, und Mario ist gerade ziemlich tot. Das habe ich schon gelernt. Ich liebe übrigens diese Umgebung hier. Das ist generell eine Sache, welche mich an Odyssey, wie gesagt, es hat mich tatsächlich sehr, sehr begeistert. Odyssey ist auch wieder eins der Spiele, die... Tut mir leid, dass ich abgehauen bin, ich etwas schreckhaft. Ich erzähl's gleich. Ja, vorhin was... was? Ihr habt gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Mir geht's gut, mein Bruder. Du bist hier im Hutland. Hutland! Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das er so übel mitgespielt hat. Schlimmste ist aber, dass er meine kleine Schwester entführt hat. Ihr werdet nicht glauben, was die kleine Schwester ist. Ich meine, wir sind im Hutland. Oh nein, Mario, ihr sieht so traurig aus, wegen dem, was seiner Schwester passiert ist. Da seht ihr das? Das ist seine Schwester. Oh nein, sie ist ein Diademgeist. Oh nein. Peach ist doch mehr die Kronenträgerin. Das sieht fürchterlich aus. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesen Ungeheuer hinterher. Was auch immer, auf jeden Fall. Will er jetzt eins mit meiner Mütze. Oh, und es gibt eine Sache, welche ich kritisieren muss. Angeblich sind wir bereits in der Next Gen wieder mal, in der nächsten Konsolengeneration. Und wie kann es eigentlich sein? Erstens, eine Sache, die ich anmerken muss, Marios Schuhe, der Glanz on point. Darüber will ich nicht beschweren, aber die Hose von Mario. Wie kann es sein, dass seine Jeans-Texturen nicht derart detailreich sind, wie damals auf dem GameCube in Super Smash Bros.? Das war ein Jeans-Detailgrad, an dem wir wohl nie wieder rankommen werden. Das macht mich ein bisschen traurig. Leute waren begeistert davon, dass man von Mario alle einzelnen Haare sehen kann, aber seht ihr die Jeans? Das ist fürchterlich. Das sieht aus wie Babys erstes Hosenspiel. Außerdem, wir tun uns zusammen. Ja, ja, was auch immer. Ich habe einen Dialog auch beim ersten Mal nicht wirklich aufgepasst. Verzeiht mir. Nicht so dein Stil, das ist mein Stil, mein Guter. Außerdem wirst du dein Aussehen sowieso wechseln. Er wird sein, was wir uns wünschen, was er sein wird. An die Smash Bros. Jeans musste ich auch sofort denken. Es liegt also nicht nur an mir. Außerdem, wir haben die sicke Mütze, welche coole Augen hat. Cappy ist mein Begleiter. Aber, was ich sagen wollte von dem Spiel... Super Mario Odyssey ist ein tatsächlich unglaublich fantastisches Spiel, auch wenn ich es, wie gesagt, bisher... Da seht ihr das da unten hier jetzt, was angezeigt wird, mein rechtes Dingens da schütteln muss. Aber die Sache ist, wie mache ich das, wenn die beiden an einem Controller sind? Seht ihr das? Ich mache das, was sie da machen, aber Mario macht bei mir einen ganz anderen Move. Seht ihr die Problematik? Und deswegen finde ich das ziemlich bescheuert, dieses Tutorial, welches man hier sieht, weil es ist fürchterlich. Es funktioniert für mich nicht, weil ich die zu einem einzigen Controller habe. Jetzt würde ich die beide in den einzelnen Händen halten, wie ein Tier. Nein, 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 so weit will ich nicht gehen. Aber Super Mario Odyssey, zum einen die Thematik aus den einzelnen Welten. Das ist ja ein Münzbrunnen, falls ihr euch wundert. Der ist auch New Super Mario Bros. 2 zurückgekehrt.
Die Thematiken von den ganzen Leveln sind sehr, sehr, sie sind sehr kreativ und endlich wieder was Neues, wie es bei den vernünftigen Mario-Spielen immer der Fall war. Und mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das gefreut hat. Aber darüber habe ich schon geredet, deswegen will ich nicht allzu viel Wort drüber verlieren. Allerdings gibt es eine Sache, welche mich an Super Mario Odyssey besonders begeistert hat. Und zwar ist es dieses Feeling, wenn man ein Spiel spielt. Wir können außerdem die Poster kaputt machen und da haben wir eine Stange Bargeld. Nice. Super Mario Odyssey hat quasi dieses liebliche, du spielst ein Spiel und hast einfach nur Spaß daran, Spielgefühl mir wieder zurückgegeben, mehr oder weniger. Und ich denke, das ist eine relativ gute Auszeichnung. Ich meine, das hat zuletzt einen Teil für mich gemacht. Das passiert mir nicht oft, versteht ihr? Nein, ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Spaß dabei. Und wie ihr seht, können wir schon Münzen einsammeln. Was diese bringen, werden wir dann aber wohl sehen. Ich kann euch einen Tipp geben, sie werden uns kein Extra Life geben, wenn wir 100 Stück davon haben. Ich denke, das sollte an der Stelle niemanden überraschen. Und wir können mit unserer Mütze Plöppe aus dem Boden zupfen. Das ist ja aufregend. Spiele machen Spaß, sieht man selten. Ja, tut man wirklich. Das sind kleine beschissene Fuckvögel. So, jetzt können wir uns aber langsam mal mit der... Was kann ich denn? Kann ich irgendwas Besonderes machen? Ey, Münzen. Wisst ihr, die Münzen sollte ich alle mitnehmen. Denn ehrlich gesagt würde ich unglaublich gerne auf 1000 Münzen sparen in dem Spiel. Es gibt nämlich eine ganz besondere Sache. Wer das Spiel schon gespielt hat, der weiß genau, was ich meine. Es gibt etwas für 1000 Münzen, das ich mir unbedingt gerne zulegen würde. Ihr wisst genau, was ich meine. Dafür brauche ich 1000 Münzen. Das heißt, wir müssen eventuell ein bisschen sparen. Wir werden es uns wahrscheinlich nicht kaufen, weil 1000 echt ein bisschen viel. Wobei, es geht eigentlich. Wir werden sehen. Sind die Münzen, die man einsammelt, das Comedy-Gold? Ich fürchte leider nein, Aber ich wünschte, sie wären es. Das wäre sehr, sehr angenehm. Und hier können wir übrigens Blumen zum Blühen bringen. Und wir bekommen ein Herz. Yay, wenn es uns Münzen gibt. Und der Geist ist vollkommen verstört. Hallo, du Lümmel. Er hat lange des Ungeheuers, kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatlos herumschweben und zusehen. Du nutzloser Haufen... Geist. Das ist der Hutturm übrigens. Die sind überall Schilder. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Hier werden wir jetzt dann gleich mit der nächsten Fähigkeit, welche die Münze, die Münze mit sich bringt, vertraut gemacht. Nämlich können wir diese random Goombas damit einfach töten. Ich weiß nicht genau, warum es goldene Goombas sind, aber es sind goldene Goombas. Oh, und dann kommt immer wieder was, wenn man diese Blumen komplett wegmacht. Und wir können mir die ganzen Poster hintergehen. Ich glaube, hier gibt es nichts Relevantes, was man für bekommen kann. Hier haben wir eine Tür, welche sich dadurch auszeichnet, dass man bekommt für 1000 Münzen das sicke Fedora. Oh, das wäre so cool. Ich fürchte aber leider nein. Diese Tür hier zeichnet sich dadurch aus, dass wir sie nur mit der Mütze öffnen können. Ich weiß. Unerwartet. Vielleicht Baby Goombas? Nein. Und hier in der Gegend kommen wir zu der wahren nächsten Fähigkeit. Oh, außerdem, ich kann meine Mütze auch, weiß nicht, ob ihr den Move kennt, aber wenn ich die Taste gedrückt lasse, fliegt sie da einfach und dann kann man da drauf springen und das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich aufregend. Was wir hier vor uns haben, sind kleine Froschboys. Das heißt, wir werfen die Mütze drauf und wir werden zu einem kleinen Froschboy. Und so sieht das scheinbar von innen für Mario aus. Das habe ich noch. Das Pizza aus irgendeinem Grund oben und unten. Ich weiß nicht ganz, was das soll. Ich liebe es aber. Ich wünschte, es würde man für jede Verwandlung bekommen. Das wäre super. Der Frogger Simulator 2017. Ja! Ribbit! Der Lümmel! Der ist ja hier am Frosch gekapert. Fantastische Übersetzung an der Front wieder. Manchmal macht Nintendo Scheiße, aber in der Situation haben sie es ziemlich gut gemacht, die Übersetzung. Gekapert, weil ich Käppi drauf geworfen habe, versteht ihr? Ist fantastisch. Und der Frosch kann tatsächlich ziemlich hoch springen. Wir können auch rennen. Und hier kommen wir zur Sache, welche mich an dem Spiel ein bisschen nervt. Mit jeder Verwandlung, die man hat, kann man immer noch eine... etwas bessere Variante von der Fähigkeit, die diese Verwandlung hat, machen. Indem man seine Joy-Cons schüttelt. Das heißt, in dem Fall kann ich höher springen, wenn ich das mache. Und das hasse ich. Weil man damit, um mit den Verwandlungen wirklich möglichst effizient unterwegs zu sein, immer seinen bescheuerten Controller schütteln muss. Und ich hasse es, meinen Controller zu schütteln.
Es hat seinen Grund, warum die Zeiten der Wii vorbei sind. Und der Grund ist nicht, weil die Leute mehr Motion-Steuerung wollen. Wisst ihr das? Aus irgendeinem Grund kann man in die kleinen Boys nicht rein. Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Ich meine, es gibt Goombas, in die man rein kann. Nur das sind keine davon, aus irgendwelchen Gründen. Sind es die goldenen Ringe aus Sonic? Gut, dass du es erkennst. Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Das ist ein geheimes Easter Egg, da dürft ihr aber noch niemandem von erzählen, okay? So, aber generell ist das das Tutorial und wir sind als Froggy Boy unterwegs. Ich glaube, dass das erklärt sich soweit relativ von selbst. Und es ist relativ einfach und gefahrlos. Und da ist eine Schatztruhe! Ein Superherz! Es gibt uns mehr Leben, denn üblicherweise können wir immer nur 3 Schläge aushalten. Wir heilen uns übrigens auch nicht mehr mit Münzen. Ich denke, jetzt habt ihr euch auch schon denken können, wir heilen uns mit diesen Herzen. Und mit dem Teil hält man doppelt so viel aus. Oh Mann, ich wundere mich, ob jetzt ein Bosskampf bevorsteht. Ich wundere mich wirklich, weil ich weiß es nicht mehr. Ich darf wahrscheinlich nicht sagen, wie lange es her ist, aber es ist ein bisschen her, seit ich es gespielt habe, versteht ihr? Oh, wir haben liebliche Resubscription von Elzido Brett. Endlich Geld für 5 Monate noch. 1 Monat, dann hast du den goldenen Moggy neben deinen Namen und vielen, vielen Dank. So, und hier müssen wir im Großen und Ganzen nur herauf. Wir werden jetzt wir werden unser Limbo jetzt verlassen und wieder zurück in die Welt der Lebenden zurückkehren. Ich wundere mich, ob das wirklich so was sein soll. Ich meine, wir sind jetzt immer weiter nach oben gegangen. Wir waren am tiefsten Abgrund. Außerdem, ich hasse es. Ich hasse es, dass ihr aussieht wie die Koopalinge. Ich meine, ihr seid nicht die Koopalinge, aber ich hasse es, dass ihr ein bisschen so aussieht. Vor allem der ganz links, das ist fucking Morton. Und ich weiß nicht ganz, warum es die Brutals. Apropos, wenn wir mal an der Stelle sind. Ich weiß, dass es bestimmt irgendein Wortwitz sein soll, aber ich verstehe ihn nicht. Man nennt uns die Brutals. Brutals. Ich weiß, es sind meine Brüder vermutlich. Aber das ist doch irgendein Wortwitz, der mit irgendwelchen Hüten zu tun hat, oder? Ich verstehe aber nicht, was das soll. Weil das Wort an sich, wenn ich das so sehe, die Brutals, das... Brutal? Die Brutals? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da ist doch irgendein Wortwitz da drin, den ich nicht ganz verstehe. Die rechte ist eine Waifu. Nein. Der Lümmel, seht ihr das? St. Patrick's Day. Der hat Hüte bei sich. Das ist allgemein ziemlich charmant, wie sie die Thematik das ganze Spiel über rübergebracht haben, dass einfach alles Hüte hat. Glaubt, ich muss auf seinen Kopf springen. Ich liebe es. Ich meine, so eine bescheuerte Idee, dass alle Hüte tragen, aber das ist das, was sie hier machen. Oh, das ist der Richtige. Außerdem, die Bossköpfe sind fucking einfach. 2 Treffer, ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ich glaube, seine Abwandlung von Bright, also Braut. Aber es war mit 2 O's. Auf jeden Fall. Seht ihr das? Wir sind hier immer noch im vermutlich Reich der Toten. Würde echt relativ hinkommen. Und hier haben wir die geile Elektroleitung. Das bedeutet, wir machen das, was man immer macht. Wir werfen unsere Mütze drauf. Und dann... Zoom! Zoomen wir los. Das ist ein weiter Weg. Ich hoffe, ihr habt was zum Trinken mitgebracht. Denn das wird lange dauern. Altenglisch. Und wir sind im Kaskadenland. Yoshis Kaskaden, würde ich fast meinen. Dem, lass mich nicht lügen, langweiligsten Level, das es gibt in Super Mario Odyssey, abgesehen von dem Tutorial. Schau euch den Lümmel an. Ich weiß nicht, ob er eine gute Zeit hat. Er hat das Gefühl, diese Leitung geht mitten durch seine Innereien und er hatte große Schmerzen. Aber ist okay, Mario, dafür landest du mit Gesicht im Dreck. Du hast ja ein bisschen Kot unter der Nase, mein Guter. Der riecht aber nicht schön. Und hier seht ihr jetzt... Hier können wir jetzt eigentlich theoretisch schon mal über den Aufbau der verschiedenen Welten reden. Ihr habt gesehen, was für ein Trip. Absolut. Unglaublicher Trip. So, Aufbau der verschiedenen Welten. Ihr habt gesehen, wir haben ein Hauptmissionsziel, was wir machen müssen. Und das ist dahinter zu gehen. Aber ansonsten können wir alternativ noch überall, das heißt hier anfangs noch nicht, weil hier noch nichts sich versteckt, können wir überall schon andere kleine Monde sammeln. Das bedeutet, wir haben zum einen in jeder Welt einige Hauptmissionen, welchen wir nachgehen müssen. In dem Fall darüber gehen. Und zum anderen haben wir noch die, können wir noch alternativ irgendwelche
optionalen Dinge einsammeln. Und ich denke, es ist, hey, das sind kleine Libellen. Seid ihr hier, weil ihr die Dragonflies seid und das hier das Dino-Land ist? Ich denke, das ist relativ nett. Vom Aufbau her ist auch tatsächlich wieder... Es ist nicht wirklich wie Sunshine oder dergleichen, aber es ist die Hauptmission, wenn man ihnen nachgeht, hat man ein sehr lineares Spiel, in welchem es durchaus zu einigen actionreichen Szenen kommt. Wenn man dagegen sich aber entscheiden will, viel zu erkunden, was ich jetzt nicht mache, weil ich gerade dastehe und nur erkläre, verzeiht mir dafür, aber wenn man sich dafür entscheidet, viel zu erkunden, dann hat man ein sehr, sehr offenes Spiel, welches eine Mischung, wie gesagt, aus Banjo-Kazooie und Captain Toad irgendwo ist. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert ist. Denn die optionalen Dinge, die man überall finden kann, sind teilweise wirklich, wirklich langweilig. Und ich hatte das Gefühl, dass es einfach nur meine Zeit verschwendet hat, nachdem ich das geholt habe. Es war einfach nicht so aufregend. Und der vielen lieben Dank an Dante37210 für die lieblichen 6 Monate inzwischen auch schon. Außerdem, wie ihr ganz gut erkennen könnt, haben wir hier Donuts. Die Donuts sind immer eine lila Währung. Die gibt es in jeder Welt andere. Und das sind einfach zwei verschiedene Arten von Währungen, die wir haben, mit denen wir uns was kaufen können. Wir haben die regulären Münzen und wir haben die lilanen Teile. Die lilanen Teile sind immer regionsabhängig. Also werdet ihr schon sehen. Außerdem, hier sind kleine Fackviecher. Und diese Gegend hier generell, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sie sieht ziemlich wundervoll aus. Und das, was ich hier gerade mache, einfach nur überall entlang schauen, das ist ziemlich hilfreich oder ziemlich wichtig, dass man sowas macht. Denn da wird man eine Menge Secrets entdecken. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad bin ich natürlich ein großer Fan, optionale Secrets hier überall zu finden. Nur in dem Spiel gibt es wirklich viele. Der raucht doch, der Stein. Der raucht doch, der Lümmel. So, bevor wir irgendwie jetzt uns den rauchenden Lümmel genauer anschauen, würde ich sagen, machen das. Captain und Liebes. Das liebe ich, dass man jetzt direkt im ersten Level, dass man so eine coole Verwandlung bekommt. Und seht ihr, wie zerkratzt der ist. Ich hätte gern so viel Liebe zum Detail bei der Jeans-Textur von Mario gesehen. Es sind Ketten und mit Schnurrbart und einer Mütze. Es ist fantastisch, es ist absurd. Und lass mich mal das da hinten kaputt machen. Oh hey, eine Münze. Ja, sehr schön. Machen wir das Hauptziel einfach, denke ich. Ich denke, ansonsten gibt es ja nicht allzu viel zu sehen. Bumm! Vorsicht vor dem Kettenhund. Und das, was wir hier haben, ist unser erster Mond. Oder machen wir uns an der Stelle nichts vor? Die erste Banane, die wir hier einsammeln. Das ist ein gelber Mond, das ist eine Banane. Das ergibt sich, denke ich, von selbst soweit. Und das ist unser Gegenstück zu den Sternen. Und im Vergleich zu den Sternen gibt es von den Monden wirklich, wirklich, wirklich viele. Und sie werfen uns nicht aus dem Level raus. Stattdessen, wenn wir den Hauptmissionen nachgehen, bildet sich die Welt einfach ein Stück weiter und wir können immer weiter neue Teile von dem Abenteuer erleben, quasi. Multimond hoch über dem Wasserfall. Und seht ihr das? Das ist das Waifu-Material, von dem ich euch erzählt habe. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Das ist eine Banane! Unkultivierter Tölpel von Geist! Gott, ich liebe diese Gegend hier. Ich meine, wie gesagt, gameplay-technisch oder allgemein zum Erkunden gibt's nicht. Da gibt's doch was zu erkunden! Das ist Bilderrahmen! Warum hängt hier leerer Bilderrahmen? Das weiß ich doch nicht! Okay, es gibt doch... Reden wir nicht darüber, das sieht fucking dumm aus. Hör auf damit, Mario. Es gibt doch einiges zu erkunden. Ah ja, das ist die Sache. Wenn man alles finden will in dem Spiel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man das wirklich machen soll. Ich meine, ich habe in einem relativ kleinen Level mal versucht, möglichst alles zu finden. Aber am Ende hatte ich dann die Hälfte oder so. Es ist... Fuck! Es gibt so viel! Es gibt einfach so viel in dem Spiel. So, wir haben jetzt die Puzzleteile für den Bilderrahmen. Alter, die geilen Puzzleteile. Und das ist unser Raumschiff. Übrigens, es ist im schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist auch noch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Da ist ein Globus. Also wir brauchen eine gewisse Anzahl an... Ich glaube, ich soll meine Mütze darauf... Willst du mir sagen, ich soll meine Mütze darauf werfen? Wenn wir 4 Monde haben, müssen wir unsere Mütze drauf werfen und dann können wir weitergehen. Das ist quasi das, was uns jetzt noch in dieser Welt hält oder was unser Ziel ist. Mindestens 5 Monde zu sammeln. Es gibt natürlich wesentlich mehr hier zu sammeln. Aber 5 Stück brauchen wir, um weitermachen zu können. Ich glaube, die sollten wir im Großen und Ganzen sogar alle bekommen, wenn wir den Hauptmissionen einfach nur nachgehen. Also werden wir schon sehen. Ich wundere mich, ob man Papagei werden kann, aber ich glaube, das geht nicht. Okay, ich den Baum hochklettern. Das ist doch kein Baum. Das ist doch ein Pfahl. Das ist kein Baum.
Die Münze habe ich mir sowas von verdient. Außerdem, liebe Leute, wenn ihr 11 Jahre alt seid gerade, könnte das der schönste Tag eures Lebens werden, was uns jetzt bevorsteht. Denn wir haben hier zwei Dinge vereint, die ihr mögt. Mario und Dinosaurier. Oh, ihr wünscht, ich wäre Dinosaurier. Ich wäre auch gern Dinosaurier. Ihr versteht mich? Ich meine, wir können uns jetzt theoretisch mit den Ketten unten hier anfreunden und sagen, oh hey. Au, das war ziemlich fantastisch. Raus aus mir. Auf ihn losgehen und dann den vermutlich angreifen oder so. Das können wir wirklich. Aber dafür sind wir nicht da. Dafür sind wir nicht da. Es gibt eine ganz andere Sache. Wir müssen ganz leise sein. Schleich dich an, Mario. Schau mal, wie er schläft. Was ist das für ein riesiges Ding? Ich weiß es nicht. Ich werfe jetzt meine Mütze drauf. Und es geht! Und wir sind ein T-Rex mit einem Schnurrbart. Er sieht absolut bescheuert aus. Aber wir können angreifen. Und sehen diese riesigen Kettenhunde da unten. Ihr kennt ja noch Kettenhunde daher, dass sie immer die unbesiegbaren Gegner aus Mario-Universum sind. Es ist dem T-Rex egal. Ich meine, es ist ihm egal, dass er auch gar nicht in dieser Welt überhaupt erst vorhanden sein sollte. Es ist ihm einfach alles egal. Seht es euch an. Er macht alles kaputt, der Lümmel. Das ist der Kontrolle. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, er kann nicht springen. Nein, Moment, ich kann da hochlaufen. Er ist einfach außer Kontrolle. Ich mache alles kaputt. Gott, ich liebe es, dieser beschissene T-Rex zu sein. Ich meine, es ist so lame, aber so cool. Außerdem, nein, es ist überhaupt nicht lame. Es ist unglaublich cool. Wisst ihr was? Ich nehme es zurück. Es ist nur cool. Ich habe gerade einen geilen Mond freigedeckt. Ich würde sagen, wir machen einfach noch weiter. Oh, großer Gott. Ich wollte noch weiter alles kaputt machen. Man verliert 10 Münzen, wenn man stirbt. Und ja, der T-Rex wäre theoretisch wieder da, falls ihr euch wundert. Aber nehmen wir den Mond hier erstmal mit. Beiß dich durch das Gestein. Ein Mond für dich. Danke, du Guter. Den Mond würde ich nur zu gerne mitnehmen. Und hier haben wir noch einen anderen Weg, den wir entlang gehen können. Da sie sagt, ich gesagt habe, es gibt überall so lächerlich viel zu entdecken. In jeder Ecke. Man muss sich genau umschauen. Wenn man auch nur im entferntesten halbwegs 20% von allem erfinden will. Donuts. Köstlich. Hilfst du wieder Dinos beim Aussterben? Nein, tue ich nicht. Ich helfe den Dinos nicht beim Aussterben. Sie spricht nicht der Wahrheit. Oh Gott, diesen Kringel-Move von der Mütze bekomme ich doch manchmal immer hin. Ich hasse es. Um den zu machen, muss man nämlich seine Joy-Cons schütteln. Außerdem seht ihr diese antiken Höhlenmalereien. Ich wundere mich, was wollte uns diese vergangene Zivilisation damit nur sagen? Ich frage mich, wie alt sie sind. Das Jahr 1986, wenn ich raten müsste. Wahnsinn. Was für eine Welt wir hier doch leben. Und ich mag es, dass diese Hüte zu Wolken werden, die wie Matratzen aussehen. Ich wünschte, ich wäre eine Matratze. Apropos Matratze. In jeder Welt gibt es auch immer, ich glaube, eine. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich glaube, es gibt in jeder Welt immer nur eine versteckte Peach. Das ist eine Furry Peach quasi. Ich weiß nicht, warum sie ihr Katzenoutfit anhat, aber sie ist da. Und da werfen wir eine Mütze drauf und dann bekommen wir ein Herz. Oh, danke. Danke, meine Teuerste. Oh, da ist eine Muschel. Ein Helix-Fossil oder sowas. Ich dachte immer, vielleicht doch irgendwas Interessantes. Au. Nicht in den Chat schauen, während du spielst. Das sollte ich doch langsam gelernt haben. Aber ich hab's nicht gelernt. Manche Fehler macht man immer. Und das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, das Teil hätte ich mit dem T-Rex wegmachen sollen. Der lauert doch irgendwas da drin. Nehmen wir mal den großen. Oh, die Stange Bargeld! Nein! Au. Bin fast gestorben. Was? Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich glaube, da hinten komme ich nicht ran, oder? Nee, komme ich nicht ran. Dann würde ich sagen, wir legen mal das frei, was wir freilegen müssen. Nämlich die Scheiße hier. Denn wie ihr seht, hat da jemand sein altes NES-Spiel vergessen. Wusstet ihr, Mario gibt's schon lange und Fanservice mit Pixel-Mario-Zeug, was in der Situation relativ gut funktioniert. Tatsächlich. Oh Gott, nein! Nicht der Wurf! Ja, der Drehwurf. Dankeschön.
So, ich würde sagen, wir nehmen uns den T-Rex doch mit und... jetzt, wo ich das hier gerade sehe... Lass mich das noch mitnehmen. Wir müssen Blumen machen. Oh, man hat hier nur begrenzt viel Zeit, das bedeutet... Yeah! Wir bekommen ein sickes Herz dafür. Entschuldigung, ich muss rüber zu meinem T-Rex-Freund. Oh, und Mario kann rollen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist ein Move, den er drauf hat. Ich weiß nicht genau warum, aber ich weiß nicht, mich zu beschweren. Und den T-Rex kann man nicht aufwecken, was mich ein bisschen traurig macht. Ich hätte ihn gern insgesamt wütend gesehen, aber... Was? Odyssey ist nicht der erste Mario-Teil. Das wollte ich so nicht sagen. Ich muss das erstmal nachschlagen, aber ich meine, dass es vor Odyssey noch ein oder zwei Teile gab. Bin mir leider relativ unsicher. Und seht ihr, ich habe genau das gerade gesagt, was ich immer sage, wenn ich irgendeine Sache nicht weiß. Okay, das war ziemlich aufregend. Wir sehen uns, T-Rex. Und da haben wir einen geilen Zylinder. Moment, ich dachte, unten wäre irgendwas, aber nein, was da unten ist, ist tatsächlich der Anfang des ganzen Bereichs hier. Wir sind einfach nur hier oben gelandet. Und das wiederum bedeutet, oh Gott, nicht daneben springen bitte, Mario. Ich spiele mit dem Standard-Switch-Controller, er ist fürchterlich. Das bedeutet, da oben sollte der Bosskampf ungefähr auf uns warten. Und jetzt! In der Timeline spielt Odyssey direkt nach Mario Land 1 und vor Mario Land 2. Das habe ich auch schon öfter gehört und ich glaube, das sollte soweit auch ungefähr hinkommen. Wie wir alle uns noch erinnern, war in Mario Land 1, war Mario übrigens 2D-Section. Ich denke, die erklärt sich relativ von selbst. Wie natürlich alle wissen, war Mario in Mario Land 1 noch hinter dem Alien her und in Mario Land 2 hinter den 6 goldenen Münzen. Und wie wir ganz offensichtlich hier sehen, spielt das doch vor den Münzen und nach dem Alien. Versteht ihr? Meine Güte, wisst ihr, wo gespielt hat, subscribed auch an dich. Vielen lieben Dank für die liebliche, Subscription. Ich wollte gerade Resubscription sagen, weißt du, spricht die der Wahrheit. Außerdem, ich habe ein Secret gefunden. Yeah. Hinter dem Wasserfall. Wir sind hinter dem Wasserfall. Eine Mario-Timeline ist so ziemlich das Dümmste, was es gibt. Das stimmt nicht. Das entspricht nicht der Wahrheit. Mario-Timeline ist eine fantastische Sache. Ich meine, es könnte halbwegs interessant sein, wenn man ein paar Dinge sich zusammendichtet. Nur das Problem ist, Leute fangen dann an, die Spin-Offs mit einzubeziehen. Und das ist der Punkt, ab welchem Scheiße nicht funktioniert. Gib mir das, wenn wir schon mal da sind. Ich meine, die Zelda-Timeline hat auch nicht funktioniert, nachdem man Spiele wie Four Swords und sowas reingepackt hat. Aber wie auch immer, gehen wir nicht darüber. Sondern stattdessen aus dem Weg, du Lümmel! Au! Nein! Wir wollen das hier kaputt machen. Hört auf euch zu ärgern! Mein Gott, das ist ja doch schlimmer, als wenn man richtige Hunde hat. Habt ihr das gesehen? Das ist ja fürchterlich. Können sich einfach nicht in Ruhe lassen. Aber hier vorn haben wir unseren ersten Boss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber dieses Hasengesäß könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Vielleicht werde ich das auch tun. Morgen. Schau ich den goldenen Kettenhund an. Ich will deine Kette haben. Und einen Kettenhund. Was, willst du meine Mund um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ja, es geht noch. Du hast Lippenstift auf den Zähnen. Da. Ich verschenke meinen Mund doch nicht so einfach. Jemand dahergelaufen. Ich bin nicht dahergelaufen. Ich bin hergesprungen. Ich bin Jumpman. Und sie hat einen goldenen Ketten und mit dem Hut, welcher fantastisch ist. Was wir hier machen müssen, im Kampf erklärt sich, denke ich, relativ von selbst. Oh Gott. Achu! Wir sorgen dafür, dass sie sich, dass ihr den Ketten und einfach ins Gesicht fliegt. Generell ist das übrigens eine Sache, welche im Spiel noch aktuell noch nicht, aber später auch relevant wird. Wir können so ziemlich von allen Kreaturen, die wir sehen, die können wir die Kontrolle über sie übernehmen, es sei denn, sie haben einen Hut auf. Wenn sie einen anderen Hut schon aufhaben, dann geht es in der Regel über nicht. Ihr müsst mal aufpassen, zum Beispiel bei ihr. Ich meine, von der Größe her gibt es keine Grenze, über was ihr die Kontrolle übernehmen könnt, wie ihr schon beim Dino gesehen habt. Aber sie zum Beispiel, den Boss, sie könnte ich nicht einfach übernehmen, weil sie einen Hut aufhat. Kette theoretisch auch nicht, aber der Hut fliegt weg nach einem Angriff davon. Weiß nicht, ich denke, das ist ein relativ interessantes Detail. Auf welches man mal achten kann. Und du fass mich nicht an, ich bin ein netter Hund. Boom! Er schmeckt nach Blut. Kann man eigentlich einen Koopa kapern?
Ich weiß gar nicht, so weit war ich noch gar nicht. Ich habe noch keinen gesehen, den man kapern konnte. Was wir hier haben, ist ein sicker Triple-Mond. Wisst ihr, was das Besondere an ihm ist? Der ist so viel wert wie ein Mond. Nur dreimal so viel. Und für die bekommt man immer in der Regel, nachdem man den Boss bekämpft hat. Das heißt, das sind hauptsächlich die Boss-Belohnungen. Und ja, es ist eine Bananenstaude. Ich musste halt wirklich die ganze Zeit daran denken, dass das eventuell Bananen sind. Es tut mir leid. Vor allem in der ersten Welt. Scheiße, sieht doch aus wie Bananen. Erzähl mir doch nichts. Du hast es geschafft. Und dann haben wir einen Multimond. Multimontastisch. Diese Kleinode besitzt die Kraft dreier Monde. Ja, das hat man schon gesehen. Dadurch, dass es aussieht wie... Warum habt ihr nicht einfach Triple-Mond genannt oder so? Okay, müssen wir uns zusammenreißen. Ja! Yeah! Und jetzt, liebe Leute, machen wir uns unser eigenes Super Mario Galaxy 2 Raumschiff. Welches mich ein bisschen an Galaxy 2 erinnert hat. Schau ich die Kette unter dann. Nein, da waren noch Münzen. Das Mond. Oh Gott, ich habe eine Menge übersehen. Die Odyssee ist funktionstüchtig. Das ist der Shit, auf den wir gewartet haben, wenn ihr mich fragt. Und wir haben liebliche Resubscription von Pellinator. Ebenfalls liebliche 6 Monate. Wie viel lieben Dank dafür. Und jetzt machen wir uns auf den Weg um die Welt. Ich habe gehört, 80 Tage sollten wir schaffen. Wir haben jetzt die Wahl, in eine einzige Welt zu gehen. Das ist generell so eine Sache, wo ich nicht weiß. Ich denke, ich bin mir sicher, es gibt einige, die das eher als negativ auffassen. Und andere als, ihnen ist egal. Ich sehe nicht wirklich, warum das jemand wirklich sonderlich mögen würde. Aber das Spiel ist sehr linear. Das bedeutet, wir haben in der Regel... Es gibt gewisse Stellen, wo man die Wahl hat zwischen zwei verschiedenen Welten, wo man sich das hingehen will. Die muss man sowieso alle erledigen. Aber in der Regel gibt es immer nur eine Welt, die man gehen kann. Das ist halt, wie gesagt, sehr linear. Das heißt, man wird an der Stelle immer das Wüstenland spielen. Außer es gibt irgendwelche Exploits, von denen ich zum aktuellen Zeitpunkt absolut noch nicht weiß. Außerdem seht ihr die Scheiße da oben? Seht ihr das? Das ist Bananensaft. Der kommt aus den Monden. Hier unten sind also keine Bananen. Ich meine, Bananensaft ist jetzt... Ich weiß jetzt auch nicht, was Bananensaft sein soll. Aber das ist Bananensaft. Habt ihr noch nie Bananensaft gesehen? Das ist übrigens ein wundervoller Moment, wie wir losfliegen. Nicht übermäßig wundervoll, aber ein kleines bisschen. Ja, seht ihn euch an. Mario ist jetzt ein schwuler Kapitän. Jetzt gehen wir nach New York. Nein, wir gehen erst später nach New Donk City. New Donk City ist übrigens immer noch eine Welt. Ich denke, soweit werden wir heute auf jeden Fall spielen. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Es wird der heiße Scheiß. Da gibt es nämlich eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus allen Mario-Spielen, die es bisher überhaupt gab. Oh, das wird so gut. Es ist das flüssige Comedy-Gold, was gerade auf 25 Grad verfeinigt wird. Yeah, Karat, nicht Grad. Und da ist jetzt der Mario in der Lümmel rum. In der Gegend, wenn man unterwegs ist zwischen den verschiedenen Welten. Jetzt erklärt er noch ein bisschen was von der Story, aber ja, jetzt kommen die Reisetipps. Gibt er ihm immer ein paar Tricks zur Steuerung mit. Gibt er ihm mit auf Weg und erklärt er, wie Steuerung funktioniert. Das ist fucking fürchterlich, es ist nervig. Aber ist okay, das macht er schon. Ich will keine Bonus-Reisetipps, ich möchte gern weitermachen. Ich will jetzt alles gucken, aber ich kann nicht, fuck! Das klingt nach einer unangenehmen Situation. Der Ring der Einheit. Du meinst den Ring, einen Verlobungsring. Ist das der Ring der Einheit? Ich denke, es sollte ungefähr hinkommen. Das Wüstenland, die Brutzelebene, in welcher sich Eis herumtreibt. So brutzelig scheint es mir dann doch gar nicht mal hier zu sein, ehrlich gesagt. Oben auf dem Ruinenturm ist unser Missionsziel Nummer 1. Und seht ihr, das hier sind noch nicht ganz gereifte Bananen. Es sind grüne Bananen. Das schaut unsere erste Fahrt mit der Odyssee, ein voller Erfolg. Und Mario schlottert und stottert und spottert, weil es gerade wirklich, wirklich kalt bei ihm ist. Schaut euch an. Da wollte er nur ein paar nette junge Männer aus seiner Umgebung kennenlernen, war bereit, dass sie fürs Kapitän da sein und dann ist es scheißkalt in der Gegend. Die Sache, welche an meiner Stelle jetzt in der Situation jeder machen würde, wäre zu der Stadt davor zu gehen. Denn wie wir sehen, da sind einige Dinge, die vor sich gehen. Da gibt es bestimmt einiges zu sehen.
Deswegen räumen wir uns zusammen und gehen rüber zur Oase. Holy shit, wie viele Monde es in dieser Welt gibt. Nein, das sind nur die, die ich brauche, um weiterzukommen. Warte mal. War das nicht... Ich zeig dir, wie viele Monde es hier gibt. Es gibt... Moment. Wirklich. Es gibt in dieser Welt 69 Monde. Genau 69 in dieser Welt. Und ja, vielen Dank an Firestar für die liebliche Resubscription. Ausgerechnet. War das nötig? War das wirklich nötig? Oh, das ist auch eingefroren hier. Seht ihr das? Das sind kleine Doritos da unten. Das ist relativ interessant. Ich war hier nur mal zu einem späteren Zeitpunkt. Und hier sind Blumen. Trampolinblumen. Wenn wir den Vogel erwischen, bekommen wir den Mond. Der Lümmel. Nein, ich erwische ihn nicht. Ich erwische ihn aber nicht. Ich glaube, diese Gegend hier rüber zu gehen, war eine fürchtliche Zeitverschwendung. Wir gehen einfach in die Stadt. Es gibt ja sonst... Wobei, da vorne gibt es noch was. Ah, es gibt ja zwei Dinge, die ich gerne noch erledigen würde. Roll los, Mario. Roll los. Und zwar die schwerste Mission im ganzen Spiel für mich. Schau ich diesen swingenden Junggesellen an. Hey, Cooper. Würdest du gern mal einen wahren Mann kennenlernen? Ich habe Stacheln in der Nase. Es ist sehr entzündet. Ich glaube, mir wird schwindelig, Cooper. Hilf mir. Auf jeden Fall ist das für mich die schwerste Mission im ganzen Spiel. Es ist generell... Das Prinzip ist sehr simpel. Versuchen wir es, ja. Und zwar astrein. In der Tat, keine Äste weit und breit. Wir müssen einfach nur diesen Kreis entlang laufen, okay? 80% ungefähr müssen richtig sein, was auch immer die 80 Punkte bedeuten. Das Problem ist, die Markierung hier verschwindet mit der Zeit. Und ich kann die Scheiße nicht einschätzen. Ja, es war fürchterlich. Oh nein! Es war mindestens... Ich hab 76! Fuck! Ihr seht, ab welchem Punkt die Markierung nicht mehr zu sehen war, da ist es komplett verkackt. Oh, okay. Ich würde sagen, Kumpel, ich versuch's. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich beim ersten Mal gebraucht habe, diese Mission zu schaffen. Sie ist schwer. Ich meine, es gibt später noch andere davon. Bei denen muss man dann ein Dreieck nachlaufen oder sowas. Oh, das ist fürchterlich. Oh, das ist ja jetzt schon so verkackt. Bei denen muss man dann ein Dreieck nachlaufen oder sowas. Aber diese Mission hier mit dem Kreis ist am schlimmsten. Was aber zum Teil wahrscheinlich auch am Controller liegt, mit dem ich... 84! Yes! Mit dem ich nicht wirklich im Kreis laufen kann, so richtig. Es ist sehr fürchterlich. Zweiter Versuch, wisst ihr was? Das lasse ich gelten. Das ist aber echt cool gemacht. Es ist eine unterhaltsame Mission. Das will ich dem Ganzen nicht nehmen. Außerdem, da hinten ist eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Und ich mag diese ganze Thematik von dem Spiel. Beziehungsweise aus dieser Gegend hier mit einer Wüste, welche bitter, bitter kalt ist. Was natürlich ferner von einer richtigen Wüste ist. Ich sage es euch, richtige Wüsten sind die ganze Nacht über sehr, sehr angenehm warm. Da ist irgendwas drin. Da ist ein Vogel drin. Ja, das ist ein beschissener Vogel. Das ist die Sache. Ich bin hergekommen, weil es ja eigentlich den Vogel gibt, der auch um diesen Teich herumfliegt. Und wenn man den sammelt, bekommt man den Mond. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die mir noch nicht zu 100% möglich sein wird. Versuchen wir stattdessen, mutige Dreiecke mitzunehmen. Okay, das ist ziemlich mutig. Gehen wir jetzt wirklich in die Stadt. Wir haben genug Zeit verschwendet. Es gibt hier aktuell noch nicht allzu viel zu... Gute Arbeit, Mario. Allzu viel zu erledigen. Arschtosch, bist du es? Der gute alte Arschtosch. So. Ist relativ interessant, wie sich einfach der Sand hier aufgestellt hat mit dem Eis. Ich weiß nicht ganz, wie das möglich ist, aber... Es ist passiert. Sieht auf jeden Fall ziemlich fantastisch aus. Hallo, guter Mann. Mir ist so kalt, was hier nur passiert. Alles fror auf einmal ein. Oh nein. Aus dem Weg. Seht ihr? Das ist die eine Sache, welche mir an dem Spiel relativ gut gefällt. Und es ist wieder die gleiche Sache, die ich eh schon mal angesprochen habe. Ego-Perspektive. Und zwar einfach die Tatsache, dass wir hier es mit neuen Kreaturen zu tun haben und nicht alles voll mit den gleichen Koopas und Goombas wie bei... gehe ich da raus? So. Wie bei so ziemlich allen anderen Mario-Spielen der letzten Jahre. Es war eine Sache, die mich wirklich wütend gemacht hat, müsst ihr wissen. So, nehme ich einfach nochmal ein bisschen was mit. Und da unten, wie ihr schon seht, hätten wir einen geilen Cap-Laden. Und in dem können wir sicke neue Mützen kaufen. Problem ist nur, aktuell ist doch nicht sicke neue Mützenzeit. Dafür fehlt uns doch was. Und da können wir auch eine gewisse Sache kaufen.
welche eventuell die 1000 Münzen kostet, von denen ich schon gesprochen habe, dass ich die gerne hätte. Das ist ein Gurkenbaum. Ich meine, ein Kaktus ist es nicht, der hat keine Stacheln. Hier gibt es dann auch die eine Sache für 1000 Münzen zu kaufen und ihr werdet angenehm überrascht sein, was es sein wird. Geh da raus! Was soll das denn? Das war nicht der Plan. Und sie haben Skelette in die Hauswand gemalt. Ich weiß nicht ganz was. Oh, und da ist die Pommespflanze. Wir haben Gurken, wir haben Pommes, wir haben alles hier in der Gegend. Das ist fantastisch. Ich glaube, hier gibt es auch irgendeinen Mond mitzunehmen. Oh, eine Rakete! Leider ist es uns nicht vergönnt, uns mit dieser Rakete anzufreunden. Mensch, das ist ja aufregend. Da ist der Mond, seht ihr? Mit der Scheiße habe ich geredet. Lass mich dir noch mitnehmen. Dann werden wir wieder ein bisschen Fortschritt der Welt machen. Einzigartige Charaktere, nice. Nicht wie ein Sticker-Star. Oder Color Splash. Oder generell allen Mario-Spielen, die in den letzten Jahren rauskamen. Sie waren alle noch das gleiche. Es war fürchterlich. Und hey, Blick über die Wüstensiedlung. Der zweite Mond, den wir hier mitnehmen. Und das ist eine Röhre. Wo bringst du mich denn hin? Warte, wo bringe ich die Röhre hin? Ist das Galaxy? Hallo? Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Ich spüre die Vibration. Hier spüre ich eine Vibration. Hier. Ha! Seht ihr das? Der Mogi, der weiß ja, wie man mit seinem Rumble Pack umgeht. Gerumpel im versteckten Raum. Da war durchaus Gerumpel und Gepumpel in diesem Raum. Bin kein Fan davon. So, nachdem wir jetzt ein bisschen schon ein paar von den lilanen Münzen eingesammelt haben und zusätzlich noch. Da kann ich rein. Was haben wir denn hier? Haben wir gar nichts, weil hier alles eingefroren ist, oder? Warte, ich kann hier wirklich rein! Jungs. Ich bin Mario. Ich werde mir jetzt einfach mal den nur für Angestellte. Ich bin kein Angestellter, ich werde den Mond einfach mal an mich nehmen, okay? Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh nein, lädt es auch. Neuen Parts in 2 Tagen hoch. Nein, ich werde von Mario Odyssey von dem Stream her ungefähr eine Aufzeichnung hochladen. Wobei vielleicht 2, weil ich geplant habe, für 4 Stunden zu streamen. Aber viel wird es nicht. Längere Videos bringen sowieso in der Regel mehr tatsächlich, weil sie mehr Watchtime generieren. Mal so unter uns. Und schau mal, da ist kleiner Nintendog, da ist der kleine Wollo. Was waren denn die funny Nintendogs-Jokes? Öle wie ein Schwein. Hä, das ist das Gold. Irgendjemand sitzt da und denkt sich so, hä, ja. Das war ein Video, das mal existiert hat. Und hier können wir unseren Shit kaufen. Und die Sache, worauf ich sparen will, man kann hier auch immer für 100 Münzen den Mond kaufen. Was ich sozusagen gemacht habe, aber dieses Mal. Ich meine, wem machen wir an der Stelle was vor? Es ist halt nicht mal ein Wettbewerb zu entscheiden, was wir hier letztendlich haben wollen. Es ist einfach die Punkte-Shorts. Ist perfekt. Ist Perfektion. 1000 Münzen. Sie wissen genau, warum das 1000 Münzen kostet. Und darauf sparen wir. Und hier können wir uns den Shit dann für unsere lilanen Münzen holen. Wir könnten uns hier theoretisch verschiedene Outfits holen. Was eine Möglichkeit wäre. Oder alternativ können wir uns auch diese Teile hier holen. Das Besondere an denen ist, dass sie quasi Deko für unser Raumschiff sind. Das bedeutet, wenn wir uns die Teile kaufen, werden wir dann im Raumschiff, wenn wir es von innen sehen, werden die dann irgendwo herumstehen. Das bedeutet, ehrlich gesagt, will ich die mitnehmen, weil ich das ziemlich cool finde. Ich finde das, ich mag das, dieses Konzept davon. Wir werden insgesamt auch noch genug Bargeld finden. Lass mich die aufnehmen und alles hier mitnehmen. Gut. Und das ist der Shop, da kann man immer verschiedene Outfits und sowas kaufen. Die Taschentücher liegen bereit. Alter. Der Mann ist vorbereitet für mein neues Outfit. Unser Brunnen ist vereist. Das sehe ich. Bei euch ist alles ein Stück weit vereist. Und wir haben die liebliche Resubscription von Satanic Wombat. Auf ein weiteres halbes Jahr oder so. Ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Und vielen lieben Dank. Ich hoffe doch, dass es noch eins wird. Schau ich den Lümmel an.
Ich bin übrigens großer Fan davon, wie es einfach aussieht, wie das Ganze im Eis eingefroren ist. Das gefällt mir unglaublich gut. Generell das Eis. Können wir darüber mal reden? Dass das 1A-Eistexturen sind. Ich meine, Leute sehen gerne Wasser in Videospielen, aber ich habe das Gefühl, ich bin ab jetzt ein großer Fan von Eis. Seht ihr das? Scheiße, sieht realistisch aus. Ich würde es ablecken, wenn meine Zunge kleben bleiben. Gott, das ist gutes Eis, will ich damit einfach nur sagen. So, wir gehen uns aber direkt weiter zum Missionsziel. Das bedeutet, dafür müssen wir diesen lieblichen Tempel hier aufsuchen. Wo sich wieder kleine Fuck um was herumtreiben. Und den halten wir uns einfach mal fern. Da war die gute Elsa am Werk. Ja. Hier hätten wir ein Fernrohr, durch das wir durchschauen können. Moment, dafür muss ich, ja, da kann man dann den Mond sehen. Ich habe bisher noch nicht wirklich eine übermäßig gute Verwendung für die Teile gefunden. Weil sie meistens vom Sichtfeld her ein Stück weit eingeschränkt sind, aber hey. Ja, wobei in der Wüste kann es, glaube ich, relativ hilfreich sein. Es ist ganz nett, dass es da ist, denke ich. Ich meine, ich muss es nicht nutzen, wenn ich nicht will. Und ich werde es auch nicht nutzen! Aber ich muss auch nicht. Rob, stimmt! Sah ein bisschen aus wie der gute, wie Robin der Roboter. Der Lümmel. Und jetzt, liebe Leute, sehen wir mal die Mütze wirklich im Einsatz. Wir haben hier einen coolen Willi und ich kann einfach die Kontrolle über ihn übernehmen und sofort losfliegen. Und das ist die Sache, welcher mich das Spiel ein Stück weit mehr überzeugt hat, als es davor der Fall war. Weil mir aufgefallen ist, dass dieses Ganze, du kannst die Kontrolle über Gegner und so übernehmen, dass das ein unglaublich gutes Konzept ist, welches sehr viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich meine, wir brauchen keine Power-Ups mehr in dem Spiel, weil wir einfach die Gegner werden können. Und es funktioniert wirklich gut, ohne anstrengend zu sein. Oh Gott, beeil dich. So, ich wollte nur ungern runterfallen. Ich habe den Mond auch mitgenommen. Es funktioniert unglaublich gut. Ich meine, habt ihr gesehen, wie schnell ich einfach die Kontrolle über ihn übernehmen konnte? Es ist fantastisch. Und das ist genau eine Sache. In den meisten Welten gibt es immer einen neuen Begleiter. Beziehungsweise einen neuen Gegner, den man übernehmen kann. Oder eine neue Kreatur. Und die funktionieren alle unerwartet gut. Und sie lockern das Gameplay ein bisschen auf. Weil man immer wieder sich mit einer anderen Steuerung und dergleichen auseinandersetzen muss. Aber mein Gott, die funktionieren besser als erwartet. Ich meine, bei solchen Dingen, wenn man immer irgendwas anderes spielt, dann geht man davon aus, dass sich das in der Regel sehr, sehr fürchterlich spielt und nervig ist. Ihr erkennt das Problem, aber die ich bisher gesehen habe, waren wirklich alle ziemlich gut. Jetzt entschuldige mich. Ich muss wieder in die 2D-Welt gehen. Piu! Und aus irgendeinem Grund nehmen wir ein paar Münzen mit. Aus dem Weg, Kugelwilli. Oh, und natürlich 2D-Dreiecke. Ich mag Dreiecke. Wir alle mögen Dreiecke. Die haben drei Ecken. Und? Wir nehmen wieder Kontrolle über ihn. Seht ihr? Seht ihr, wie flüssig die Übergänge zwischen dem Ganzen sind? Zumindest in dem Level. Hier funktioniert das unglaublich gut. Und falls euch wundert, was passieren würde, wenn ich hier... Oh, wirklich da drüben? Okay, entschuldige mich. Ich habe noch einen Ausflug vor mir. Komm mit. Geh da jetzt rüber. Shit. Ist zu weit. Nein! Das war fürchterlich. Auf jeden Fall, falls wir einfach hier runterfallen würden, den Sand, es würde uns einfach nur ausbremsen. Es ist kein tödlicher Sand oder so eine Scheiße. Auch wenn es ein bisschen aussieht, als würden da Blutfontänen hochkommen. Und vermutlich sollte ich aber auch nicht in dieses dampfende Loch reinfallen. Ich habe es bisher noch nicht herausgefunden, was dann passiert. Von dampfenden Löchern halte ich mich in der Regel immer sehr, sehr gerne fern. Au. Und mit dem Schal, wenn ich hier was berühre in der 2D-Welt. Ich bin nicht der Beste in 2D-Sections. Ah, ich bin generell nicht der Beste in Jump'n'Runs. In 2D sind sie noch schlimmer für mich. Das ist aber eine relativ gute Sache, denn wir haben eventuell noch ein, zwei weitere 2D-Sections vor uns. Au, oh Gott. Na, bin ich schnell geschaut, verzeiht mir. Wenn wir das Gegner übernehmen, dann bieten sich viel mehr Gameplay-Konzepte, ohne dass diese merkwürdig sind. Ja, ja. Und sie funktionieren, wie gesagt, wirklich unerwartet gut alle, soweit. Abgesehen davon, dass ich immer ein relativ großer Fan davon bin, wenn man in Spielen einfach mal als Gegner spielen kann. Weil geht nur in so wenigen Spielen und wenn es geht, war ich immer ein großer Fan davon. Zum Beispiel in Pikmin 2 im Titelbildschirm konnte man einfach, ich glaube, wenn man Y gedrückt hat oder so, konnte man, hier kann man übrigens sicke Abkürzungen an den Tag legen, wenn man das will. Ich will nicht, aber ich könnte, theoretisch irgendwie, meine ich zumindest, dass das gehen müsste. Auf jeden Fall. Pac-Man 2 im Titelbildschirm, wenn man Y oder Z drückt oder so, holt man den Punktkäfer, den man da mit dem C-Stick steuern kann. Und
in Herr der Ringe, sondern das dritte Zeitalter, spielt sich vor kurzem wieder ein bisschen gespielt habe. Da kann man tatsächlich, wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat, dann schaltet man dieses Kapitel im Schattenmodus frei und das ist halt ein JRPG im Großen und Ganzen. Und in dem Schattenmodus davon spielt man einfach nur für ein paar Runden die Gegner. Das heißt, man spielt dann auch gegnerische, wenn man irgendein Boss, der einen Probleme gemacht hat oder so, in dem Spiel kann man sie dann spielen und damit die Partie von den Gegnern einfach zerschmettern. Und da fällt einem auf, dass zumindest in dem Spiel die Bosse alle unglaublich stark sind und die eigene Truppe eigentlich theoretisch komplett zerstören könnten. Aber sie machen es nicht, weil sie Idioten sind. Weiß, ich mag das Konzept. Und hey, da ist der Mond, in dem wir hier sind. Um darauf mal wieder zurückzukommen. Mein Monolog hat sich nur etwas länger gezogen, als es geplant war. In Skylanders konnte man auch als Gegner spielen. Oh. Oh, in Skylanders konnte man das... Oh, das ist ja... Mensch. Mundstücke im Sand. Seht ihr den, Lümmel? Das ist ein Haufen Scheiße. Ich mag ihn. Aber er ist ein Haufen Scheiße. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. So, seht ihr die Pfeile hier? Die Pyramide auf dem Teil. Die bedeutet, dass das eine Plattform ist, die sich bewegt. Das wiederum bedeutet, wir werfen unsere Mütze hier durch. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns auch einfach umbringen können. Ich sollte nicht allzu oft sterben. Ich verliere jetzt meine Münze, wenn ich sterbe. Ugh. In Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser's Minions kann man auch als Gegner spielen. Ugh. Oh, wenn wir schon mal hier sind. Der gibt geile Münzen, wenn man den nochmal mitnimmt. Nehmen wir den gleich mal mit. Oh, Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal gehen. Das Problem ist, wenn ich meinen Controller unter... Es ist die Switch, die scheinbar bei mir nicht die beste Verbindung zu meinem Controller hat. Und wenn ich den Controller nur ein bisschen unter meinen Schreibtisch halte, dann... verliert er Signal. Das hat in dem Fall dafür gesorgt, dass er einfach die ganze Zeit nach rechts gelaufen ist. Aber hey, Sphinx, was geht ab? Deine Nase fehlt. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Ja, ich hoffe. Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Einen Ring, Maracas, Eisbecher oder Sand? Ich sag einen Ring. Ich meine, ich habe vorhin schon über Ringe geredet. Antwort ist korrekt. Natürlich ist es korrekt. Und hey, wir dürfen jetzt in sein Popoloch rein. Hui. Das macht aber Spaß. Oh, shit! Ich meine, ich habe gerade auch wirklich geile 3 Euro bekommen, aber sehe das hier. Der goldene Tempel. Yes! Gib mir das! Die Schatzkammer der Sphinx. Ich liebe sie. Und sehe den Lümmel, der an die Wand gemalt ist. Das hässliche Gesicht mit den 2 Fäusten. Das ist relativ interessant. Außer Mario macht den Isaac. Oh nein, ich bin in einer Kiste gefangen. Und der vielen lieben Dank an Lotzas Creamy für die geilen 3 Euro. Ich kann den Streams nicht oft mitschauen, aber ich gebe trotzdem mein Geld. das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Oh, und da war ein kleiner Gecko oder was auch immer unterwegs. Ich weiß nicht, wie man den erwischen kann. Da ist das dampfende Loch. Wow, wir versinken. Ich springe. Wow. Wow. Okay. Wow. Ich hätte in das dampfende Loch mal öfter reinspringen sollen. Wusstet ihr, dass es einen manchmal in wundervolle neue Welten bringt? Außerdem Eisphysik in dem Spiel, ich hasse sie. Das geile dampfte Loch, ich hatte keine Ahnung. Ha! Ich hatte keine Ahnung. Oh, ich hasse die Eisphysik aus Odyssey wirklich. Mario rutscht nämlich gefühlt noch 30 Meter weiter, wenn man... Okay, pass auf, ich laufe jetzt einfach, dann sage ich euch, wenn ich aufhöre zu laufen, okay? Jetzt. Seht ihr, wie weit er von sich aus noch weitergelaufen ist? Das macht es wirklich sehr, sehr schwer tatsächlich, sich hier irgendwie fortzubewegen. Sinnvollste ist, wenn man einfach immer springt. Ist eben trockenes Eis. Ich weiß nicht. Es könnte auch ziemlich nasses Eis sein. Ich meine, ich mache hier niemanden Vorwürfe. Oh Gott, ganz vorsichtig. Oh. Ich will nicht runterfallen. Nein! Wir schaffen das. Gott, warum bin ich hier auf Eis unterwegs? Eisphysik!
Wer zum Teufel ist eigentlich immer... Ich meine, das ist eine Frage, die ich mir öfter stelle, aber in dem Kontext. Wer sitzt da irgendwo bei den Räumen, wo sie sich besprechen, was sie in dem Spiel noch einbauen wollen und denkt und hat dann für den Vorschlag gemacht, oh hey, wisst ihr, was die Qualität von unserem Spiel deutlich heben würde, was wir auf jeden Fall machen sollten? Wisst ihr, was wir machen sollten? Eisphysik. Das mögen die Leute. Daran haben immer alle Spaß. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. Als ob wir ein Spiel machen könnten ohne derartige Eisstellen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Der hat sich fast seine Fingerchen eingeklemmt. Aber die sind doch da zum Pommes essen und nicht um eingeklemmt zu werden, Mario. Reiß dich zusammen. Da war bestimmt... In dem Fall war ich nicht mal auf dem Eis unterwegs. Ich bin einfach nur in den Abgrund gefallen. Oh, niemand muss neu laden. Ich hatte nur gerade Frame Drop, sehe ich gerade. Es ist Frame Drop Freitag. Beschwert euch nicht. Verzeiht mir. Sollte aber alles wieder laufen. Sollte alles wieder im Rahmen sein. Die gute alte Frame Drop Freitag. Stream hat sich dem Level angepasst. warum bin ich jetzt hier entlang gegangen überhaupt? Egal, ihr habt, falls euch wundert, was ihr verpasst habt, eine ziemlich fantastische Leistung meinerseits. Ich bin nicht runtergefallen oder so. Ich mache das Level einfach nur aus Prinzip nochmal, okay? Einfach, weil ich es gerade ziemlich unterhaltsam fand. Was ich vorhin schauen wollte, ich wollte sehen, ob sich da oben vielleicht irgendwo... Nein, da scheint sich nichts zwischen ihnen zu befinden, okay? Das heißt, man kann also einfach durchrennen. Das Highlight der Woche, Frame Drop Freitag. Als ob dein Leben so aufregend wäre, dass das, dass du viele andere Highlights hättest. Mach mir nichts vor an der Stelle. Frame Drop Freitag steht rot im Kalender. Und wir sind hier oben an der Bushaltestelle. Erstmal, gib mir den Mond, mein Freund. Der Schatz des Miauxi-Rennen. Was? Was für ein Miauxi-Rennen? Und wir bekommen Bargeld. Entschuldigt mich, ich muss noch im Geld duschen. Leute, wir haben schon 800 Münzen, wisst ihr das? Gute alte 800 Münzen. Wie geht's dir? Ich bin Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Nein, ich tatsächlich nicht, aber ich kenne dich. Aber die Streamer haben wir noch nicht von dir gehört. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Reiten wir los! Sind Urlauber, dann ist die Kopfsteinpyramide ein absolutes Mutz. Steuerung ist kinderleicht. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen hast. Okay, und mit dem Lümmel... Oh, ich kann ja durch die Scheiße laufen! Seht ihr das? Das ist ziemlich hardcore. Ah! Oh Gott! Seht ihr den Lümmel? Schon wieder ein geheimes Level! Ich kenne die ganzen Level hier gerade noch gar nicht und ich habe das Spiel eigentlich schon gespielt, aber... Oh Gott! Ah! Aber hier war ich nicht. Großer Gott! Was habe ich sonst noch alles verpasst? Verstehe schon. Ich meine, es gibt 69 Monde hier, okay? Machen wir uns an der Stelle nicht zu. Wir brauchen 15 oder so, um mit der Hauptstory durchzukommen. Will ich die Doritos da ganz drüben haben? Oh, und eine Frage habe ich noch an Leute, das Spiel schon... Moment, ich stelle die Frage jetzt nicht. Kann ich nicht in den Chat schauen. Wobei, ich werde sie stellen. Ich werde kurz in den Chat schauen. Ich finde eine Möglichkeit. Was hat es eigentlich mit diesen Musiknoten auf sich in dem Spiel? Ich meine, ich weiß generell, dass in Galaxy weiß ich, was sie wie sie funktionieren, okay? Denn da, wenn man sie... Oh Gott... Wenn sie einsammelt, hört man immer eine wundervolle Melodie, die man da nachspielt. Aber in Odyssey habe ich bisher, glaube ich, noch nie ein vernünftiges Lied davon gehört. Es klang alles immer nur fürchterlich nach random irgendwas. Und deswegen, ich wundere mich, versteht ihr? Und dieses Teil zu steuern ist ziemlich... Okay, also ich kann es um 90 Grad wenden, wenn ich B drücke. Okay. Ich lerne dazu. Gibt einen Mond. Ja, ich weiß, dass es einen Mond gibt, aber warum, oh Gott, ich kann sogar noch weiter mich wenden. Aber warum ist das Lied, was man davon hört, jetzt gerade hören wir da eh sowieso gar keins. Aber warum ist das Lied, das man meistens hört, davon immer so fürchterlich und klingt nach gar nichts? Warte mal, lass mich mal versuchen, das mitzunehmen. Ich hab gehört, man bekommt einen geilen Mond dafür. Und zum geilen Mond kann ich auch nicht Nein sagen. Gott. Yeah! Der geile Mond! So. Nein!
Mario, ich will den Mond mitnehmen. Vorsicht. So. Sie funktionieren wie ein Galaxy, da kommt ein Stern, wenn man sie alle holt. Der Galaxy bekommt keinen Stern. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ihr werdet sehen, was ich meine, dass die Lieder nicht wirklich wie die Lieder klingen davon. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Jetzt gerade ist nur die Musik von dem Fachbich an sich so hektisch. Das Wasser sieht übrigens lächerlich gut aus in dem Spiel, zusätzlich zu dem Eis. Musik ist doch gerade so hektisch, dass es eh schwer ist, irgendwas zu hören. Oh, großer Gott! Warum gehe ich überhaupt zurück? Hier gibt's nichts. Vorsicht, nicht runter. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht, okay. Ist mir nur wichtig, das anzumerken. Ich akzeptiere, was Gott mir gegeben hat in der Situation. Und möchte nicht mehr. Und hey, damit hätten wir auch diese Mission abgeschlossen. Die war ziemlich unterhaltsam. Gib mir den gelben Mond. Es ist super leid, dass wir gerade der Hauptquest gar nicht hinterherkommen, aber ich finde das hier unerwartet unterhaltsam. Sehr viel unterhaltsamer, als ich gedacht hätte. Okay, wir sind wieder hier. Das bedeutet, wir waren da ganz oben mit den fliegenden Plattformen, falls ihr euch erinnert. Gehen wir da mal wieder zurück. Das scheint mir doch relativ sinnvoll zu sein. Und wir haben 833 Münzen. Warum sitzen da Vögel auf dem Kaktus? Kann man eigentlich? Ich glaube, die Kontrolle über die kann man nicht übernehmen. Wir haben 833 Münzen. Das bedeutet, wir sind schon so nah an dem sexy Mario dran. Ihr macht euch kein Bild. Macht bitte keine Bilder, bevor wir nicht das Outfit haben. Wir sind sehr, sehr nah dran, will ich damit sagen. Ich finde das Erkunden ziemlich interessant. Ich generell auch, aber bei späteren Welten... Ja gut, hier gibt's... Das ist eine riesige Welt, in der gibt's viel zu sehen, aber bei kleineren Welten habe ich das Gefühl, dass man bei dem Erkunden, dass es dann im Großen und Ganzen wie bei Captain Toad ist und einfach nur sich überall fortbewegt und dann seine Kamera immer ändert in der Hoffnung, dass man irgendwo was verpasst hat. Und damit dann, ich habe hier wirklich was verpasst. Wollt ihr mich verarschen? Das kann ich irgendwo einpflanzen. Was soll ich denn jetzt damit? Ich habe eine... Hey, Mario! Die Eichel ist so groß, da brauchst du beide Hände für. Stehst du? Weil du ein Schwulenkapitän bist. Oh, das Gold, es fließt. Es fließt in Odyssee, versteht ihr? Das Comedy-Gold ist überall. Eigentlich müsste sich irgendwo jetzt ein Blumentopf finden, bei dem ich das hier einpflanzen kann. Aber ich habe keine Ahnung wo, also gehen wir ohne einfach weiter. Gehen wir einfach ohne weiter. Wie war das mit familienfreundlich? Das ist familienfreundlich. Jeder kann über solche Witze lachen. Denke ich. Der Lümmel mit seinem Samen. Der Lümmel hat den Samen überall hin verteilt. Das ist widerlich. Macht mich wütend. So, auf jeden Fall, wir gehen der Hauptmission wieder mal nach. Ach ja, Moment, da fällt mir ein, ich muss da gar nicht hochlaufen. Es gibt ein wundervolles Feature in dem Spiel, an das ich überhaupt nicht gedacht habe. Und wenn wir dabei sind, vielen lieben Dank an Timonius für die liebliche Subscription. Es gibt ein ziemlich hilfreiches Feature. Denn wie ihr gesehen habt, es ist ein relativ offenes Spiel und man wird fürs Erkunden überall belohnt. Und hey, man sieht eine geile 2D-Section von hier aus. Das gefällt mir, dass man es von hier aus sehen kann. Man muss überall erkunden und man reist durch die ganzen Welten immer wieder mal hin und her. Deswegen haben sie bei Mario Odyssey etwas sehr, sehr Hilfreiches gemacht. Ich habe mich nämlich, halt die Schnauze, ich kann mich nämlich tatsächlich zwischen den Checkpoints, die ich erreicht habe, ich kann mich einfach zwischen denen hin und her warpen. Und ich denke, das ist ein fantastisches Zeichen dafür, dass sie die Schwächen von dem Konzept gesehen und akzeptiert haben und versucht haben, diese Schwächen möglichst gut auszugleichen. Ich bin großer Fan von diesem Feature. Das Spiel könnte sehr, sehr träge werden, wenn es nicht da wäre. Aber wir haben es. Aber gut, machen wir hier weiter. Ich hatte bis gerade eben übrigens auch vorhin wieder komplett vergessen, dass dieses Feature existiert. Ich hatte es auch, als ich es beim letzten Mal gespielt habe, nicht allzu oft verwendet. Na, wobei doch ein bisschen, aber anfangs nicht allzu oft. Deswegen, ich hatte es bis gerade eben noch vergessen. Wie auch immer. So, ihr seht schon, wenn wir diese Teil mit unserer Mütze treffen, dann, wenn sie von irgendwas getroffen werden, dann geben sie eine geile Welle von sich. Und diese Pyramide hier bewegt sich auch. Das bedeutet, wir nehmen die Dreiecke mit und bleiben erstmal hier. Wir werden jetzt einfach mal keine gewagten Sprünge an den Tag legen. Wir bleiben ganz cool und geschmeidig. Was für eine epische Beam-Animation. Ja. Yeah. Wenn wir schon mal hier sind. Piu. Ich mag's, wie diese...
Und seht ihr, die können sich gegenseitig mit ihren Strahlen auch aktivieren, was ganz nett ist. Und ich sehe sehr, sehr gerne, wie sie einfach mit dieser Welle die Steine kaputt machen. Wie sie sich durch das Gestein durchfrisst. Das ist sehr, sehr befriedigend zu sehen, möchte ich damit sagen. Nimm die Münzen mit. Die Münzen. Oh, wir sind da. Wir sind bei dem Lümmel. Und hier haben wir schicke Mondstücke. Die Mondstücke zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer noch mich persönlich mehr an Bananen erinnern als alles andere. Was vermutlich nur in mir liegt. Und zum anderen, dadurch, dass es quasi Schlüssel sind, von denen wir mehrere sammeln müssen. 5 Stück, damit irgendwas passiert. Und falls ihr die Typen gesehen habt, die Osterinselmänner, selbstverständlich kann ich da meine Mütze drauf werfen. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ah ja. Pass auf, folgende Situation. Die Typen da unten, mit der sicken Sonnenbrille, die nicht wirklich so sick ist, sie ist okay. Sie können ihre Sonnenbrille aufsetzen und damit können sie unsichtbare Pfade sehen, auf welchen in dem Fall gerade Vögel sitzen. Und wenn man diese Pfade hier sieht, kann man sich rüber zu dem letzten Teil begeben. Ich will jetzt aber nicht nochmal runtergehen, deswegen so habe ich es auch beim ersten Mal gemacht. Ich wusste nicht, wo sie sind, aber bin einfach aus dem Kontext davon ausgegangen, dass das so schon stimmen wird. Und hey, es ist richtig. Und hier fällt man runter. Nein. Wenn wir schon mal da waren, kann ich das auch mitnehmen. Ich werde dann nicht nochmal hochgehen. Oh nein! Der böse Mann! So ein böser Mann! Sonnenbrille aufsetzen. Yeah. Und ihr seht, da entstehen dann, beziehungsweise sieht man dann die Wege. Was ziemlich wichtig ist, denn obwohl das ein steinerner Mann ist, kann er tatsächlich nicht einfach über diese komische Säure hier laufen, sondern er stirbt, wenn er sie berührt. Das heißt, da sollten wir vermutlich vorsichtig sein unter Umständen. Und ich glaube, das war im Großen und Ganzen alles, wofür wir ihn brauchen. Ja, und man sieht hier die Wege. Ich könnte ja zum anderen Teil sogar noch rübergehen. Zu der anderen Säule. Ich wüsste nicht warum. So, es fehlt noch nur noch ein Bananenschlüssel. Und ich wundere mich, ob sich hier irgendwas tun wird, wenn wir die alle haben. Ich wundere mich. So, ich vermute, der müsste aber da ganz hinten irgendwo sein. Ich meine, das ist generell ein relativ... Diese Fußspuren. Wer weiß, wo er hin wollte. Ach ja, ich hätte auch einfach als so ein Typ hier hochgehen können, insgesamt sehe ich gerade. Was auch immer, man kann das ohne die ziemlich gut machen. Auf jeden Fall müsste sich das erste Teil hier irgendwo befinden. Wir haben hier einen relativ kleinen Bereich, den wir nur betreten können. Da drüben ist irgendwas Eingefrorenes. Falls ihr euch wundert. Außerdem mehr fliegende Pyramiden. Ah, da ist es. Sehr schön, ich habe es gefunden. Zeit. Manchmal muss man Dinge suchen. Man weiß ja alles voll langweilig. Ja. Ja, ich habe das Spiel schon vorgespielt. Außerdem wusste ich nicht, als wir waren im dampfenden Loch. Und im dampfenden Loch war ich bisher noch nie in meinem Leben. Ich meine, hast du gesehen, wie es gedampft hat, dieses Loch? Es war aber nicht mal mehr feierlich. Und hey, wir haben einen geilen Mond. Ich meine, eine geile Banane. Also, wenn man Bananenmond. Sucht euch was aus, was das war. Mondstücke aus dem Sand. Oh, und da drüben wartet übrigens was ziemlich Interessantes auf uns. Hey, da ist das Schiff wieder da oben. Ein Boss wartet vermutlich auf uns, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... mit der anderen Seite, das ist jetzt in dem Kontext fürchterlich. Mit auf der einen Seite, auf der anderen Seite meine ich... Ja, shit! Das ist wie auch immer. Da drüben wartet der Boss auf uns und zusätzlich können wir noch eine relativ nette... Sache erkunden oder etwas Nettes sehen, denn wie ihr schon sich an den Trailern gesehen habt, spielt Mario teilweise vor allem in New Donk City, wo wir uns natürlich wundern, was ist denn das alte Donk City? Absurd! Kann Mario richtigen Menschen über den Weg laufen, was sehr, sehr seltsam ist. Und... das ist eine Sache, die... passiert ist. Hallo, Typ mit dem Taxi, der hier... Sieht ja, ich kann die Kontrolle über ihn nicht übernehmen, weil er einen Hut auf hat. Was machst du hier?
Ein Kunde wartet schon auf mich, aber wie es aussieht, komme ich erstmal nicht weg. Das stimmt. Ich hüpfe auf deiner Motorhaube herum. Das ist... Ich meine, ich habe nicht wirklich was dagegen, aber es ist schon ein seltsamer Anblick. Oh, was? Das ist eine Triple-Banane in der Pyramide? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da rankommen. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Und wenn man Leuchten am Boden sieht, dann sollte man in der Regel immer eine Stampfattacke machen. Random Mond. Yeah. Ein Mond für dich, vom Taxi gefallen. Sehr schön. Oh, außerdem, hier haben wir... Ich weiß nicht, ob ich die Kontrolle über den... Ah, nee, das Schaf hat einen Hut auf. Ah ja, stimmt, das war das Besondere an dem Schaf. Man kann einfach... Moment. Lass mich das Schaf ärgern, wenn wir schon mal hier sind. Was macht das Schaf in der Wüste? Flieg, Lümmel. Und, vielen Dank an, das ist Evox, für die liebliche Subscription. Würde ich mir echt wirklich im Namen vorlesen. Aber, vielen Dank. So, wie gehen wir uns in die Pyramide? Ist ansonsten relativ trocken hier außen. Weil es sehr trockenes Eis ist. Und damit meine ich, es ist arschlangweilig hier in der Gegend. Gehen wir einfach da rein. Muss das Schaf zu dem Skelett im Kreis bringen. Hab kein Skelett im Kreis gesehen. So. Aber hier haben wir die Hauptmission wieder, um ihr zu folgen. Das heißt, die Hauptmissionen sind in der Regel immer... Die sind immer ein gutes Stück unterhaltsamer als dieses optionale Zeug. Das heißt, jetzt haben wir wieder das 1A Odyssey Entertainment. Viel Entertainment-mäßiger wird's gar nicht mehr. Das heißt, außer wir bekommen zusätzlich zu dieser Welt hier welche... gewisse Stellen hat, in welchen Eis unterwegs war, noch eine Mission oder eine Welt, welche eine Wasserwelt ist, aber... Nee, ich glaube, ganz so absurd würde Nintendo nicht handeln. Zwinker. Auf jeden Fall, was wir hier vor uns haben, ist eine Sache, welche mich unglaublich gefreut hat, dass sie zurück ist in diesem Spiel. Wie in Galaxy. Diese Plattform, bei denen sich die Schwerkraft einfach ändert. Ich bin unglaublich froh, dass sie die wieder zurückgebracht haben. Wenn auch nicht übermäßig viel, aber immerhin ein bisschen. Und ich denke, es hat mich sehr gefreut, weil ich mochte diese Stellen aus Galaxy manchmal. Meistens nicht, weil sie oftmals echt nervig waren. Aber insgesamt freut mich sehr, dass sie wieder zurück sind. Wie gesagt, wenn auch nur zu einem kleinen Teil. Hui! Am Skelett bist du vorbeigerannt. Ich bin an so vielen Skeletten vorbeigerannt. Ja, und das ist übrigens die Stelle, welche wir vorhin von außen gesehen haben. Die gute Platforming-Stelle, welche sich über die ganze Pyramide zieht, beziehungsweise nicht über die ganze, aber über den Rand von ihr. Und da sehe ich doch was. Ich wusste es, Bargeld. Oh mein Gott, Leute. Leute. Lass mich den Mond mitnehmen. Okay. Folgende Situation. Ich muss hier weg. Ich kann nicht. Ich kann nicht noch mehr Zeit da verbringen. Wir müssen erst was anderes erledigen. Es ist wichtig. Roll los, Mario. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Au. Nicht das Eis. Autsch. Das zwiebelt aber. Au. Nicht das Schild. Das Rollen bin ich noch nicht so gut drin. Oh mein Gott, Leute. Mir ist ganz kribbelig in der Hose, wenn ich nur dran denke. Und Mario auch, weil er gleich keine mehr tragen wird. Das ist der Falsche! Na, wobei, wenn wir schon mal hier sind, kann ich bei ihm eigentlich theoretisch die Pyramide kaufen. Ja, die hätte ich sehr gerne. Dankeschön. Wie gesagt, das ist Deko für unser Raumschiff. Und hallo, mein Guter. Ja! Ja! Jetzt umziehen! Kannst es wohl kaum abwarten. Ich kann es kaum abwarten, mein Guter. 1000 Münzen. Schaut euch unseren Boy an. Schaut euch an, wie seine Nase jiggelt. Sieht aus, wie seine Nase wackelt, wenn er aufhört zu rennen. Moment. Ja, egal, was auch immer. Aber das ist unser guter Mario. Euch gefällt, was ihr seht, oder? Hey, Hund. Fick dich. Fällig, was ihr seht. Es ist genug für alle da. Los, Mario. Ich bin übrigens sehr, sehr enttäuscht, dass Mario keinen behaarten Oberkörper hat. Ich denke, das wäre eine Sache, welche
Ich find's gut, dass er die Kapitänsmütze dazu noch trägt. Ich denke, das ist eine Sache, welche zu seinem Charakter sehr viel beigetragen hätte. Und davon, dass ich ihn ernster nehmen kann, dass ich mich fühlen könnte, als wäre ich quasi im Spiel. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Ich nehme auch den glatt rasierten Mario. Der, um das mal anzumerken. Ich meine, seht ihr... Naja, man sieht es gerade nicht wirklich, aber seht ihr das? Der ist gar nicht fett. Und das ist eine Sache, wo ich mich doch sehr stark wundere. Ich meine, er sieht einfach aus wie... Er ist nicht durchtrainiert oder so, aber... Er ist auch nicht so fett, wie ich ihn mir vorgestellt hätte. Oh, Mario, hör auf, so in die Kamera zu laufen. Mir wird gleich ganz anders. Warum hast du 5'10"? Das sieht super seltsam aus. Aber er ist ziemlich dünn. Ich finde, Mario sollte etwas breiter und haariger sein, ehrlich gesagt. Aber, naja, ich denke, man kann nicht alles haben. Vielleicht wird es ja noch was, wenn Super Mario für die Switch rauskommt. Ich meine, die NX. Wenn der NX-Teil rauskommt, dann vielleicht. Außerdem, ich habe gehört, dass ich das Schaf hier zu irgendeinem Skelett rüberbringen soll. Vermutlich zu dem Lümmel da hinten. Das bedeutet, wir werden jetzt mal das Schaf dahinter bringen, wenn wir schon mal hier sind. Aber behaart, dick vielleicht. Was? Ich habe mir Mario nie fett vorgestellt, aber behaart, dick vielleicht. Na, er ist jetzt auch nicht komplett fett, aber... Er war schon ein Stück weit, Er war ein breiterer Boy in den anderen Spielen, erzähl mir doch nichts. Der hat ein bisschen abgespeckt. Ich meine, ich freue mich ja für ihn und alles, aber... Irgendwas stirbt immer. Hey, mein Freund, ich habe ein Schaf für dich. 3 deiner Schafe! Ach, leck mich doch. Das Leben ist zu kurz dafür. Los, Mario! Moggy steht auf Skandinavier. Ach ja. Machen wir ein Foto mit dem Fotomodus von Nakedai Mario. Wie funktioniert der Fotomodus? Ich weiß nicht, wie der geht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist zu 100%. Ich kann keins machen. Zeit mehr. Außerdem, wir haben übrigens schon fast so viele Monde, wie wir brauchen, um dieses Gebiet hier verlassen zu können. Gut, an der Front bin ich ziemlich gut unterwegs aktuell. Verdammte Scheiße. Nein, ich will da nicht... Peach hat auch Ansprüche. Schau sie dir an. Ich weiß nicht, ob Peach sich die Ansprüche wirklich leisten kann. Ich meine... Sie sieht, denke ich, vor allem für das Universum, in dem sie sich fortbewegt, ziemlich gut aus. Aber manchmal zählt halt auch der Charakter ein bisschen was. Wenn sie sich gerade nach einem Boy wie dem Mario sucht, bei dem sie ein paar Goldmünzen mitnehmen kann, dann würde ich sagen, sollte sie sich mal zusammenreißen. Denn eine Partnerschaft mit Peach bringt viele Nachteile mit sich. Unter anderem, dass sie schon wieder ein riesiges, kolossales... Schildkrötenmonster etwas heiratet. Warum passiert dir das ständig, Peach? Weißt du, wie oft mir sowas in meinem Leben passiert ist? 0 Mal! Ich gehe übrigens hin, weil ich hier noch ein bisschen Leben mitnehmen kann und, beziehungsweise Münze und weil mein Leben aufgefüllt werden scheinbar. 0 Mal ist mir das passiert, Peach. Warum passiert dir das ständig? Außerdem erinnere ich noch an die legendäre Stelle aus Super Mario Sunshine, als der kleine... Oh Gott. Shit. Als der kleine Bowser Jr. gesagt hat, du bist meine Mutter, Peach. Und sie hat nicht direkt gesagt, nein, sie hat überlegt. Sie hat drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, warum sie drüber nachgedacht hat. Ich weiß nicht, wie sich Bowser fortpflanzt, aber sie musste drüber nachdenken. Mehr sage ich nicht, okay? Denk drüber nach. Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin nicht begeistert. Auf der anderen Seite nehmen wir uns die Kugel Willi mit und begeben uns einfach hier rüber. Um mal wieder ein paar interessante Dinge von mir zu geben. Und da oben, ich will nicht sagen, dass da... das sieht aus, als wäre da eine neblige Tür vor uns. Ich will nicht sagen, dass da ein Boss auf uns wartet, aber ich liebe es, wie diese Kakteen zerspringen. Es sieht so saftig und köstlich aus. Ich würde gerne so eine Kaktuskugel essen, ehrlich gesagt. Sehe mich an dieses Kaktuseis, das es gibt. Genau, Peach, selber schuld, wenn du dich immer so anziehst. Ja, ja. Oder wenn sie das Haus verlässt, würde sie all diese Dinge nicht tun. Hätte sie die Probleme wahrscheinlich gar nicht erst gegeben, aber was weiß ich schon. Bosskampf. Oh, hey, es sind die Idioten. Kämpfen wir gegen Cousin Joe?
Oh nein, es ist... Oh Gott. Oh Gott, ich will die Fanarts gar nicht erst sehen. Wenn ich sie schon vor mir sehe, weiß ich schon, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Ich meine, ihr Charakter hat bestimmt noch mehr zu bieten, als dass irgendwelche Leute fürchterliche Fanarts machen, aber wenn ich sie so sehe, sind halt diese natürlich gut animierte auch mal, um das in den Raum zu werfen. Wenn ich sie so sehe, fällt es mir schwer, was anderes zu sehen darin. Ich glaube, wenn sie in ihrem Ruf unterwegs ist, kann man auch einfach von unten dagegen springen. Oder auch nicht. So, was ist der Plan? Willst du deine Stachelbombe werfen? Einfach nicht so gut. Die Bosskämpfe, wie gesagt, aus dem Spiel sind. Hör auf zu laufen! Bam! Sie sind, nicht so anspruchsvoll. Ich wundere mich, wenn ich einfach hier stehen bleibe, wird mir was passieren. Wenn ich einfach hier stehen bleibe. Okay. Ich war zu übermütig. Und jetzt ist Mario ganz angebrannt. Das ist auch wundervoll, diese kleinen Details, wenn irgendwas getroffen wird. Dann sieht man das an seinem Körper in der Regel. In dem Fall war er komplett verkohlt. Außerdem, wir haben Hasenlady besiegt. Und wir bekommen den... die dreifachen Bananen! Das war ein geiler First Try, liebe Leute. Yeah! Die Kopfstandpyramide. Es war der Showdown. Unreife Bananen sind aber vollkommen okay, vor allem in dem Kontext. Denn diese unreifen Bananen bedeuten, dass man sie einfach für 2-3 Tage auf die Fensterbank legt. Und dann sind es die besten Bananen überhaupt. Wenn ihr sie dann noch 2-3 Tage liegen lasst, bekommen sie braune Stellen und irr. Außerdem, die Pyramide kann fliegen. Und jetzt hat da jemand ein Loch in die Wüste gemacht. Das ist ziemlich unangenehm. Ich würde mal sagen... Nachdem wir schon in den ein oder anderen dampfenden Löchern unterwegs waren, sollte auch dieses Loch absolut kein Geheimnis für uns darstellen. Mario? Du bist bereit, in das Loch einzudringen, habe ich mir sagen lassen. Und es ist immer noch alles eingefroren. Das Einzige, was sich jetzt... Ah! Oh Gott! Monster! Das Einzige, was sich so weit geändert hat, ist die Tageszeit. Gehen wir direkt rüber. Was ist eigentlich mit dem Dark Souls Randomizer? Ich fand's echt geil. Ey, weiß nicht. Dark Souls Randomizer ich so lange nicht weitergespielt. Und wenn man einfach nur Standard, ohne irgendwelche zusätzlichen Challenges mit dem Randomizer spielt, dann ist auch nicht der... Naja, ist auch nicht die größte Aufregung, könnte man sagen. Deswegen, keine Ahnung. Gott, hier ist alles voll mit kleinen Fuck-Goombas. Ist der Weg? Wir gehen einfach weiter. Ich meine, ich könnte mich jetzt theoretisch einfach direkt da rüber warpen. Wo wir vorhin schon waren. Beziehungsweise wo ich als nächstes hin muss. Ah, ich habe das Gefühl, dass das ziemlich lame wäre. Ich sehe auch den Käfig. Moment. Da ist Mond im Käfig. Mein Guter, komm mal mit mir mit. Wir müssen mal darüber. Und komm. Yeah. Der Kugel will den Durchbruch. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Kugelcasten ein wesentlich besserer und zutreffenderer Name wäre, aber... Was weiß ich, habe ich recht? Mein Bullet Bill, Kugel Willi. Bullet Bill, Kugel Willi. Kugel Willi ist ein fürchterlicher Name, Kugel Carsten. Das wäre die richtige Übersetzung. Bevor sich irgendjemand beschwert, wir haben auch Gegner aus dem Mario-Universum, welche in der deutschen Übersetzung Steinblock heißen. Steinblock. Oh Gott. Nein! Ah, shit. Das war vermutlich nicht meine beste Leistung. Moment, Entschuldigung, wenn wir gerade da sind. Raketen-Roland. Oh, den Raketen-Roland. Nische in den Ruinen. Das ist definitiv eine Nische. Solche Ruinen findet man nicht überall. Da braucht man ein geschultes Auge dafür. Raketen-Roland gefällt mir wirklich gut. Ich wäre ein großer Fan von Raketen. Kugelcast oder Raketen-Roland? Hört ihr, wie ruhig die Musik ist? Wahrscheinlich hört ihr es nicht wirklich, weil man die Musik kaum mehr wahrnimmt aktuell, aber... Ach, den hatten wir schon. Aber es ist ziemlich ruhige Musik inzwischen. Bill ist kurz für William aus irgendeinem Grund. Von was war Dick nochmal die Kurzform?
Dick ist doch auch von William oder so. Was auch immer. Auf jeden Fall ist Dick auch eine Kurzform. Ich denke, Dick ist ein ziemlich guter Name. So, warte mal. Haben wir hier die Pyramide? Wisst ihr, warum gehe ich diesen ganzen Weg hier entlang? Das ist vollkommen bescheuert. Wir robben uns einfach darüber. Ich werde jetzt nicht den Weg nochmal komplett hier entlang gehen. Böller Boris! Oh, der gefällt mir auch gut. Von Richard! Der gute Richard! Das heißt, wenn man jemanden kennt, der Richard heißt, könnte man ihn theoretisch Dick nennen. Also Richard. Beziehungsweise, wenn man den Richard kennen würde, dann könnte man ihn Dick nennen. Das wäre situationsabhängig, könnte sowas wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam werden. Könnte ich mir vorstellen, wenn man eine derartige Person kennen würde. Atomraketen-Armin. Oh, das sind halt so viel bessere Namen als Bullet Bill. Hey, außerdem, der Lümmel, der steht hier rum. Und will meine Münzen. Such dir einen Job, mein Guter. Biete deinen Körper nicht so auf der Straße an. Mit dem können wir uns dann fortbewegen. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, begeben wir uns erstmal ins dampfende Loch. Das ist aber warm. Und es ist ein weiteres Eislevel. Yeah. Hurra, wie schön. Eislevel, wir alle lieben sie. Also hier muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Denn an einer Stelle gibt es hier in dieser Mission, ist relativ problematisch, wenn man die Teile hier aktiviert. Denn da macht man sich damit ein bisschen was kaputt. Und generell, bei der Mission... Fuck, wie soll ich ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Ich wollte gerade sagen, es gibt da irgendwas, was man beachten muss. Dann ist mir auffallen, wie wär's, wenn ich es dann sage, wenn wir da sind. Genau, diese Stelle hier. Ich meine, man kann hier eine sicke Kettreaktion an den Tag legen. Aber, aber das Problem ist, wenn wir das machen, werden wir die Mission damit ein gutes Stück schwer machen. Werden wir erstmal zu dem Goomba. Schau ich den Lümmel an. Boing. Und vielen Dank an Alex Boy für die liebliche Subscription. Vielen Dank. So, und zwar da oben. Seht ihr die Scheiße? Seht ihr die Boys? Die Jungs sind unterwegs. Projektil-Peter. Oh, der gefällt mir auch. Der Projektil-Peter. Seht ihr die Jungs? Die sind unterwegs. Und was man hier jetzt machen kann, ist, weil ich nicht wusste, wie man den Turm bildet mit den Goombas. Dafür muss man nämlich tatsächlich den Controller... Ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch mal normal hochspringen. Aber es hat für mich nie wirklich funktioniert. Aber wenn man den Controller einfach schüttelt, dann macht man den Sprung. Und damit kann man dann den Goomba-Turm basteln. Ich weiß gar nicht, funktioniert das mit... Ah, der ist zu hoch, der Turm. Nein, Jungs! Jungs! Oh Gott. Lauf, Mario! Oh nein! Nein, nicht der! Der ist nutzlos! Nein! Das hätte besser laufen können. Ich glaube, ich hätte die Kontrolle über den Turm übernehmen sollen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich glaube, das muss man da machen. Das ist übrigens ziemlich unterhaltsam mit den Goombas. Denn an manchen Stellen kann man mit denen, man fängt mit nur einem an und dann kann man einfach kleine Türme damit bilden. Und damit da neue Gegner erreichen und sowas. Das kann ganz nett sein, teilweise. So, versuchen wir diesmal direkt zu dem Turm rüber zu gehen. Das Problem ist nämlich, wenn man hier die Kettenreaktion aktiviert, falls ihr euch wundert, sehr diese zwei... wie soll ich sagen, Ringschießerteile, die würden sich dann die ganze Zeit gegenseitig aktivieren. Und das wiederum bedeutet, also die würden nicht mehr damit aufhören. Ich bin der Turm. Yes. Wenn die sich gegenseitig die ganze Zeit aktivieren würden, würde es bedeuten, dass wir keine Möglichkeit hätten, da hochzukommen. Apropos, wir sind immer noch, fuck, warte mal. Da oben sind welche. Jungs! Hey, Jungs! Komm mal runter zum Spielen! Jungs! Hier oben! Entschuldige mich. Wir müssen vorsichtig sein. Und... Wow! Wow! Nein! Okay. Vorsichtig sein. Nicht vergessen. Ganz vorsichtig sein. Oh Gott. Wirklich? Müssen wir jetzt das machen? Oh nein, sie fügen mir Schaden zu! Hört auf damit, Jungs! Ich schüttle einfach meinen Controller. So, bis sie alle da sind. Ich hasse diesen Mond hier. Morgen muss wie ein Turm denken, um ein Turm zu werden. Ich habe gedacht wie ein Turm und es hat mir nicht gefallen.
Der 9-11 Norbert. Ich weiß nicht. Das war mehr ein Tag als eine Bombe, würde ich sagen. Ricky the Rocket. Aber der englische Name ist doch schon Bullet Bill. Den muss man ja nicht mehr ändern. Kann ich... Kann ich nicht irgendwie zu denen von hier aus schon hoch? Nee, kann ich nicht. Oh Gott! Ist der beschissene Mond. Ich versuch's jetzt noch einmal, okay? Versuch's jetzt noch einmal. Das ist fürchterlich, da ranzukommen. Mein Gott. Das Problem ist halt auch, um diesen Sprung zu machen, mit dem ich auf die anderen Goombas draufspringen kann. Da muss ich meinen Controller schütteln. Und das hat den Nachteil, dass ich da ganz kurz davor bin, einfach mein Mikrofon zu hauen. Oh nein, das ist wieder passiert. Oh, jetzt habe ich einen umgebracht. Komm hier rüber. Geh doch da raus. Nimm doch den Goomba mit. Dankeschön. Ich finde es sehr bewundernswert, dass sie es... Nein, ich wollte das Herz hier mitnehmen. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin zu groß. Also ich rate, ich bin noch nicht groß genug. Dankeschön. Mein Gott. Ich hasse diese Mission. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ihr Idioten. Tut mir leid. Die Gummis haben mich nur sehr, sehr wütend gemacht gerade. Okay, ich glaube, die Situation sollte soweit überstanden sein. Ah, fucking Goomba-Turm. Und sich drehende Eisplattformen. Das sind Mini-Pyramiden. Ich wünschte, ich hätte eine Mini-Pyramide. Dieses Level weiß, was ich möchte. Plutonium-Peter! Der gefällt mir auch. Das sind fantastische Namen. Kann man da nicht Nintendo mal anschreiben? Oh, und seht ihr die Kugel, Willis? Sie haben schicke Mützen auf. Das bedeutet, wir müssen erstmal ihnen die Mütze absetzen mit einem Treff, bevor wir die Kontrolle über sie übernehmen können. Mensch, das war ja anspruchsvoll. Ich weiß. Beziehungsweise sind solche Sonnenschutzteile. Ich habe keine Ahnung, wie man die nennt, aber das ist nicht so cool. Vorsicht, Vorsicht. Apropos Vorsicht, diesen Teil hier ausweichen. Ziemlich idiotensicher. Seht ihr? Ich hab's geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Idiotensicher. Roll los, Mario, mein Freund. Da steckt ein wütender kleiner Mann in der Wand. Beziehungsweise in der Decke. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Liebe Leute, was wir jetzt vor uns haben, ist der wahre Boss aus dem... Da ist ja der Münzschlitz. Was wir jetzt vor uns haben, ist der wahre Boss aus diesem Gebiet. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber er ist ziemlich angepisst. Oh nein. Ich dachte, er wäre ein Weg, der mich direkt zu ihm rüberführt. Und dann, als ich in der Luft war, ist mir aufgefallen, dass da kein Weg ist. Nee, wir gehen nochmal. Diesmal nehmen wir die Kontrolle über den Kugelwilli. Der sieht edel aus. Der ist auch ziemlich edel. Und eventuell haben wir den sogar schon gesehen. Ich werde es euch dann sagen, wenn wir ihn sehen können. Vorsicht über dem Feuer. Okay, wir sind da. Und das ist ein ziemlich guter Bosskampf. Wo ist der Ring hin? Den hat Bowser geklaut. Und seht ihr, wir haben ein Gesicht und zwei Hände. Genau der Lümmel ist es, den wir auch schon in diesem goldenen Tempel gesehen haben. Was wir mit ihm machen müssen, ist übrigens ziemlich simpel. Wir lassen ihn auf den Boden klatschen. Und dann tut ihm seine Hand. Wir werfen ihm unsere Mütze drauf. Und dann... Dann machen wir dir ein Faust-Sandwich. Ah. Ja. Das ist ein Bosskampf, der sich gut anfühlt. Habt ihr es gesehen? Hab ich auf die Schnauze gehauen. Das war ziemlich knapp. Oh Gott, vorsichtig. Wir wollen nicht von diesen lieblichen Eis-Beyblades berührt werden. Und dann meine nächste Faust. Geh mir aus dem Weg, du Narr! Du weißt nicht, mit wem du dich hier anlegst. Ah, der nächste Treffer. Es ist so cool, einfach eine riesige Faust zu sein und jemanden in sein Gesicht zu fliegen.
Ich liebe das Konzept davon. Außerdem, ja, Masterhand, was auch immer. Irgendjemand findet bestimmt Ähnlichkeit, beziehungsweise die Kirby-Version von Masterhand. Oh Gott. Kann ich hier nicht? Ich kann die Kontrolle noch nicht übernehmen, erst wenn sie auf den Boden klatschen. Oh Gott, der Lümmel! Okay, Leute. Dreimal muss man den Boss der Regel mal treffen. Und das ist Nummer 3. Ja! Yeah! Die Dinger aus Mario 64. Stimmt! Stimmt, da gab es auch so einen zweihändigen Lümmel. Der hat Augen in den Händen. Das scheint mir ziemlich unangenehm zu sein, Augen in den Handflächen zu haben. Aber wir haben den Boss besiegt. Und dafür bekommen wir die unreifen 3 Bananen! Ich schaue ich den Mario an. Er ist bereit für 3 Bananen auf einmal. Aber die passen doch gar nicht in deinen Mund, Mario. Nein! Die sollst du essen und nicht. Nein! Unangenehm. Der Moment, wenn ein italienischer Klempner seine Mütze auf deine Hand wirft und dann dein Gesicht fliegt, das ist ziemlich unangenehm. Puh, so heiß, aber es war der Sinn der Sache, was? Seht ihr das? Jetzt ist das Eis geschmolzen. Es ist tatsächlich von Prinzip her in manchen Welten. Lass mich mal überlegen. Ist vielleicht nur in manchen oder... Naja, in allen Welten eigentlich mehr oder weniger so. Erinnert euch doch an, oder beziehungsweise ihr seid vertraut mit dem Konzept aus Majora's Mask, in welchem sich bei verschiedenen Gegnern, wenn man den Boss besiegt, immer verschiedene Dinge ändern und die Welten teilweise komplett anders werden. Zum Beispiel, wenn man den ersten Boss bekämpft, verschwindet das giftige Wasser und man kann wieder durchs Wasser schwimmen. Wenn man den zweiten Boss bekämpft, schmilzt das Eis und das ist die größte Änderung. Und bei den anderen beiden passiert nicht mehr wirklich was, aber das ist okay. Ähnlich verhält es sich in Super Mario Odyssey, wenn wir einen Boss besiegen, beziehungsweise alle Hauptmissionen von einer Mission oder einer Welt gemacht haben. Denn dann ist die Welt am Ende auch ein Stück weit anders. In dem Fall sind diese ganzen Eisteile, die wir zuerst gesehen haben, wo auch alles gefroren war, das ist alles verschwunden. Außerdem, es gibt hier einen Todd-Professor, der uns Amiibo andrehen will. Behalte den Scheiß für dich, denn ich weiß nicht mal, wie ich mit der Switch Amiibos lesen lassen könnte. Oh, und da ist der Typ. Oh, hey. Ich bin ein Mann, das sehe ich. Wir können die Stadt hier weiter erkunden, die Gegend, aber ich würde sagen, wir haben hier genug Zeit verbracht. Das waren fast 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder so. Wir begeben uns in die nächste Welt. Wir haben hier schon eine Menge Sidequests hier gemacht. Der Mond ist ziemlich nah. Ich glaube, ich stürze gleich auf die Welt hinab. Die Monde sind echt ziemlich gleiche Konzepte. Majora's Mask hat auch einiges mit dem Mond zu tun. Und Super Mario Odyssey auch. Wir sammeln einige. Und jetzt können wir in eine der beiden nächsten Welten. Jetzt haben wir die Wahl, wo wir hingehen wollen. Zum einen hätten wir die Qual der Wahl. Wir hätten das Seeland, eine Unterwasserwelt, oder das Horstland. Eine ziemlich, ziemlich gute Welt. Das Horstland ist wirklich ziemlich fantastisch. Das ist ein unglaublich gutes Level. Deswegen fangen wir mit dem langweiligen Seeland an. Gute Idee. Es geht. Auf die Joy-Cons... Was? Auf den Joy-Cons sind die Sensoren. Okay. Hm. Ja, auch immer wir kaum Amiibus. Und vielen Dank an... Gott. Der gute Edin-General. Vielen Dank an dich für die liebliche Resubscription. Nötig den Link für den Discord-Server. Moment. So, wir begeben uns jetzt in die Wasserwelt. Welche so wassertastisch ist, wie ihr euch das wahrscheinlich denkt. So. Oh, und seht ihr die Teile, die ich mir gekauft habe zur Deko? Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben zum einen das hier. Eine Pyramide, die einfach so vor sich hin rotiert. Das ist einfach nur eine Miniaturvariante von dem, wo wir vorhin unterwegs waren. Und so eine Statue von diesen Fackviechern, auf denen wir vorhin herumgeritten sind. Und das ist quasi die Deko, womit wir unser Raumschiff hier immer weiter bereichern können. Mit jeder Welt, die wir auch danach aufsuchen, können wir dann weitere Dinge kaufen. Und ja, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich charmant und deswegen wollte ich mir das als erstes kaufen. Ich hätte eigentlich auch noch einen Aufkleber geholt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der gelandet ist. Er wird schon seine Richtigkeit haben. Mit Spielwurf, ja, und er erklärt immer, wie die Steuerung funktioniert nach jeder Welt. Das ist fucking nervig. Forstland sah aus wie das Chaos Level Story Generations. Das stimmt! Stimmt!
sah wirklich so aus. Und Seeland. Das Land der See. Ein Wasserlevel. Brodals über dem See. Seht das? Da sind die Limmel unterwegs. Das ist tatsächlich eine ziemlich kurze Welt insgesamt. Wenn ich gerade drüber nachdenke. Zumindest von den Hauptquests her gibt es hier nicht allzu viel zu erledigen. Aber ich denke, das ist ziemlich okay, dafür, dass es eine Wasserwelt ist. Und eine Sache, die mir hier unglaublich gut gefällt, als kleines Detail, was dafür sorgt, dass diese Welt sich, dass sie einen unglaublich guten Eindruck macht, dass sie eine wunderschöne Welt ist, ist die Tatsache, dass überall, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich bin mir sicher, ihr könnt es sehen, aber es glitzert überall alles so ein bisschen. Und das ist einfach so ein kleines Detail, welches dieser Welt ganz ungemein hilft, dass sie sich... Oh, oh, die Stange Bargeld! Jag das Geld, Mario! Das Geld! Heißt gefangen? Ich weiß es nicht. Das hilft ungemein, dass die Welt sich wirklich schön anfühlt, hier zu erkunden. Außerdem der Regenbogenfisch. Okay, mit dir werden wir reden. Mit dir werden wir reden, noch reden. Aber nicht jetzt. Und Silvers Sakura hat subscribed. Auch an dich. Vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Oh, und hier sammeln wir Wassertropfen, Schuppen, Fischteile. Wir sammeln die Teile. Gut, reden wir mit dem Regenbogenfisch. Mario passt mit seiner Badehose super in die Welt. Das stimmt tatsächlich. Und er hört, die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig ungebeten durchgerauscht und haben das schönste Schnicksenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Nicht das Schnicksenkleid. Oh, das ist wirklich dramatisch. Sie haben das Schnicksenkleid geklaut, Leute. Oh, okay, pass auf. Ich sehe gerade, dass so ein Musikteil. So. Ach, Mario, bleib doch oben. Ich will jetzt nicht, dass du ertrinkst. Ich muss jetzt die Lautstärke kurz ändern. So, dieses Musikteil, ich möchte, dass ihr es hört. Und dann möchte ich, dass ihr mir sagt, dass da ein vernünftiges Lied bei rauskommt, okay? Müsste laut genug sein. So, pass auf. Ich meine, der Ton wurde immer höher, aber... Was soll denn der Schwachsinn? Verglichen mit dem, was diese Welten in... Oh, jetzt haben wir hier pinke Bananen. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Verglichen mit dem, was sie in Galaxy gemacht haben, ist das halt wirklich, wirklich lame. Habt ihr es gehört? Das war einfach nichts. Ich weiß nicht, da bin ich nicht der größte Fan davon, zwangsweise. Direkt hinter mir geht's zum Aquagrund. Die gute alte Aquagrund. Aber bevor wir da rübergehen, würde ich sagen, wir machen noch die Kiste kaputt. Oh, Stangen an Bargeld. Krasser Beat. Ja, ist ziemlich sick, ich finde. Aber bevor wir weitergehen, erkunden wir noch. Und hier sehen wir den ersten von diesen komischen Felsen. Ich würde ihn nicht Fels nennen, ich würde eher das Wort Block wählen, aber... Ja, das ist ein komischer Fels, Cappy, das hast du gut erkannt. Von denen... Habe ich schon mehrere in der Gegend herumstehen gesehen in anderen Leveln. Da ich es noch nicht durchgespielt habe, weiß ich nicht, was sie machen. Sie erinnern mich aber tatsächlich an Skyward Sword, wo man auch immer wieder mal solche derartigen Blöcke findet, welche man dann in der anderen Welt quasi auflösen muss. Aber ja, komische Metallblöcke liegen überall in der Gegend immer wieder mal rum. Und ich bin mir sicher, die machen später irgendwann mal was, aber keine Ahnung. Nicht mein Problem. Wir sind hier, um das Schnicksenkleid zurückzuholen. Außerdem seht ihr das hier. Das ist ein sogenannter Reißverschluss. Und der sogenannte Reißverschluss sorgt dafür, dass wir ein Reißverschluss sind. Und ich liebe es! Ich liebe es! Das erinnert mich ein bisschen an Paper Mario. Das ist fantastisch. Bin ein großer Fan davon. Wovon ich dagegen nicht zwangsweise der größte Fan bin, ist die Unterwasser-Section. Denn es ist unter Wasser. Au. Fantastisch. Wir sollten einfach versuchen, möglichst viel Luft mitzunehmen. Oh Gott. Ich kann die Kamera hier auch nicht richtig drehen. Und das ist böses Seegras. Nein, böser Seetang. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Was ist ein Reißverschluss? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber was ihr alle kennt, sind Cheep Cheeps. Und das ist das Wesen, über was wir hier in erster Linie die Kontrolle übernehmen.
Der geile Chip-Chip-Mario. Ich wundere mich, was er mit diesen Lippen alles für Wunder wirken kann. Und aus irgendeinem Grund hat er, ähnlich wie der Koopa-Panzer aus Galaxy, Lichter in seinen Augen. Ich weiß noch nicht ganz warum. Und seht ihr den Lümmel da oben? Hallo, du Lümmel! Hallo! Oh, aus dem Weg bitte. Alles klar, wenn du sagst, mein Guter. Ich will dir nicht widersprechen. Und diese Gegend, das muss ich der Gegend lassen. Moment, mit Y tauche ich. Diese Gegend hier ist wunderschön. Schau euch die Scheiße an. Es ist eine wunderschöne Gegend. Man kann es nicht anders sagen. Das ist der Vorteil in der Wasserwelt. Hopp, hopp, Dory. Das ist übrigens Story. Hat kein so gutes Gedächtnis. Hä? Steht hier. Ich mochte es wesentlich lieber, als es doch Plessy war. Auf jeden Fall unsere Aufgabe hier in der Gegend ist es wieder, die verschiedenen Schlüssel zu sammeln. Und ich für meinen Teil hatte damit beim ersten Mal relativ viele Probleme, weil die Gegend größer ist, als sie sein sollte. Und die Schlüssel teilweise sind nicht zwangsweise komplett auf dem Weg. Man muss ein bisschen suchen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, weil mir, ich glaube, der hier war es, der mir ewig gefehlt hat. Oh, das war fucking anstrengend. Na, wie auch immer, dieses Mal kenne ich das Spiel und ich weiß über alles Bescheid. Davon lassen wir uns nicht den Mut nehmen, okay? Entmutigen ist das Wort, das ich gesucht habe. Außerdem, wir können diese Kapseln jetzt betreten. Hallo, nicht das Schnicksenkleid. Tragisch. Also wir können sie zum einen zu Fuß betreten. Oder, wenn wir ganz mutig sind, können wir uns einen Cheep-Cheep schnappen. Hallo, Cheep-Cheep, komm zu mir. Und dann können wir auch einfach... wie ein Fisch an Land, habe ich recht. Wir können auch hier einfach unterwegs sein. Oh, und das ist auch ein guter Freund von uns. Das ist der Huhuch-Cheep. Oh, der Cheep-Cheep ist gestorben. Der Lümmel gibt uns immer einen Tipp, wo sich der nächste Mond versteckt. Was sagst du denn? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ha. Kannst du nicht verraten, ich gebe dir einen Hinweis. Notenjagd in der Klippe. Und die Hälfte, wo der nächste Mond versteckt ist, sieht in dem Fall da so aus, dass er einem sagt, wie die Mission heißt, welche das wäre. Und das ist keine übermäßig gute Hilfe. Deswegen bin ich zwangsweise begeistert davon. Er sagt einfach nur den Namen von einem Mond, der einem noch fehlt. Und ich meine, es ist eine fürchterliche Hilfe, wenn man irgendwie einen nicht findet oder so. Aber gut, wahrscheinlich besser als nichts, aber... Vielleicht gibt es aber auch noch eine bessere Hilfe, wie man Monde, die man nicht findet, irgendwie... wonach man schauen muss. Wenn ich mir relativ gut vorstelle, dass es auch eine bessere Hilfe gibt, von welcher ich vielleicht nur noch nicht weiß. Das Spiel ist aber noch relativ frisch, falls ihr das schon vergessen habt. Wie könnt ihr das nur vergessen? So, schau ich das an, wie schön das alles hier aussieht. Mein Gott! Ich möchte aber noch die Pflöcke hier mitnehmen. Ich bin wirklich ziemlich froh, dass das eine kurze Welt ist hier. Ich glaube, wenn diese Wasserwelt hier länger gehen würde, als sie es tut, wäre das sehr, sehr anstrengend. Wasserwelten sollten nicht lang sein. Das ist ein großer Fehler für alle, den alle Beteiligten irgendwie nur machen können. So, wir gehen uns auch mal hier rein, wenn wir schon mal in der Gegend sind. Verschwinde du doch! Du musst mir das von dir nicht einreden lassen. Ich will gerne wissen, wer diesen Fels hier hingestellt hat. Furchtbar. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich nehme den anderen Eingang. Wir gehen von oben rein in die Kapsel. Hey. Können wir auch mal die Musik lieben? Sie ist so angenehm. Sie ist okay, die Musik, würde ich sagen. Sie ist okay. Haut mich aber nicht übermäßig um, ehrlich gesagt. Oh, und das war übrigens der Punkt, welchen ich ewig nicht gefunden habe, dass man hier oben einfach rein kann. Danach habe ich so lange gesucht bei meinem ersten Versuch. Mein Gott, habe ich danach lange gesucht. Ihr habt keine Ahnung. Ich wusste nämlich nicht, dass man von da oben durch die Kapsel auch durch kann. Allerdings wollen wir hier überall noch gar nicht hin. Mir fehlt unser Schnicksenkleid. Ja, hier war das Schnicksenkleid ausgestellt. Seht ihr es? Entschuldigung. Ich möchte das Schnicksenkleid begutachten. Aber da ist ja gar kein Schnicksenkleid mehr. Das ist das Problem. Der böse Bowser hat es nämlich geklaut. Der Lümmel. Er würde einfach alles tun für seine perfekte Hochzeit. Das macht mich wütend. Ich dagegen werde mich an meiner kleinen Furry Lady erfreuen. Hallo. Ich habe einen kleinen Peach-Aufkleber gefunden. Das ist das Jahr der Peach. Glaubt ihr, das ist eine Sache, die es mal geben wird? Ja, der Peach oder so. Ich glaube aber nicht, weil Peach eigentlich wirklich ein langweiliger Charakter ist. Aber sie hat... Hallo? Sie hat ein Spiel bisher bekommen. Das muss man ihr lassen.
Du hast mich gefunden, sehr schlau, und dies als Belohnung. Dankeschön. Hey, ein Mond für dich. Unser geheimes Kämmerlein. Ich werde niemand davon verraten, Frau Regenbogenfisch. Können wir darüber reden, dass das Jahr des Luigi eigentlich nicht wirklich... Was sollte das eigentlich? Fucking Jahr des Luigi. Wisst ihr, ich bin der Meinung, das Jahr des Luigi war der größte Fehler, den Nintendo jemals gemacht hat mit ihrem Mario-Franchise. Denn das war der Moment, ab welchem die Luigi-Fans sich sehr, sehr stark bestärkt gefühlt haben in ihrem Verhalten. Und ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, bei der man sie wirklich unterstützen sollte. Ich glaube, das war der Punkt, ab welchem alles den Bach runtergegangen ist. Und Nintendo hat jetzt sehr, sehr viele Jahre gebraucht, um sich davon jemals wieder zu erholen. Mit Mario Odyssey in dem Fall. Sie haben sehr, sehr lange gebraucht. Fucking Jahr des Luigi. Es tut mir leid, aber es macht mich wütend. Aber, wenn wir schon mal der Cheap Cheap sind, können wir auch eine andere Sache hier direkt erledigen. So können wir hier rüberschwappen und darunter tauchen. Die Sache ist nämlich, wenn man hier als Nicht-Cheap Cheap runtertauchen will, ich weiß nicht, ob ihr es euch denken könnt, aber da wird unsere Luft nicht ausreichen. Das heißt, auf dem Weg nach unten würden wir dann einfach schlicht und ergreifend ertrinken. Der gute Cheap Cheap dagegen, der muss nicht extra Luft holen. Er atmet das Wasser. Und hier haben wir den zweitgrößten Fehler, den Nintendo jemals gemacht hat. Er heißt Captain Toad. Hallo. Mario! Wie schön, dich hier zu treffen! Ich bin's wirklich, Captain Toad! Bin gerade ganz wild unterwegs, suche nach Powerbooten! Also, schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hierher gekommen bin. Oh! Aber dafür habe ich unterwegs ja diesen. Dafür habe ich unterwegs diesen Boot entdeckt. Den schenke ich dir. Danke, Captain Toad. Lass uns schwimmen, Kapitän Toad. Und er hat ein Zelt hier aufgeschlagen. Ja, was auch immer. Ich wollte auch gar nicht gehen, aber gehen wir einfach. Fucking Captain Toad. Und ich glaube, in jedem Level kann man einen Captain Toad finden. Man kann in jedem Level eine Katzen-Peach und einen Captain Toad finden. Also es wurden viele Fehlentscheidungen mit diesem Spiel getroffen. Und seht ihr das hier? Das ist ein Unterwasserfahrstuhl. Hier ist einfach Wasser. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist fantastisch. Es ist einfach eine Wand voll Wasser. Oh, und hier braucht man, glaube ich, einen Schlüssel, um da reinzukommen. Oh, wie kommst du auf die Idee, MOP? Ich weiß auch nicht. Wenn du weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Und zum Angestelltenraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Oh mein Gott, ich kann hier rein! Ich wollte gerade erfahren, ob ich irgendwie herausfinden kann, wie ich da reingehen kann. Ich muss aber zum Schwimmen pass gekleidet sein, nur reinzugehen und spielen. Oh mein Gott, es funktioniert wirklich! Wir können zum Schnicksenkleid! Was für die Schnickse? Ich mach sie kaputt! So, warte mal. Los, Cappy! Yes! Mann, ich hab's geschafft. Ich hab mich in dem Spiel nackt gemacht und ich hab eine Mission gefunden, in der das eine Voraussetzung ist. Okay. Man kann auch manchmal Katzen-Mario finden. Den habe ich bisher noch nicht gefunden. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal wieder der Hauptquest nach. Ist sowieso nur eine relativ kleine Welt. Und dafür müssen wir uns hier unten eher runterfallen lassen. Und wir haben nämlich Subscription von King Dennis vom Palace. Fantastischer Name. Vielen lieben Dank an dich für die liebliche Subscription. Oh, hier kann ich auch noch hoch. Mensch, das ist ja aufregend. Ja, fahren wir mit dem Fahrstuhl. Ne, Moment, da kann ich darüber. Ja. Ich muss die Fahrzeichenblöcke noch mitnehmen. So, gehen wir hier rein. Schwimm, Mario. Das war echt schwer für mich zu finden. Oh Gott, ihr habt keine Ahnung, wie viel ich hier überall in der Umgebung unterwegs war und es einfach nicht gefunden habe. Es war sehr deprimierend für mich. Da reden wir nicht darüber. Oh, ich sehe gerade, da drüben gibt es noch was. Wisst ihr was? Bevor wir jetzt zum Boss rübergehen, haben wir noch ein kleines, sickes Secret, dem wir nachgehen können. Und zwar Donut-Plattform. Immer majestätisch. Aber die meine ich nicht. Ich meine das hier. Denn wenn mich nicht alles täuscht... eine Pixelröhre. Lass mich da rein. Ich dachte eigentlich, dass wir zu einer Reißverschlussgegend kommen, aber ich habe mich wohl getäuscht. Okay,
Ihr kennt das übliche Spiel. Wir lauschen der Musik, die von der Note entsteht. Was sollen denn diese Noten? Was ist denn der Sinn hinter den Teilen? Die klingen fürchterlich. Wer war der Meinung, dass das eine gute Idee ist? Ich bin wirklich nicht begeistert davon. Alter, das war Mozart. Ja. Nee, da haben sie... Ich weiß nicht, warum sie das Konzept aus Galaxy dafür verworfen haben. Oh, ich kann den so ein bisschen runter... Arschbomben lassen. Diese Noten sind viel mehr frustrierend als andere. Ja, und da ist ein Goomba mit Schleier. Fick dich! Halt zurück, Goomba. Oh, und leuchtender Berg. Wo noch mehr leuchtende Goombas rauskommen. Bisschen Weg. Frag mich, ob ich irgendwas bekommen würde, wenn ich mich zu einem Goomba-Turm... Oh, ich sehe, was man hier bekommt. Man kann dann da hoch. Hm, mir egal. Ein Fischteich? Okay. Hier... haben wir jetzt eventuell unter Umständen eine kleine Super Mario 64 Anspielung. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da ist ein Porträt. Wollen wir rein? Wir wollen rein. Oh, der schwappt einfach rein. Und ist zwischen den Welten unterwegs. Der ist außer Kontrolle, der Lümmel. Und wir sind wieder im Wüstenland. Und bekommen dafür einen Mond. Geheimfahrt zur Brutzelebene. Das ist ziemlich brutzelig hier. Und ja, das ist eine Sache, die existiert in dem Spiel. Manchmal gibt es einfach solche Porträts, welche einen in andere Welten bringen. Ich meine, warum nicht? Ist eine ganz nette Sache, wie ich finde. Mozart wohl eher mondzart. Alter, der Mond ist ziemlich zart. Ich wünschte, ich wäre der Mond. Oder Mozart. Wäre mir beides recht, ehrlich gesagt. Naja, wobei. Ich weiß nicht, ob ich der Mond sein will. Auf jeden Fall. Seelegant. Wirklich, die Gegend hier ist Seelegant. Fantastisch. Guter Name. Hier gibt es noch eine Mission, die ich gerne machen würde. Und zwar gibt es hier noch... hier könnte es eventuell sein. Es gibt hier noch ein gutes Stück mehr Reißverschluss-Action. Welche uns aktuell noch verwehrt zu bleiben scheint. Was ich genau in dem Moment sage, wo ich den Reißverschluss wieder eingesetzt habe. Aber trotzdem. Es gibt hier noch mehr Reißverschluss-Action und die kann ich euch nicht vorenthalten. Steht hier, die müssen wir mitnehmen. Außerdem neuer Mond. Neuer random Mond, der irgendwas bringt. Ich glaube, ich könnte schon zur nächsten Welt theoretisch weitergehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, ich glaube, man muss die Hauptmission erst machen, bevor man weitergehen kann. Ich weiß nicht, ich will es auch nicht nachschauen. Gerücht zufolge soll der Mond aus Käse bestehen. Also ich für meinen Teil hatte damals ein Benjamin Blümchen Hörspiel, eine Hörspielkassette, in welcher ganz offensichtlich bewiesen wurde. Und ich meine, ich habe nachgeforscht und das wurde wissenschaftlich eigentlich auch relativ bestätigt, dass der Mond aus Zuckerstückchen besteht. Tatsächlich besteht der Mond aus Zucker und da wohnt auch irgendein Typ oben. Der Erfindungen macht. Und dann ist Benjamin da und sagt, oh, ich hätte gerne ein Zuckerstückchen. Dann sagen alle, nein, Benjamin. Du hast zu viel Zucker zu dir genommen. Du weißt, was der Arzt gesagt hat. Sagt Benjamin, nein, Otto. Ich könnte deinen Schädel unter meinem Fuß zerquetschen, Otto. Der hieß doch Otto, oder? Halt dich zurück. Und das war eine seltsame Folge auf jeden Fall. Aber ich erzähle euch da nichts Neues. Ihr seid vertraut mit Benjamin Blümchen. Bin mir ziemlich sicher. So. Oh, hier war, glaube ich, die Stelle, die ich gesucht habe, wo wir noch ein bisschen mehr Reißverschluss-Action bekommen. Denn ich meine, mehr Reißverschluss-Action. Viel mehr können wir uns nicht wünschen. Außerdem diese komischen Teile hier. Sind das so Papierrosen? Die sehen aus, als wären sie aus Papier. Das irritiert mich ein bisschen. Die geilen Benjamin-Blümchen-Kassetten. Ja, war der heiße Scheiß. Das ist die geheime Huttür. Da ist der Hut drauf.
Die kenne ich noch nicht. Okay. Was ist das für ein Boden? Okay, wo bin ich gelandet? Bin ich hier im Internet? Ich bin doch im Internet, oder? Das ist doch das Internet. Zähl mir doch nichts. Was, Herr Gott? Ich hatte keine Ahnung, ich war hier noch nie. Ich dachte, dass wir in einem Reißverschluss-Wunderland landen und nicht hier. Außerdem, Fuzzies, Gegner, welche ich doch, wo ich doch sehr begrüße, sie endlich mal ein bisschen in 3D-Marios zu sehen. Ich meine, ich persönlich war der größte Fan von Fuzzies aus Paper Mario, aber das muss man fairerweise sagen, dass alle Gegner aus Paper Mario immer besser waren als alle anderen Varianten. Ja, generell, bisschen mehr Liebe für die Fuzzies. Moment, die gab es auch in 3D-World. Shit! Es gab sogar viele 3D-World. Wisst ihr was? Ich zieh's zurück. Fuzzies bekommen eine Menge Liebe. Und ja, ich war damals eins der Kinder, die... Ich liebe diese Gegend hier gerade. Auch wenn es sehr abstrakt aussieht. Ich war damals eins dieser Kinder, die sie Fuzzies genannt haben, tatsächlich. Ich bin mir sicher, von euch war auch irgendjemand dabei. Ich blicke in deine Richtung. Marcel. Ich blicke in deine Richtung. Du hast doch auch Fuzzi gesagt. Oh, was sind denn das für Fuzzis? Ich seh's doch an. So. Da wäre der Mond. Dafür können wir uns runterfallen lassen. Wir müssen uns sogar runterfallen lassen. Gut, das erleichtert alles ein bisschen. Kann ja die Stampfattacke machen. Dann kann man ein bisschen schneller fallen. Okay, nehmen wir den Mond mit. Ach, du auch? Ja, yeah, alle haben sie Fuzzis genannt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das... Gott, mir wird die Gegend fehlen. Wisst ihr, was mich an dem Boden gerade fasziniert? Ich hab noch nach Worten gesucht, wie ich es am besten beschreiben kann. Aber dieser Boden, ich glaube, er ist relativ weich darauf, um darauf zu laufen. Und wenn ihr Leute seid, die gerade an dem... Oh, das ist gar nicht mehr so stark. Naja, ein bisschen. Wenn ihr gerade am PC das Ganze hier schaut, dann, ich weiß nicht, ob ihr das machen solltet, aber ihr habt doch sicher schon mal von eurem PC-Monitor irgendwie ihn mal mit dem Finger angefasst oder so. Und dann bekommt man auch so einen leichten Welleneffekt, wie wenn Mario da drauf hüpft, quasi so ein bisschen. Nur etwas langsamer. Und deswegen, das ist ein bisschen so, als wäre Mario auf einem Monitor unterwegs. So wirkt das auf mich. Danke, dass wir darüber geredet haben. War mir doch sehr wichtiges anzumerken. Zeig mir deinen Fuzzi. Nein, ich zeig dir nicht meinen Fuzzi. Ich kann dir mal einen feuchten Fuzzi geben. Was sollte eigentlich das, der feuchte Fuzzi immer, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind? Das ist die fürchterlichste, das ist die dümmste Scheiße überhaupt. Ein feuchter Fuzzi war gar nicht so eklig, es war einfach nur dumm. Oh, bekommst du einen feuchten Fuzzi? Oh Mann, jetzt hast du mit feuchten Fingern ins Ohr gesteckt, das ja. Ich glaube, das ist eklig, aber es liegt eher daran, dass du mir deinen Finger ins Ohr gesteckt hast. Nicht deswegen, weil... Ich meine, ich spucke dir mal so ein bisschen ekliger dazu, aber auch nicht so. Es ist... Was soll das Ganze denn? Ich bin gegen feuchte Fuzzis, ehrlich gesagt. Aber gehen wir der Hauptmission mal wieder nach, wenn wir schon mal dabei sind. Sonst kommen wir ja gerade zu absolut gar nichts. Mario bringt die Welt in Wallung, nachdem er die Reißverschlüsse geöffnet hat. Das stimmt. Das ist auch ein Punkt. Willst du eine Review von dem Game machen? Ich überlege, eine Switch zu kaufen. Ich habe überlegt, ob ich eine machen soll. Da habe ich mich dagegen entschieden. Gründe dafür sind, es ist ein fantastisches Spiel. Alle sagen, dass es ein fantastisches Spiel ist. Ich weiß, ich habe nicht wirklich den Grund gesehen, warum ich da noch wirklich mehr dazu sagen muss. Ich meine, machen wir uns an der Stelle nichts vor. Wer eine Switch hat, der wird auch Odyssey haben. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ob sich eine Konsole dafür zu kaufen lohnt, würde ich wahrscheinlich eher nicht sagen, weil es nur ein Spiel ist, aber ja. Das kann man eh immer schlecht beurteilen. Das muss eh jeder für sich selbst wissen, wie fair man sie sich insgesamt kaufen will. Aber ja, sehr, sehr empfehlenswertes Spiel, würde ich sagen. Das gute alte Odyssey. Okay. Außer wenn ich Odyssey nicht zeitlich durchgespielt habe, das war auch ein Grund, warum ich keine machen konnte. du bist spät. Wir haben uns das Schnicksenkleid schon unter den Nagel gerissen. Der Lümmel! Es ist doch Cousin Joe, der das Schnicksenkleid hat. Ich sehe es doch an, Cousin Joe. Ja, er sieht aus, als würde er Joe heißen. Sehe ich den Haufen Scheiße an. Er hat das Schnicksenkleid. Ich sehe es dir doch an. Oh, du machst mich krank. Kann ich das jetzt bitte wieder wegbekommen? Dankeschön.
Fucking Cousin Joe. Das passt sogar zur Frage vom Chef. Finde ich nicht gut. Es ist Cousin Joe. Er sieht halt aus wie so ein Bauernlümmel. Er sieht aus wie jemand, der keine Probleme damit hat, mit seiner Cousine zum Abschlussball zu gehen. So wirkt er auf mich. Es tut mir leid. Ja, wenn er auf euch anders wirkt, dann seid ihr vielleicht einfach nur Idioten. Das wird's wohl sein. Ah, Gott. Lauf, Mario! Au. Das war fürchterlich. Ich werde sterben. Falls ihr euch wundert. Ich meine, die Bosskämpfe sind nicht übermäßig schwer, aber ich bin gerade übermäßig scheiße. Cousinen sind legal, aber ich würde es nicht machen. Aber du hast für den Fall der Fälle mal nachgegoogelt. Ne, ich sehe schon. Warum ist das überhaupt legal? Was auch immer, reden wir nicht darüber. Wir haben Cousin Joe besiegt, derartiges Gedankengut kann ab jetzt für immer von der Welt verschwinden. Und der gute Facewurf hat die liebliche Resubscription an den Tag gelegt. Vielen lieben Dank dafür. Da kennt der Johnny sich wohl aus. Sehr schon. Triple Banane! Die Bruderls über dem See! Oh, und das war übrigens alles, was wir in dieser Welt soweit machen müssen, theoretisch. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr kurze Welt. Aber es gibt auch ein Reißverschluss-Wunderland, welches ich euch sehr, sehr gerne zeigen würde. Das heißt, wir werden uns noch kurz umschauen. Es gab noch irgendwo ein paar Stages, die ich sehr, sehr gerne aufsuchen würde. Außerdem, hier drüben haben wir auch was Interessantes zu sehen. Da, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was damit auf sich hat. Und zwar, ihr seht dieses Bild hier. Beziehungsweise, wir sehen zwei Bilder. Ich meine, man hört sich's vor, wir wissen, wo das ist. Das ist das erste Level. Das ist direkt am Anfang vom ersten Level. Und was wir auch sehen, ist, dass diese... was auch immer. Die Wirbelsäule hier, die hat ein paar Wirbel weniger auf der rechten Seite. Und... verbirgt sich da vielleicht ein Mond? Ich weiß noch nicht so ganz. Vielleicht sollte ich das einfach mal aufsuchen und das herausfinden. Aber solche Bilder findet man auch manchmal. Ich vermute, damit soll einem dann gezeigt werden, der ist Lakito, der angelt! Ich werf meine Angel raus, oh Gott! Angel der Lakito, sing dein Lied doch mal! Er singt nicht mehr, aber... wisst ihr, was das Beste mit Angel der Lakito ist? Was soll denn der Schwachsinn? Abgesehen davon, dass es ein angelnder Lakito ist, das ist schon ziemlich super. Wir können Kontrolle über ihn übernehmen. Schau euch den Lakito-Lümmel an. Er ist bereit. Und dann können wir angeln. Wenn wir das wollen. So kann ich mit dem eigentlich auch nicht. Kann hier nicht rausfliegen. Ehrlich gesagt weiß ich... oh! Da sind kleine Fischis im Boden. Warte mal. Kann ich die angeln? Vermutlich. Warum sollte sonst der Lakito hier sein? Schon. Weiß an. Wir werfen die Angel ins Wasser. Und dann... ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Ganze hier soll. Und wie ich die Fische dazu bringen könnte, anzubeißen. Mache ich irgendwas falsch? Ich mache irgendwas falsch, oder? Wie in Animal Crossing. Als ob ich Animal Crossing gespielt habe. Aber weißt du was? Das reicht mir. Ich gehe jetzt. Und den Lakito bringen wir um. Oh Gott, wir können. Es tut mir leid, mein Guter. Er hat erstmal Pause. Er muss die Kamera nicht mehr kontrollieren. Oh, Kürbis! Ich meine, Vogelscheuche! Was er uns zeigt, ist relativ interessant. Er lässt einfach Plattformen entstehen. Wir haben nur begrenzt viel Zeit. Und in der Mitte, von dem Teil hier, Gott, da ist ein Mond entstanden. Da unten. Allerdings war ich zu langsam. Fantastisch. Lass mich das nochmal versuchen. Wenn du 100 angelst, bekommst du Luigi. Und wie viele brauche ich für Waluigi? 200? Falls ja, dann werde ich drüber nachdenken. Ich meine, ich würde gerne Waluigi spielen. Luigi nicht so gerne, ehrlich gesagt. Wir machen einfach weiter Arschbomben. Und wir haben ihn erreicht. Yeah!
mache ich was falsch, hält den Haken in den Rücken des Fisches. Das ist super seltsames Angeln hier. Übrigens, der Mond da vorne, den können wir nicht einfach so erreichen, falls euch wundert, da ist ein Kraftfeld davor. Das verhindert das wieder rein. Das lässt mich jetzt in keinem guten Licht dastehen. Unangenehm. Kennt ihr das? Wenn ihr erzählt, warum ihr irgendwas nicht machen könnt und sich dann herausstellt, dass ihr es machen könnt und ihr dann dasteht und euch denkt, unangenehm. Das kenne ich nicht. Ich kenne es absolut nicht. Es war ein sehr, sehr mächtiges Kraftfeld. Wir können die Tür hier öffnen. Schauen wir mal, was wir hier drin finden. Das kenne ich auch noch nicht. Gott, ich habe so wenig erkundet vor dem Spiel, sehe ich gerade. Mein Gott. Freizeichen. Oh. Oh Gott, ich liebe es. Nein, das war falsch. Das ist auch falsch. Ich sehe schon, ich muss mit dem Dreieck da, darüber. Das Problem ist... es gibt zu viele Probleme. Warte. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Muss mal nachdenken. Ich bin raus. Ich bin auch gleich. Was? Aber es gibt doch hier nicht mehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Beweg den anderen Stein. Kann ich den bewegen? Der hat aber nirgendwo so ein Plöppel dran. Ich kann den anderen nicht bewegen, oder doch? Kann ich den verschieben oder so? Willst du mich gerade verarschen? Oh, ich hasse es! Sowas, wenn ich jetzt noch mal reingehe. Erklär mir, was ich machen muss, Lady. Ich möchte es ja wirklich reparieren, aber es wiegt einfach zu viel. Redest du von meinem Gesäß? Ist das eine Dr. Kawashima-Referenz? Ich glaube ja. Aber ich kann doch sowas nicht. Ich bin doch kein Rätselmann. Oh, ich bin Rätselmann. Wusstet ihr das? Der Schmoggi, der weiß, wie man das macht. Oh, und ihr dachtet, ich bin Drückeberger und ich werde es nicht hinbekommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Tu nicht gut, hat man mich genannt. Aber nein, den habe ich es gezeigt. Den habe ich es gezeigt. Falls euch wundert, nein, ich habe kein bisschen wirklich drüber nachgedacht. Ich habe einfach irgendwas gemacht in der Hoffnung, dass was passiert. Und dann ist was passiert. Zu meiner Verteidigung. Einzige Problematik gerade ist nur, wo war denn... Warte, wie hoch? Ich glaube, ich will hoch zu den Fässern. Ich war immer noch nicht im Reißverschlussland und ich mochte das sehr. Ich würde das gerne aufsuchen noch, bevor ich weiter in die nächste Welt gehe. War das vielleicht hier drüben? Nee, das ist einfach nur random. Und Leute, wo ist denn das Reißverschlussland? Ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt hier irgendwo eine Gegend mit sehr, sehr viel Reißverschlüssen. Wo muss ich denn dafür hin, um da rüber zu kommen? Habe jetzt nämlich nicht Lust, jede Ecke die ganze Zeit zu durchsuchen dafür. Ich bin mir echt gerade unsicher. Ich würde so gerne noch rüber. Hier sehe ich die Problematik. In meiner Hose. Ein Drückeberger bist du trotzdem, das stimmt nicht. Und das wisst ihr auch. Ich hab's geschafft. Ein Mond für dich. Was ist wohl in der Kiste? Ein Mond vermutlich. So wie jedes Mal, wenn eine derartige Frage gestellt wird. Belohnung ist immer ein Mond. Da hinten bei dem Reißverschluss war ich schon.
Hey, da ist noch eine Vogelscheuche da oben. Lass mich die direkt mal mitnehmen. Hey, Vogelscheuche, was kannst du mir zeigen? Ziemlich fancy. Oh, da drüben gibt es auch noch was da oben. Moment. Oh Gott, das ist zu fancy für mich. Ich kenne es doch nicht. Oh, ich kann es. Ich bin ziemlich gut. Wann kommt das nächste richtige Mario Game? In 20 oder 30 Jahren? Gar nicht. Mario ist tot. Da gibt es viele Videos drüber. Okay, ich glaube, wir werden das Reißverschluss-Wunderland nicht finden. Es ist auch nicht so unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ich würde es trotzdem gerne finden. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr wo. Wie auch immer. Wie gehen wir uns in die nächste Welt rüber? Da müsst ihr das Spiel wohl selbst spielen. Reißverschluss an der Wand, glaube ich, zu ziemlich Anfang des Levels. Ich meine dir, ich habe soweit. Ich war auch schon in Reißverschlüssen. Aber meine Odyssey ist jetzt leistungsfähiger. Shit, wir waren noch gar nicht beim Händler hier in der Gegend. Was auch immer. Gehen wir zum nächsten Wald. Ins Horstland. Denn das ist eine ziemlich, ziemlich coole Welt. Das ist Reißverschluss Wunderland, ich sehe es. Ah nee, shit, warte, ich will in die erste Welt. Da gab es doch noch was, was ich nachschauen wollte. Suchen wir erstmal den guten Wald auf, welcher eine unglaublich coole Welt ist. Und danach werfen wir noch einen Blick in die erste. Oh, der Aufkleber ist da draußen, den ich gekauft habe. Okay. Aus Monden baut man Segel. Nein, die Monde geben uns... Das ist tatsächlich eine Sache, die man später im Spiel noch erfährt. Die Monde haben noch ein bisschen mehr Lore an sich. Das heißt, wir werden später noch erfahren, dass die Monde tatsächlich als Energiequelle verwendet werden. Und wie wir sehen, werden die Monde... Sie werden immer zu einer Flüssigkeit, beziehungsweise die Flüssigkeit ist die Mondenergie oder was auch immer. Und mit der kann man Strom erzeugen oder in unserem Fall unser Raumschiff antreiben. Wo das Segel herkommt, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Aber das sind die kleinen Mond-Fun-Facts. Und das ist die nächste Welt. Hier gibt es Piranha-Pflanzen. Die kotzen. Außerdem Gießkannen. Bevor wir irgendwo anders hingehen, kann ich hier nicht einfach... Ich kann von hier aus nicht in eine andere Welt, oder? Ja, wir müssen zurück zur Odyssee. Anderes Land. Los! Jetzt kommt Sonic Generations. Es ist Sonic Colors. Wir möchten ins Kaskadenland. Aber hoffentlich hast du schon den 8. Orden. Das ist ziemlich lustig. Außerdem bei dem Forst. Moment, werden wir darüber reden, wenn wir nochmal da sind. Ich finde nämlich die Umgebung, wo das Ganze spielt, relativ interessant. Da werdet ihr dann schon sehen, was ich meine. Bananensaft, Mogi, Bananensaft. Daher, das ist kein Mondsaft, das ist Bananensaft, den wir haben. Ich skipp's einfach mal. Kann ich das ausskippen? Nein, kann ich nicht. Hör auf, mir Reisetipps zu geben! Sonic Colors war gut. Ich konnte mit Sonic Colors nicht wirklich warm werden. Ich hab's mal... Oh, Kaskade hatte so eine schicke Gegend. Ich hab's mal angefangen zu spielen und dann... Da hatte ich große Probleme. Also das übliche Sonic-Problem. Dass man Probleme hat zu sehen, was auf einen zukommt. Das ist bei dem Spiel war es ziemlich schrecklich. Vermutlich soll ich es nochmal... Irgendwann mal nochmal spielen. So. Und auf dem Foto war das hier. Natürlich kann damit nichts machen. Kleine Amiibo-Frage. Wo kann ich denn die Amiibos scannen? Kann ich die Amiibos auch einfach mit meinem Standard Joy-Con-Controller-Teil scannen? Das bedeutet, ich habe meine zwei Joy-Cons bei diesem mittleren mit diesem Controller-Teil zusammen gemacht. Kann ich damit die Amiibos scannen? Ich würde ziemlich ehrlich gesagt gerne mal ausprobieren, was da passiert. Deswegen, wenn das geht, würde ich mir mal eben schnell welche holen. Ich wäre halbwegs interessiert daran, was da dann passiert. Ich weiß nämlich noch nicht. Ist weg, kleiner Mann.
Ja, ich kann die damit scannen. Du musst den Amiibo sicher einfach gegen die Switch werfen. Das würde ich versuchen. Ja, ja. Stell den Amiibo auf den rechten Stick. Okay. Gut, dann entschuldigt mich mal eben. Ich geh mal kurz die Jungs holen. Die Amiibos. Bis gleich. Warum ist da ein Vogel auf seiner Nase? Reiß dich zusammen, Mario! Auf jeden Fall. Ich habe ja noch einen Maxi-King geholt. Morgen ist ein Gunner. So. Herr Toad. Wie sieht's aus? Hallo, Mario. Das ist Peach zu retten. Erstelle ich eine Inventarliste von Orten, an denen sich Powermonde befinden. Oh! Scherz 5 von Powermonden, nicht von Rätsel. 50 Münzen helfe ich dir. Oh, man kann Hinweise bei ihm kaufen. Ich hatte keine Ahnung. Der hat also gute Tipps für einen, wo man die Monde findet. Oh, das hilft ungemein weiter. Ich habe übrigens 3 Amiibos zur Verfügung, um darauf mal kurz zu sprechen zu kommen. Ich habe einen Toad. Den habe ich bekommen, weil mir Nintendo so ein Mario Party 10 Paket geschickt hat. Der Amiibo, ich behalte das Spiel, euch nie gespielt. Wie ihr alle wisst. Dann habe ich einen sehr, sehr massiven 8-Bit Mario aus Mario Maker. Da ich mir so eine Special Edition gekauft und dann habe ich Samus, weil ich generell einfach nur wissen wollte, was die Amiibos machen damals. So, also wie sieht's aus? Grüß dich, Jungchen. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich hasse dich so sehr, Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich schicke dir etwas irgendwelche Fragen, aber besitzt du Amiibo? Fick dich, Onkel Amiibo. Wenn du mich hast, setze ruhig ein. Sie können dir aber helfen, übrige Powermonde zu finden. Jetzt kommt's. Je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein extra Kostüm für dich. Oh, ja! Berühren! Ich muss es echt auf den rechten Stick, okay? Ich muss sie einfach auf den rechten Stick drauf, okay. Und? Das ist Samus übrigens. Mal sehen, dieser Amiibo ist genau, das ist Samus, ja? Also dann schicke ich jetzt mal hinaus, Samus los, um nach Hinweis zu suchen. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Du kannst soll so lange gerne eine Runde die Beine vertreten. Falls du draußen mal nicht weiterkommst, kannst du deine Amiibo setzen und du Start drückst. Oh, ich kann hier einfach... Ich sehe aber Samus nicht, oder? Das ist unglaublich lame, ehrlich gesagt. Das ist unglaublich lame. Ich meine, er kennt, dass es Samus ist, aber ich... Ich sehe nicht mal so ein bisschen eine kleine Samus herumtanzen oder so. Bin nicht begeistert. Aber da oben ist eine Tür, in die ich gerne ran würde. Das heißt, wir werden nochmal kurz da hochgehen. Da wette ich nämlich noch ein paar kleine Quests, die wir machen können. Das war super lame. Das war unglaublich lame. Das ist echt scheiße. Oh, bei euch kann man hier auch Sachen kaufen. Hallo, mein Guter. Ich würde gerne was kaufen. Für meine Donuts. Oh mein Gott! Das ist alles so cool, gib mir das! Ja! Jetzt umziehen bitte! Oh, das Höhlenmenschenkostüm! Das ist doch viel besser!
Jabba dabba du, meine Freunde. Pass auf. Deswegen ist Onkel Amiibo nicht auf Familienfeiern eingeladen. Yeah! Wie kann ich den, Shit, warte mal. Es war... Naja, gut, ich habe einen Screenshot gemacht, scheinbar. Schau euch den Lümmel an! Die Haarpracht! Ich hatte keine Ahnung, Mario! Ich hatte absolut keine Ahnung! Ich wusste nicht, dass da so ein gepflegter junger Mann in dir steckt. Schaut euch an, er hat sogar unten noch Bart. Und hat mich der Knochentrockene angezwinkert? Ah ja, Moment, da ist immer noch Cappy, der da drin steckt. Ja, da gehen die Augen auf. Okay. Das ist das beste Outfit, liebe Leute. Oh, da ist ein Mond. Vielleicht sollte ich den noch mitnehmen, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Ich mochte seinen Boxershorts mehr. Ich weiß, ich werde erstmal damit herumlaufen. Vielleicht werde ich wieder wechseln. Aber ich glaube, meine Kopfbedeckung werde ich behalten. Einfach, weil Mario damit eine ziemlich ansehnliche Haarpracht bekommt. Also bitte, das werde ich mir nicht nehmen lassen. So, die Frage, die ich mir nur stelle, ist... Wie komme ich denn hier rauf? Vermutlich muss ich das kaputt machen. Ja, da haben wir eine Röhre. Sehr schön. Oben sollte ein bisschen was auf uns warten. Generell kann ich gerade, nachdem wir alles abgeschossen haben, kann man hier ein gutes Stück Bär machen, der Welt sehe ich gerade. Was ich bisher übrigens noch nicht gemacht habe, das heißt, was wir hier alles vor uns haben, sollte soweit alles relativ Neuland für mich sein. Keine Nippel ohne mich. Man sieht einen Nippel. Okay. Man sieht ein, oder? Ah, das ist ganz knapp. Warte mal. Ist das hier eine unterirdische Höhle mit einem riesigen... Oh, yeah! Deswegen, kleine Lümmel. Mit euch werde ich mich doch nicht anlegen. Ich hab da jemand, der das für mich macht. Bada! Wer noch? Moment. Moment, ich muss kurz, was machen. Ist relativ wichtig für mich, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt so mache. Und zwar muss ich einfach... Ich glaube, ein bisschen lauter. Moment. Man hört's nicht, oder? Shit, man hört's. Oh, es geht jetzt ein bisschen später los. Man hört's nicht wirklich. Pass auf, vielleicht kommt's. Vielleicht kommt's. Bin da, wer noch? Oh Gott, Alter! Wisst ihr was? Das war's zu absolut wert. Zu 100% nicht die Mama. In der Tat, das war nicht die Mama. Oh, ein Mond. Das war's zu 100% wert. Das Ding war zu groß, konnte sich länger halten. Das ist okay. Das war der heiße Scheiß. So, wo ist der Mond hingeflogen jetzt? Oh, der ist da. Schäme ich mich. Lass mich den mitnehmen. Was ist denn eigentlich die Hauptaufgabe hier? Der Dino heißt nun Mario Rexy. Das ist ein fürchterlicher Name. Ich hoffe, er ist nicht wirklich so. Mir fehlt jetzt die Musik von den Dinos. Oh, schaut euch den Mario an, den Höhlenmenschen. Ist fantastisch. Die Dinos waren so viel passend. Das Lied ist nur leider sehr, sehr kurz. Was zum Fick soll die Scheiße hier gerade... Ein gutes Slave Knight Filler Subscribe. Vielen lieben Dank an dich für die liebliche Subscription. Was zum Fick ist das? Das ist doch bescheuert! Wo muss ich denn da hinspringen? Von hier komme ich doch. Das ist doch falsch. Warum kann der hüpfen? Nein! Nein!
Was zum Fick war das? Warum war das? Freue dich mir nur gerade, stell, was ist meine Aufgabe hier? Ich meine, nennt mich altmodisch, aber ich glaube, einfach nur da mich runterfallen zu lassen und random Steine kaputt zu machen, war nicht zwangsweise das Ziel des Ganzen hier. Ich muss doch hier entlang, oder? Dann gehen wir hier runter und dann... Hui! Muss ich hier einfach... Vielleicht muss ich ja alle Gegner kennen, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Versuchen wir das einfach mal. Versuchen wir das. Den Namen habe ich mir eben ausgedacht. Wie Nintendo klaut mir den. Der war fürchterlich. Mario Rexy. Nee. Der überzeugt mich nicht. Da ist noch ein kleiner Lümmel. Nee, da hinten ist noch ein lilaner. Ich mag euch. Was sind das eigentlich für kleine Fuckviecher? Stirb. Aha. Jetzt habe ich alle besiegt. Sehr schön. Wollte heute Morgen um 12 Uhr kurz vor Mario Odyssey anzocken. Okay, immer noch dran. 236 Monde. Alter. Ich habe es gar nicht so weit durchgespielt. Ich habe es auch insgesamt nicht durchgespielt. Oh, Freude mit der Dino-Höhle. Ja, yeah. Was aber bei mir, glaube ich, das Problem daran ist, weil ich noch Ahead in Time nebenbei gespielt habe und alles. Deswegen sind sonst immer ein bisschen, ganz gerne mal ein bisschen zu viele Spiele auf einmal. Aber es ist ein absolut fantastisches Spiel. Dagegen kann ich absolut nichts sagen. Ich habe noch ein paar Donuts. Aber ich vermute, wir sollten langsam rüber zum Horst gehen, oder? Ja, gehen wir in die andere Welt rüber. Ich glaube, wir haben hier erstmal... da sind noch ein paar Donuts. Lass mich die noch mitnehmen. Nein, wisst ihr was? Ich will noch Deko für mein Raumschiff kaufen. Und dann... Oh, ich kann auch noch ein bisschen Deko in dem Wasserland kaufen. Vielleicht gehen wir doch noch nicht ganz rüber zum Forstland. Wir haben noch ein, zwei andere Dinge zu tun. Aber dann gehen wir bestimmt. Nehmen wir, ich ehrlich gesagt nicht hoffen. Ich will die anderen haben. Oh, 25. Oh, die sah so cool, die Trophäe. Ich bräuchte 8 weitere Donuts, um mir die zu holen. Würde ich die irgendwo finden? Oh, ich überlege gerade wirklich. Ich hätte das Teil nämlich wirklich gerne. Oh, da oben sind welche. Wisst ihr was? Wir versuchen es. 8 Stück sind nicht so viele und da sind schon die ersten davon. Auf zum Horst Forst. Das werden wir noch machen. Aber aktuell noch nicht. Wir müssen erstmal darüber. Ich meine, habt ihr den Triceratops gesehen? Wisst ihr, wie gut der sich in meinem Raumschiff machen würde? Habt ihr da überhaupt eine Ahnung? Ich kann nicht einfach ohne los. Chilia. 3 Donuts. Das heißt, es fehlen noch 5 Stück. Ist das eine neue Insel hier gerade? Nee, hier war ich schon. Shit. Naja, das war, wo man am Ende hinkommt. Hier hätte ich doch bestimmt auch noch Dinge übersehen, oder? Ich versuche mal nach oben zu gehen. Und schau, ob sich da noch irgendwas versteckt. Oh, schaut euch 8 Betülmenschen Mario an. Seht ihr den Lümmel? Seht ihr ihn? Der 8 Betülmenschen Mario. Er ist fantastisch. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass Gott manchmal uns auf der Erde besuchen kommt. Aber ganz offensichtlich hatte ich mich getäuscht. Beziehungsweise ich wusste es nicht, also hatte ich mich generell eigentlich nicht getäuscht, weil ich wusste es nicht. Es ist kein Fehler meinerseits, Dinge nicht zu wissen. Ja, und hier oben haben wir ansonsten nichts, nehme ich an. Shit. Von euch weiß nichts, fairerweise jemand ganz spontan, wo ich noch... Davon sind 3, okay. Danach fehlen mir noch 2 Donuts für den Triceratops. 2 Stück. Das ist ein 8-Bit-Spiel, das ich spielen würde. Das will ich auch hoffen. So, Mensch, Mario. Außerdem. Für Leute, die... Waren wir da unten schon? Ja, da waren wir schon. Für Leute, die potenziell Höhenangst haben. Ich glaube, das sind Plattformen, die einen in den Situationen nicht zwangsweise begeistern. Oh, und auch eine Sache, welche mich sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Die Hintergründe. Es sind Dinge, denen man in der Regel nicht allzu viel Aufmerksamkeit spendet, weswegen sie in der Regel immer okay sind. Aber in der Situation, bei dem Spiel, es sind animierte Hintergründe. Und ich liebe es.
Das sind einfach verschiedene von diesen Welten, so bei denen die Wasserfälle herunterlaufen. Das ist einfach beschissen. Oh Gott. Das war ziemlich gut. Es sind animierte Hintergründe. Das begeistert mich. Da sind Donuts, da unten rechts. Von da oben aus konnte ich irgendwo noch Donuts sehen. Moment. 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 Lass mich das nachprüfen. Und Necrom 3 hat er ebenfalls die lieblichen 6 Monate vollbekommen. Vielen lieben Dank für die Resubscription. Von da drüben aus konnte ich die Donuts sehen. Okay. Hast du schon die Lila-Münzen beim 8-Bit-Abschnitt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die schon habe. Unten rechts. Ja, ich sehe sie! Okay, okay, okay. Das sind die Münzen, die uns fehlen. Ja! Yeah. Sehr schön. Über die schwebenden Inseln. Ich erinnere mich an Mario 64. Ich mag schwebende Inseln. Ich meine, jeder mag schwebende Inseln. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. So. Nehmen wir uns die Scheiße mit. Und außerdem, diese komischen Blöcke, von denen ich wirklich, also wirklich, wirklich, ich mache euch nichts vor. Ich weiß wirklich nicht, was mit denen auf sich hat. Aber hier ist immer noch einer. Und in dem Spiel gibt es keinen Fallschaden. Ich denke, auch das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. 4 lila Münzen würden mir insgesamt noch in dieser Welt fehlen. Hä. Interessant. Ich meine, das ist ziemlich fast vollständig soweit an der lila Münzenfront. Soweit war ich da, glaube ich, noch nie. Wie auch immer. Ich werde es nicht komplett vervollständigen jetzt, weil ich keine Lust habe, nach denen zu suchen. Stattdessen will ich nur meinen Triceratops mitnehmen. Das ist alles, wofür ich da bin. Ich meine, es sind Dinos. Ja, aber was kann man da falsch machen? Das ist die coolste Welt von allen. Gib mir den. Yeah. So, pass auf, wenn wir jetzt mit unserem Raumschiff fliegen, ihr werdet es sehen und werdet sagen, das sieht aber ziemlich schnieke aus. Ich weiß, dass schnieke ein Wort ist, das ihr sehr, sehr oft verwendet. 5 Minuten sollten schon vergangen sein, oder? Onkel Amiibo! Was hat Samus gemacht? Hey, ich habe auf dich gewartet. Du hast Glück, Samus ist von der Hinweissuche zurück. Dieser Haufen Scheiße. Ich hasse Toad so sehr. Grinst mich nicht so blöd von der Seite an. Ah, wir haben Glück, Samus ist von der Hinweissuche zurück. Ich mag den Gedanken daran, dass Samus hier in der Welt unterwegs war, Hinweise für irgend so bescheuertes Mario-Abenteuer zu suchen. Was, wenn ich 8-Bit-Mario versuchen würde an als Amiibo? Oh, da befindet sich irgendwo was. Außerdem, man hält übrigens so wirklich einen kleinen Reiseberater bei der Karte, wo man noch verschiedene Dinge nachlesen kann, was wir nicht machen werden, aber man könnte theoretisch. Ja, ich möchte berühren. Und zwar 8-Bit-Mario. Wie sieht's mit ihm aus? Mal sehen. Dieser Amiibo ist Mario, ja? Als Lern schicke ich erstmal Mario los um. Ach, halt doch die Schnauze. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Okay. Ja, wir haben ein Outfit bekommen. Ja, jetzt umziehen. Dankeschön. Das will ich doch auch hoffen. Ich wusste nicht, dass man welche Ich hasse dieses Outfit. Was soll das denn? Das ist einfach nur... Ah, warte mal, das ist das klassische Mario-Outfit, sehe ich gerade. Da hat er auch eine rote Hose bei dem Amiibo, aber... Oh, ich mag das nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Boah, die rote Hose. Nein, ich weiß nicht, wie ich mich umziehen kann, leider. Was ich ja vorhin sagen wollte... Wenn man mit Minus auf die Karte geht, kann man hier Dichte, keine Angabe. Oh, schau, was da alles dran steht und auch die Temperatur und verschiedene Screenshots. Und da stehen auch kleine Texte und alles dazu drin. Naturmotive, Fossilien im Gestein. Wenn man sich die Staumauer in dieser Region genauer ansieht, entdeckt man immer wieder Fossilien, sozusagen Mosaikkunst von Mutter Natur. Und so kann man überall so kleine Dinge durchlesen über die Welten und ich denke... Es ist fantastisch. Das nenne ich Liebe zum Detail, liebe Leute. Das ist die alte Mauer. Ja, bei der waren wir schon. Wie kann ich mein Kostüm ändern? Ich hasse ihn. Ich hasse den Mario, den wir aktuell haben. Mag ihn nicht. Das gehört zu den Sachen, die die Menschheit lieber lassen sollte. Ja, im Raumschiff ist eine Umkleide. Okay.
ich gehe da jetzt rein. Oh, seht ihr die Scheiße? Seht ihr die Dinos, die ich mir geholt habe? Schaut euch an. Ich wusste gar nicht, dass man hier rumhüpfen kann. Da ist vermutlich die Umkleide, nehme ich an. Oh Gott, die sieht fürchterlich aus. Schau ich meine Dinos an. Oh, das ist so cool. Das war es absolut wert. Ja. Wie wär's damit? Da ist das Beste aus allen Welten vereint in diesem Outfit, würde ich einfach mal sagen. Wir haben das Beste aus allen Welten vereint. Die Hose ist ja mehr pastellorange, also halte dich mal mit deiner Amateurprognose zurück. Es tut mir leid. Es sah trotzdem scheiße aus. So, und bevor wir jetzt in die nächste Welt rübergehen, ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, dass wir jetzt nochmal langweilige Scheiße machen, aber entschuldigt mich, ich möchte meine Deko-Elemente holen für mein Raumschiff. Das ist mir sehr wichtig. Außerdem möchte ich kurz bei Maxi King essen. Aber mir ebenfalls sehr wichtig. Oh shit, das ist ja wie, das ist ja, als hätte man ein Simpsons Haus aus Lego in der Vitrine stehen. Hey, hey, hey. Das ist mein Streaming-Plan für die Zukunft, dass ich dieses Simpsons Lego Haus zusammenbauen will im Stream, okay? Das werde ich mir auch nicht kaputt machen lassen. Es ist nach wie vor ein Plan und es wird fantastisch. Alle werden es lieben. Kannst du auch den Maxi King Song singen? Was ist der Maxi King Song? Ich fürchte, ich bin damit nicht vertraut. Maxi King, Kinderpinguin, Milchschnitte. Ja, Maxi King ist am besten. Wobei mir persönlich bei dieser Auflistung gerade definitiv aber... Oh Gott. Mir definitiv Kinder Choco Fresh gefehlt. Ist das so? Die, was früher die Happy Hippos waren. Ich glaube, es ist Kinder Choco Fresh. In der Werbung hat ein Kind ein Regal umgeworfen. Die Teile sind ebenfalls der heiße Scheiß. Mensch, morgen der Song aus der Maxi King Werbung. Weißt du, wann ich zuletzt die Maxi King Werbung gesehen habe? Das ist ein bisschen her. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich sehe es gerade. Kennst du dich den Maxi King Song, okay? Maxi King Song. Da gibt's so viele. Oh, ist es der? Oh shit, warte, ihr müsst das Musikvideo dazu sehen. Gott, das ist eine Sache, die ich lange vergessen hatte, dass die existiert. Okay, pass auf. Wir ziehen uns jetzt Maxi King rein. Die geile Maxi King Werbung. Der Kaiser, sein Style unvergleichbar. Maxi King, harte Schale, weiche Kern, ihn haben alle Ladies gern. Maxi King, alright. Er ist euer Star und macht gute Laune klar. Maxi King, harte Schale, weiche Kern, ihn haben alle Ladies gern. Maxi King, so nice. King is back. Maxi King, King is back. Maxi King. Okay. Hey, nein! Meine Batterieleistung lässt nach. Komm schon, wir haben schon 23 Uhr. Lass mich nicht im Stich. Okay, wisst ihr was? Das war es absolut wert, danach nochmal kurz zu schauen, was mit der Maxi King Werbung auf sich hatte. Gott, hatte ich das komplett vergessen, den Maxi King Song. Ich hatte absolut vergessen, dass er existiert. Ich glaube, ich habe die Hutwelt, das Reißverschluss Wunderland gefunden. Snacking Deluxe, mein Freund. Oh, seht ihr das? Wir sind im Reißverschluss Wunderland. Ich hab's gefunden. Und ich liebe das Reißverschluss Wunderland. Warum gibt's kein 10er-Pack von Maxi King? Oh, das wäre der heiße Scheiß. Dazu muss ich aber sagen, vor kurzem gab's eine Aktion bei Maxi King wieder, bei der es war so ein... Man bekommt eins mehr pro Pack
Zeug. Das heißt, statt drei hat man dann vier Stück bekommen. Das war der heiße Scheiß. Das Problem war, als ich einmal einkaufen war, waren sie da und dann bin ich nochmal gegangen und dann waren es wieder die normalen Dreierpacks und ich war sehr enttäuscht. Ich dachte mir, ich bin im Himmel. Ich dachte mir, ich könnte mir für die nächsten zwei, drei Wochen Viererpacks von Maxi Kängen holen, aber dem war ja scheinbar nicht so. Es war sehr enttäuschend. Und weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das nochmal anzumerken. Wir befinden uns im verdammten Reißverschluss-Wunderland. Wir werden jetzt einen Tee machen. Das Tee steht für Teißverschluss. Boom. Das erinnert mich immer ungemein an Paper Mario an dieser Stelle. Was generell wahrscheinlich Schwachsinn ist, weil es ist kein Papier, logischerweise. Aber es hat doch so ein bisschen was davon. Das mit dem Reißverschluss, würde es, keine Ahnung, Textilien Mario geben, dann bin ich mir sicher, dass das ein Feature davon wäre, geile Reißverschlüsse. So. Müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin nämlich fast tot. Wie mir vielleicht aufgefallen ist. Oh, da sind viele Gegner. Moment, halten wir uns da erstmal noch fern. Gehen wir erstmal hier entlang. Es gibt 10er Packs nur für Großkäufer. Wir sind aber keine Großkäufer. Wir sind nur große Jungs mit einem großen Appetit. Okay, versuchen wir da oben irgendwie zu überleben. Ich weiß nicht ganz, wie ich das am besten machen soll, aber ich arbeite dran. Oh, ich weiß es ganz genau. Simwick! Nimm den Schlüssel mit. Und hier geht die Framerate ganz schön runter. Verdammte Scheiße. Und jetzt, pass auf, Leute. Reißverschluss! Ja! Yeah! Das hat sich gut angefühlt, wenn ihr mich fragt. Das war der Shit, für den ich hier bin. Und jetzt hört auf, über Essen zu unterhalten. Ich werde sonst nur hungrig. Das ist, hört auf damit, das ist nicht nett. Ich will nicht hungrig sein. So, waren wir echt da drüben schon? Ich weiß gar nicht, wie man da rankommt, ehrlich gesagt. Ich sehe dich, kleiner Mann. Wie komme ich denn da rüber? Warte mal. Irgendwas übersehe ich hier doch. Irgendwas übersehe ich. Ah, ich weiß, wie ich rüberkomme. Moment. Ich weiß, wie ich rüberkomme. Ach ja! Es ist die Stelle. Genau sowas beim letzten Mal auch. Man kann ja die Mütze einfach so rotieren lassen und dann auf sie draufspringen. Um mehr Distanz zurückzulegen. Ich vergesse immer, dass das existiert. Und da sind versteckte Blöcke. Und hier haben wir den geschmeidigen Reißverschluss. Boom. Und wir haben noch einen Reißverschluss. Öffne ihn, Mario! Oh Gott. Oh. Ich lebe. Ihr dachtet wohl auch, dass ich in den Tod gefallen wäre. Aber nein. Mario sieht nicht bescheuert aus mit seinem Kostüm gerade. Er ist mein Held. Sieht überhaupt nicht bescheuert aus. Wie auch immer. Gehen wir uns den Mond abholen. Das ist das legendäre Reißverschluss-Wunderland, von dem ich so viel erzählt habe. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht wirklich so aufregend, wie ich es eventuell habe wirken lassen, aber ich wollte einen Weitsprung machen. Das war fürchterlich. Muss ich jetzt alles nochmal neu machen? Mal bin ich schwach. Und? Müssen wir nochmal neu machen, das ist okay. War eine schnelle Mission. Und dieses Mal versuche ich nicht, mich umzubringen. Auch wenn es schwer fallen wird. Versuchen wir es einfach. Willst du Assassin's Creed Origins spielen? Nein. Sehr, sehr. Das heißt, ich meine, auf ewig kann ich es nicht ausschließen, aber nicht in absehbarer Zeit. Keine Pläne in der Richtung. Ich war nie ein sonderlich großer Assassin's Creed Fan. Das heißt, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen nur Teil 1 gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an damals erinnert noch, aber
Vermutlich, es ist nicht so lange her streng genommen. Aber Assassin's Creed 1 hatte einen kolossalen Hype, als es rauskam. Alle haben drüber geredet. Als ob es das beste Spiel aller Zeiten wäre. Habe ich es gespielt? Es war scheiße. Es war einfach scheiße. Und ja, seit diesem Zeitpunkt... noch ein paar Stange Geld. Seit dem Zeitpunkt habe ich nie wieder Assassin's Creed gespielt. Ich war nicht mehr interessiert. Und ja, ich weiß, dass Teil 2 ziemlich gut sein soll, aber... Ich fand Teil 1 wirklich scheiße. Was soll ich sagen? Seitdem konnte ich mich nicht dazu überwinden. Und vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Spiele... Dass die Reihe... Reißverschlusskraft! Yeah! Als die Reihe komplett von Ubisoft ausgeschlachtet wird, lässt mich auch nicht heiß drauf werden. Aber so viel dazu. Jetzt sollen wir nicht vergessen, wofür wir insgesamt überhaupt hier waren. Wir waren hier, um den einen Verkäufer aufzusuchen. Ich bin mir immer noch unsicher, wo der war in der Gegend. Ich rate mir sicher behaupten, dass er vermutlich hier irgendwo ist. Da unten war Captain Toad. Oh, sie will den Samen. Oh, guter Mann, kannst du mir einen Samen geben? Assassin's Creed 2 ist über jeden Zweifel erhaben. Hier war der Shop. Wir haben ihn gefunden. Teil 1 war als einziger wirklich schlecht. Also Teil 1 war... Oh mein Gott! Auflösbare... Dory! Hey Mund, ich brauch... Oh, Schwimmreifen Mario. Ziemlich cool. Auf quietsche Dory! Liebhaber der allseits beliebten Dory mussten lange auf diese hochwertige Nachbildung warten. Sie ist wirklich genauso niedlich wie das Original. Ich nehme es sofort! Und die Kapsel, die nehme ich auch! Quietsche Dory! Yes! Oh Moment, es gibt eine Sache, die ich jetzt ausprobieren muss. Ihr wisst, dass man auf die verschiedenen Dinge... Lass mich erstmal zurück zum Raumschiff gehen. Ich habe ja sonst nichts mehr zu tun. Ihr wisst ja, dass man auf die verschiedenen Dinge draufhüpfen kann im Raumschiff. Und ich wundere mich gerade, wenn ich auf Quietschedory draufhüpfe. Quietschdory dann. Also pass auf. Ganz normales Gepolter beim T-Rex. Etwas höheres Gepolter. Und bei Quietschedory... Das ist kein Quietschen. Es ist mehr ein Doing, Doing, Doing. Ich meine, es ist okay, aber... Ja. Naja, okay. Ich meine... Ich sollte mich wahrscheinlich nicht beschweren, aber dennoch... Ein bisschen Enttäuschung ist... Ist es nicht auszuschließen in der Situation gerade, ehrlich gesagt. Ich vermute aber, dass das vielleicht eine Sache ist, die wahrscheinlich von der Übersetzung herkommt. Denn ich weiß nicht, inwiefern es im Englischen oder im Japanischen oder was auch immer, ob es da auch wirklich derartige... Ja, im Japanischen. Ich vermute nicht, dass es da so Quietsche-Ente oder so, oder dass es in dem Fall wirklich Quietsche-Dory war. Da wird es wahrscheinlich irgendein Wort gewesen sein, von wegen aufblasbare Dory oder sowas. Und dementsprechend hat das vollkommen gepasst. Nur im Deutschen, wir haben natürlich das Wort Quietsche-Ente. Beziehungsweise, ja doch, Quietsche-Ente. Da kommt schon Quietsche-Dory her und deswegen wurde es so übersetzt, vermute ich einfach mal. Und bei der Übersetzung, ich meine, wie gesagt, ich vermute nur, ich glaube, dass das Übersetzung ein bisschen das Potenzial verloren gegangen ist. Rubber Duck passt auch. Ja, aber die Soundeffekte kommen ja aus dem Japanischen. Ah ja, das ist eher so ein Gummigeräusch, wie auch immer. Wir sind wieder zurück im Horst, liebe Leute. Und hier... Ich glaube, du schaffst es heute nicht mehr bis New Dog City. Stimmt, das wollte ich ja machen. Ja, stimmt. Fuck. Ich verschwende viel zu viel Zeit hier gerade. Wir befinden uns in der nächsten Welt. Welche? Der gute Horst ist. Und hier haben wir es mit einer Waldgegend unterwegs. Und die Sache, die ich ja hervorheben wollte, war das Ganze drumherum. Denn wie ihr seht...
sind wir hier in einer Kapsel. Ich weiß nicht nur warum. Ich vermute, dass das hier vielleicht so eine Art Treibhaus ist. Gott, die Framerate geht ganz schön runter, wenn man sich hier umschaut. Ich vermute, dass das vielleicht so eine Art Treibhaus oder so ist und das vielleicht da... Ja, wobei, da ist überall Wald drumherum. Vielleicht ist das ein Schutzschild. Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall in der Kapsel drin. Ich denke, das ist relativ interessant. Ich meine, es wird meines Wissens nach nicht wirklich erläutert, aber hey. Gott, ganz vorsichtig, Mario. Wie viele Welten hat das Spiel? Keine Ahnung, hab's nicht durchgespielt. Warum auch immer ich dann auf die Frage antworte. So, und was wir hier übrigens sammeln in der Welt sind, obwohl es ein Wald ist, es sind die geilen Muttern. Die weiblichen Teile. Der weibliche Part der Schraube. In diese Mutter würde ich meine Schraube nur zu gerne hineinzwängen. Schrauben. Was auch immer. Gibt's hier eigentlich irgendwas wirklich, wenn man den Rand entlang läuft? Ja. Ja, stimmt, wir sind hier. Ja, ich bin gerade wieder komplett am irgendwelche random Sidequests machen. Verzeiht mir. Hier haben wir unsere neuen Wesen, welche wir uns in dieser Welt verwandeln können. Und ihr seht, sie sind... interessante Gesellen. Sie haben erstmal Blumentopf auf dem Kopf. Und dann sind sie... Na, Tomate oder Zwiebel. Sagen wir, es ist eine Zwiebel. Und was sie machen können ist... die Beine ausbreiten. Und dann, wenn wir loslassen, können wir ein Stück weit springen. Und das ist, obwohl dieses Wesen fürchterlich langweilig und im Großen und Ganzen sehr fürchterlich aussieht, ist es bisher mit eins meiner Lieblingsverwandlungen, weil es vom Gameplay her wirklich, wirklich spaßig ist. Sechskantmutter, wenn ich bitten darf. Oh, küsst du etwa mit dem Mund deine Mutter auf den Mund? Hä? Das ist ja nichts mehr. Das liegt nicht am Delay. Das liegt, weil ich die bessere Argumentation hatte. Und bei der Situation ist hier ist auch wieder relativ nervig. Mit dem, dass man besser dran ist bei den Aktionen von dem Wesen, was man hat, wenn man den Joy-Con schüttelt. Ihr seht, wir kommen so hoch. Wenn ich jetzt schüttel, dann kommen wir so hoch. Seht ihr das? Das ist halt... Ich mag das Schütteln nicht. Schütteln ist nicht spaßig mit dem Controller. Vor allem dann nicht, wenn er unter dem Mikrofon ist. Unter dem Schreibtisch, wo ich ihn nur gegen irgendwas gegenschlagen würde. Ah ja, damit kann man dann, das Hand zurücklegen. Und wisst ihr was? Ich will mich hier oben noch gar nicht weiter umschauen. Ey, haben eine geile Nuss zerstört, falls ihr es gesehen habt. Ich würde sagen, wir geben uns erstmal wieder hier runter. Und hör uns mal an, was überhaupt die Hauptmission hier ist. Das wäre doch mal ein guter Anfang. Bevor wir anfangen mit den Sidequests. Hallo, Gießkanne. Wir haben so viel Zeit der Aufzucht dieser Blumen gesteckt. Das Volk, welches hier lebt, sind Gießkannen. Gießkannen. Warum nicht? Außerdem... Mario-Klassiker, wir können den Hasen fangen. Der Lümmel. Ich habe ihn gefangen. Das war ziemlich einfach. Ich meine, was wäre das für ein 3D? Hoppel die Hopp im Wald. Hoppel die Hopp, mein Freund. Was wäre das für ein 3D-Mario, wenn wir keinen Hasen fangen könnten? Das wäre wahrscheinlich Sunshine. Das ist nicht so wünschenswert, vermutlich. So, und ansonsten. Es tut mir leid, dass ich mich hier die ganze Zeit umschaue, aber was ist das? Ich weiß, wo das ist. Ich weiß nicht wirklich, was ich mir das sagen soll. Ich weiß, wo der Cooper ist. Das ist der, der von uns wollte, dass wir im Kreis laufen. Bei dem wird auch dieses Gebüsch sein. So was, wenn ich das abspeichern würde. Ich will, das will ich jetzt noch... hey, da sind ein paar... Sechskantmutter. Das will ich jetzt noch gerne nachschauen. Oh nein, die Batterieleistung. Ups. Das wollte ich noch. Ich will woanders hinfliegen. Ich will kurz in die Wüste zurück. Und ich würde gerne nachschauen. Hey, das kleine Teil von dem Zelt. Ich meine von dem Segel. Ich würde gerne nachschauen, ob wir da irgendwas Geiles finden können. Denn dieses Mal kann ich mir die Scheiße merken. Wüstenland. So, Mario Sunshine, wo er ahead in time. Hey, 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 hey. Der geile Mexikaner Cooper versteckt doch was. Ich glaube, der hat Bananen in dem Sand vergraben. Der Lümmel. Gib mir die Banane. Oh nein. Brauche ich um meine Familie zu. Gib mir die Banane. Gott, ich möchte gerade anmerken,
im Hintergrund hinter dem Fenster von der... Oh Gott, Mario sieht so fürchterlich aus. Warum sieht das so scheiße aus? Von meinem Capture-Programm sehe ich eigentlich gerade noch YouTube im Hintergrund offen. Und da ist noch diese Kinder-Maxi-King-Werbung. Und da ist in den Vorschlägen irgend so ein Video von wegen RTL 2-Werbung 1999, was auch immer. Und da, ich sehe da diesen komischen Maika-Jungen da drauf. Und mein Gott, das ist der heiße Scheiß. Ich mag alte Werbungen. Ich meine, damit kann man sich das Tag unterhalten. Wisst ihr was? Wenn mein Controller leer ist, schauen wir uns alte Werbungen an für den Abend. Das ist mein Plan. So, wir suchen auf jeden Fall jetzt erstmal den Koopa. Denn ich habe gehört, er versteckt irgendwas. Ich habe gehört, der Lümmel hat noch was in der Tasche. Oh, außerdem Wasser. Ist das Wasser? Nein, das ist immer noch Eis. Es ist nur sehr, sehr rundlich geworden. So wie meine Schwiegermutter. Sehr, sehr rund. Fett, würde ich fast sagen. Nicht begeistert. Der war doch hier in der Gegend, oder? Warte mal, wo war denn der Lümmel? Die Maika-Werbung mit dem Kinderheim war so schrecklich. Das war Mini-Wini, was du meinst, glaube ich. Und ja, sie war relativ schrecklich. Hier ist er, okay. Nee. Doch, das ist der Paracooper. Den Panzer, so. Und auf dem Bild war hier ein X bei diesen Teilen. Home. Mann, das sind alle Bilder, die ich bisher gemacht habe auf meiner Switch. Wir haben das. Da wollte ich das Spiel beenden und habe mir vorgenommen, es nie wieder weiterzuspielen, weil es Street Fighter ist. Dann haben wir das. Ich glaube, da habe ich auch aus Versehen den Knopf gedrückt, weil ich schauen wollte, ob ich die Konsole da ausmachen kann. Dann haben wir das. Da habe ich ganz offensichtlich aus Versehen den Knopf gedrückt. Dann haben wir das. Ich glaube, da habe ich ihn auch aus Versehen gedrückt. Da habe ich ihn mit Absicht gedrückt, weil ich weil ich Mario sehen wollte. Schau ich den Siegbert Schnösel Gesichtsausdruck an. Oh, diese Kröte. Mit der werde ich Dinge tun. Mario ist ziemlich nicht begeistert davon. Ja, da wollte ich auch einen Screenshot von machen. Okay, das hier hatten wir. Aber es ist doch... Entschuldigung, Home. Was? Nein. Wie? Aktiver Titel. Was? Nein, ich will das Spiel wieder spielen. Ah. Nein, es ist Software starten. Okay. Also. Von dem Koopa. Der Weg hier rüber. Ich verstehe es nicht. D-Pad nach unten, dann kommt man in den krassen Fotomodus. Ach du Scheiße. Oh! Man kann sogar sicke Filter Okay, das ist ziemlich cool. Kein Filter, das werden wir ändern. Verschwommen. Das ist Tiefenunschärfe, nicht verschwommen. Wie kann ich denn da... Ups. Oh nein, mit A zoome ich wieder raus. Okay, Filter. Sehr verschwommen. Oh, der ist ziemlich fancy. Sepia, nein. Schwarz-Weiß, nein. Kontrast, nein. Zoom Burst. Oh, sie haben diesen Filter hier reingebracht. Oh, davon bin ich ein großer Fan. Schau ich die Scheiße an. Moment. Zoom. Hey, Koopa. Ups, nein. Oh Gott. Ich bin noch überfordert damit gerade. Das Problem ist, dass er gerade irgendeinen Schwachsinn vor sich im Gesicht hat. So, was, wenn ich jetzt einfach verzeiht? Ich muss das kurz machen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Zoom Burst nennt man den. Okay. Pastell, Silhouette. Oh, das ist auch ziemlich cool. Comic, nein, das ist billig. Aquarell, Ölfarben. Bleistiftzeichnung, Monochrom. NES! Was zum Fick? Warte mal. Oh, ich liebe es! Gameboy! Ja!
Wie gute Gameboy-Filter! SRDS! Warum nicht? Kein Filter. Wo ist der Hundefilter? Ich glaube, ich habe das Bild für mich gefunden. Moment, wie mache ich ein Foto? Wie mache ich denn eins? Also Foto schießen, so. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt gebracht hat, aber... Warum wird die Scheiße da noch angezeigt? Buh! Warte mal. Software starten. Muss ich das jetzt wieder... Nein, Mario. Wir müssen dich, muss breiter werden. Ach, was auch immer. Wir lassen das jetzt so. Ich habe genug Zeit verschwendet. Mario ist ja breiter als Carsten Stahl. Man sollte das ganze Spiel so aussehen lassen können. Das ist Perfektion. In Shenmue 2 geht das tatsächlich. Auf der Xbox, da kann man, wenn man das Spiel spielt, random Filter drüberlegen aus irgendwelchen Gründen. Ich bin mir relativ sicher, dass da kein SNES-Filter dabei ist, weil es ein Xbox-Spiel ist. Aber trotzdem, es gibt durchaus Spiele, denen das möglich ist. So viel dazu, wir haben genug Zeit verschwendet. Gott, halt dieses komische Foto-Feature. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der ich sehr viel Zeit verbringen könnte. Ich würde gerne ein Mario Odyssey-Fotograf werden, habe ich gerade festgestellt für mich. Aber zurück zum Forstland. Zurück zum Forstland. Wow, 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 wow. Niemand ist breiter als Carsten Stahl. Hm. Das ist der dicke Mann mit dem Badehaus. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, der gute Horst, den versuchen wir zu erkunden. Ich glaube, nachdem in Anbetracht der Tatsache, dass sowohl die... Das sieht so fürchterlich aus. Dass sowohl die Batterieleistung von meinem Controller nachlässt, als auch unsere Zeit, weil wir haben schon... Gott, wir spielen jetzt schon seit 3,5 Stunden inzwischen. Verdammt Scheiße, wie die Zeit vergeht. Ich würde sagen, ich werde mal versuchen, ein bisschen den Hauptmissionen nachzugehen und nicht die ganze Zeit zu erkunden. Shenmue, ich wusste nicht, dass Wunder der Drahtzieher hinter diesem Stream ist. Hey, ich habe Shenmue nie gespielt, was fucking scheiße langweilig aussieht. Man weiß ja manche Dinge. Steht hier? Man hat doch manche Dinge aufgeschnappt. Ich habe so nie gespielt. Bin ich nicht lächerlich. Solche Unterstellungen will ich gar nicht erst mir anhören müssen. Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen, das sehe ich. So, aber zurück im Forst hier. Würde ich sagen, wir schauen uns mal ein bisschen um. Handlanger des Ungeheuers stibitzt unsere Blumen. Unerhört. Der stibitzt die Blumen! Unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Okay. Relativ interessant. Das Ungeheuer stibitzt also die Blumen, was unerhört ist. Was sagst du dazu, Frau Sphinx? Der Grüßreisende. Ja. Oh Gott. Was ist das Ungeheuer sucht? Blumen. Er will die Blumen stibitzen. Dann war es korrekt. Ihr setzt deine Reise fort. Dankeschön. Deswegen habe ich sie kurz angequatscht, weil ich wusste, dass sie jetzt sagen werden. Ups. Mario. Dankeschön. Gut. Und hier sind wir in der richtigen Umgebung. Und wie ihr seht, haben wir hier wundervoll, tatsächlich relativ weich und köstlich aussehenden Schleim am Boden. Welchen wir mit dem Hut entfernen können. Problem an diesem Schleim ist, dass er nicht köstlich ist, sondern tatsächlich Gift. Das bedeutet, falls ihr daran dachtet, irgendwelche Gliedmaß von euch da reinzustecken, macht das nicht. Und hört ihr die Musik? Wie wär's? Oh, ich liebe die Musik von hier! Sie ist super! Falls sie zu leise ist, gebt mir Bescheid, dann mache ich sie... Oh, es ist wirklich gerade ziemlich leise. Sollte lauter machen, glaube ich. Das ist fantastisch. Boing. So, und die Viecher muss ich gar nicht erklären an der Stelle. Da wir sie natürlich schon kennen. So, wir uns einfach mit denen ein bisschen umzuschauen. Ich muss aufpassen, dass mich die Gegner nicht erwischen. Da! Denn sie können natürlich Schaden machen. Und es gibt extrem viele Monde in der Welt, welche sich einfach in den Nüssen verstecken. Das wird der perfekte Moment, um Dreck weg nur noch 15 wieder einzubauen. Ach. Fucking Dreck weg. Musik ist zu laut. Dankeschön.
gebe Mühe. So, ich könnte auch die Blöcke eigentlich kaputt machen. Komm schon. Wir gehen, Mario. Lauf! Mit dem Level, der wir gerade sind, können wir theoretisch überall hingehen. Oh, um das mal eben in den Raum zu werfen. Und das sage ich, weil ich absolut keine Ahnung habe, ob er schwimmen kann. Aber ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Ich habe keine Verwendung mehr für... Oh, Moment, ich habe Verwendung für ihn. Wieder hoch. Und die Teile an dich. Okay. Kannst du schwimmen? Gute Neuigkeiten. Wir haben drei Muttern gefunden. Schlechte Neuigkeiten. Unser Freund ist gestorben. Ups. War nicht mein Fehler. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind. Es tut mir leid, ich kann nicht einfach der Hauptmission nachgehen. Eigentlich war es mein Plan. Aber wenn ich gerade hier bin, es gibt so viel zu entdecken. Ich kann nicht einfach der Hauptquest nach. Für was haltet ihr mich? Außerdem, gute alte, die Fuzzi sind wieder da. Was ist das für ein Fuzzi hier? Oh nein. Auch gerade noch geschafft, sehr schön. Hier gibt es auch die Möglichkeit. Ja, hier kann man noch weiter hoch. Wollte gerade sagen, bin ich mir unsicher, wie man da hochkommt, aber genau in dem Moment, als ich das sagen wollte, bin ich bereits hochgekommen. Insofern, ich beschwere mich nicht. Lass mich mal bitte nach unten in den Abgrund fallen, falls du noch nicht weißt, was da ist. Weiß ich tatsächlich nicht. Welchen Abgrund meinst du? Meinst du generell von... Oh Gott, geh doch aus den Fuzzis raus! Was meinst du mit Abgrund? Meinst du generell außerhalb von der Welt einfach irgendwo in einem random Abgrund runterfallen lassen? Oder suche ich nach einem speziellen Abgrund? Oh, meinst du mein Gewicht? Vielen lieben Dank an dich für die lieblich 5 Monate inzwischen schon. Vielen Dank. Yeah. Der Unterwassertunnel. Eine relativ nervige Quest, beziehungsweise kleine Aufgabe. Das gar nicht mal so einfach ist, keinen Schaden zu nehmen, wie ich gerade festgestellt habe. Gut, versuchen wir es einfach. War das hier gemeint mit einfach runterfallen? Oh! Was? Als ob! Als ob es hier unten eine extra Welt gibt! Mehr oder weniger, oder... Was? Ich hatte keine Ahnung! Was ist das hier? Fuck, ich liebe es. Moment, kann ich die Kontrolle über den Baum übernehmen? Ich glaube, ich bin ein Baum. Okay, warte. Hat ihr den T-Rex gesehen? Habt ihr denn gesehen, was der T-Rex für einen schicken Hut aufgehabt hat? Habt ihr den T-Rex gesehen? Er stolziert hier im Kreis und hat einen Hut auf. Einen Hut! Kommt er wieder? Ich will mir ehrlich gesagt auch nicht über den Weg laufen, denn ich habe das Gefühl, er würde kurz Prozess mit mir machen. Um das auch mal kurz in den Raum zu werfen. Komm ja wieder. Ich warte. Ich erkunde ein bisschen. Du bist schon mit Eiser wieder. Okay. Nein. Falscher Knopf. Schau ich den Boy an. Schau euch an. Das T-Rex mit einem beschissenen Hut. Der steht ihm gut, dieser Hut. Wir sollten Abstand von ihm halten. Ich habe, wie gesagt, ich habe es früher gemacht, sehr kurz Prozess mit mir. Außerdem, weiß ich, ob ihr es mitbekommen habt, da Batterieleistung lässt sehr stark. Oh nein, es tut mir so leid. Ein Stein! Ja. Es tut mir gerade ein bisschen leid, dass der Stream wahrscheinlich damit enden wird, dass die Batterie leer sein wird von meinen Controllern, aber ich habe leider nicht die Möglichkeit, gleichzeitig sie aufzuladen und zu spielen, weil man sich dafür extra Teile kaufen muss, was ich nicht gemacht habe. Zieh im Hebel und erhalte einen Samen. Hohoho, das musst du mir nicht zweimal sagen.
Das ist aber eine Menge Samen für einmal am Hebel ziehen. Okay, den können wir hier einpflanzen. Die Bohnenstange wächst. Achso, das bringt mich dann wieder... Nein, ich will da runter. Ich will nicht nach oben. Okay. Das bringt uns dann also in das Reich der Riesen, wenn ich raten müsste. Mit diesem T-Rex würde ich gerne mal einen Tee trinken. Ich auch. Ich glaube, er trinkt am liebsten grünen Tee. Oh. Ihr widerliche Monster. Die Frage ist nur, was mache ich am besten mit dem T-Rex? Das ist doch ein wandelndes Portemonnaie! Ja! Bargeld! Ich kann mit Bargeld schießen! Oh, das kostet tatsächlich auch Münzen, was zu verschießen hier. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Oh Gott, ich glaube, er wittert mich. Ich bin nur ein kleines Portemonnaie. Ein bisschen Kleingeld. Eine wilde Gabe. Für den Boy. Er benötigt das sehr. Ich bin großer Fan davon, dass tatsächlich jede Münze, die man hier verschießt, auch wirklich eine Münze kostet. Ich denke, das ist ein ziemlich cooles kleines Detail. Aber warum ist der hier so langsam unterwegs? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das hier, was? Das hier ist die Mario-Version von Ash Lake. Das stimmt tatsächlich! Nur, dass man in dem Fall nicht ich muss mich tarnen. Hier wird er mich niemals finden. Nur ist in dem Fall... Ne, man fällt bei beiden ziemlich oft runter. Also auf dem Weg dahin. Lauf. Lauf. Lauf! Oh. Für Neuigkeiten, der T-Rex ist ein Vollidiot. Oh Gott, er ist kein Vollidiot. Lauf! Oh nein! Ich werde da nicht mehr rausgehen. Oh nein, was wollt ihr denn von mir? Ich nehme Schaden, wenn ich auf sie drauf springe. Okay, machen wir uns nichts vor. Es gab einige Dinge, die gerade falsch gelaufen sind. Aber wir sind wieder hier. Das sind die Münzen, die ich verloren habe, als ich gestorben bin gerade. Okay. 1, 2, 3. Der Mond. Greif den T-Rex doch mit Münzen an. Er ist relativ schwer zu machen. So, im Herzen des Waldes. Ganz vorsichtig. Ich würde gerne die Teile hier am Boden noch aufdecken, denn hier ist noch Schwachsinn drin, kann das sein? Zieh am Hebel und halte einen Samen. Zieh du doch am Hebel und halte den Samen. Ja, ist gegeben. Ja, da sind wieder nur Goombas. Ich habe das Gefühl, es gibt hier nicht mehr allzu viel zu erkunden. Gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben. Wie gesagt, ich würde gerne bei der Hauptquest noch ein bisschen vorankommen. Man klettert übrigens schneller, wenn man seinen Controller schüttelt. Auch das wieder sehr, sehr nervig. Oh, hey. 3 geile Buttern. Oh. Und hier sind wir jetzt also. Okay, wir sind wieder komplett am Anfang. Sehr schön. Das heißt, unser Fortschritt ist bisher, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber er beläuft sich so ein bisschen auf Null ungefähr. Aber das ist okay. Dafür ist die Sphinx nicht mehr sauer auf uns und lässt uns einfach durch. Ich bin super, wie Twitch aufhört zu laden, wenn ich bei Steam etwas runterlade. Du kannst bei Steam in den Einstellungen, bei den Download-Einstellungen, kannst du das... Kannst die Bandbreite, die Steam sich nimmt, einschränken, tatsächlich. Das ist eine Sache, die ich auch immer mache, weil ich glaube, maximaler Download, den ich haben kann, sind so 12 MB pro Sekunde. 11 bis 12. Und wenn Steam sich die alle nimmt, dann habe ich auch überhaupt nichts mehr für irgendwas anderes. Das heißt, ich lasse Steam immer auf 10 MB runterdrosseln.
Dann habe ich noch genug, um nebenbei Videos zu schauen oder was auch immer. Das hat seinen Grund, warum die Funktion da ist. Außerdem, wir sind jetzt zum ersten Mal bei den Piranha-Pflanzen. Die sind fucking nervig. Sie können meine Mütze nämlich fressen. Hör auf damit! Hör auf, die Mütze zu fressen, du Lümmel! Und sie, ich hasse es, was sie mit dem Boden hier machen. Das ist halt wirklich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. So einfach alle loszuwerden. Und dann würde ich fast behaupten, dass ich am liebsten wieder nochmal zurückgehen würde, um mir die Verwandlung zum Zwiebellümmel nochmal zu holen. Ich wünsche, er würde mich Zwiebellümmel nennen. Wir alle. So. Denn wenn wir eher sind, gibt es hier noch ein bisschen was zu erledigen tatsächlich. Dann bekommen wir da eine 1K-Leitung. Das ist ziemlich bitter. Das ist halt wirklich ziemlich bitter. Ah, fuck, die Viecher sind wieder da. Hm. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Yeah. Okay, warte mal. Ich glaube, ich will auf... Ich glaube, es gab irgendwas, wenn man auf dem Block da landet oder so. Ich lag falsch. Was mache ich hier? Ah, wir hüpfen darüber. Vogelscheuche. Also ihr wisst, wir kümmern uns um die Vogelscheuche erstmal. Oh Gott. Ah ja, ich habe ja meine Mütze gar nicht da. Oh nein! Wir haben hier ein paar Feuerbruder-Lümmel dabei. Und die tötet mich einfach. Ich habe meine Mütze nicht da. Nimm das mit. Wurde ich noch das Rätsel gelöst, warum letztens einige Stunden Internet weg war? Ja, irgendein Routerproblem. Nachdem ich den Router dann länger ausgeschaltet und dann neu gestartet habe, ging es ja wieder. Also es war irgendwas, das damit zu tun hatte bei mir. Das hat sich dann alles wieder erledigt gehabt. Insofern wüsste ich nicht, dass ich da noch... Beziehungsweise gibt es, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu klären. So. Dieser fucking Schleim, er ist so anstrengend hier. Oh Gott. Okay. Mein Guter, komm hier runter. Ja, wenn ich der geblieben wäre, dann würde mir das hier was bringen. Müsste ich nicht mehr den holen. Also war ich vorhin einige 107 Stachelleuten. Ich glaube, es hätte hier mäßig viel gebracht. Warte mal. Ist hier irgendwas? Nein. Jetzt nichts. Gott, ich wollte der Hauptquest nachgehen, aber irgendwie... Ich kann das nicht. Ich kann ja nicht einfach die ganzen Secrets auslassen. Seht ihr, wie viele Secrets hier überall sind? Die sind überall, die Secrets. Und die sind geheim. Die sind top secret. Werd größer. Ja, hier gibt es sonst nichts. Gehen wir weiter nach links. Und hier können wir jetzt die Plattform nach oben stoßen. Und dann... Ah, die fallen gar nicht mehr nach unten. Shit. Ich wollte gerade sagen, und nachdem wir sie hochgedrückt haben, fallen sie nach unten. Aber das tun sie nicht. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Sonst hätte ich hätte mich furchtbar blamiert. Außerdem, eine Nuss. Ich habe ja gesagt, es gibt einige Monde, die in der Welt in der Nuss drin sind. Die Nuss im roten Labyrinth. Hm. Köstlich. Ein rotes Labyrinth. Kommt in die Scheiße mit. Ich möchte übrigens auch aktuell mal anmerken. Ich habe aktuell... Oh nein. Ich habe aktuell die gute Zeit mit dem Spiel. Mein Gott, es ist wirklich ein gutes Spiel. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es ist wirklich sehr, sehr spaßig tatsächlich. Auch beim zweiten Mal durchspielen. Nicht durchspielen, sondern beim zweiten Mal spielen. Ich bin immer noch relativ begeistert von... und ich wittere da ein Secret. Hallo, Secret. Vor wem versteckst du dich? Ich finde Nintendo-Titel ja toll, nur habe ich immer das Problem, dass ich nur einen Titel wirklich mag und mir dafür eine ganze... keine Konsole holen will. Ja, das ist relativ scheiße. Problematik daran ist halt, dass Nintendo das eine Unternehmen ist, welches auch... viel von ihrem Geld und von dem Geld, beziehungsweise von den Einnahmen, die sie machen, daher bekommen, dass sie Konsolen verkaufen. Das heißt, wir werden wohl auch nicht damit aufhören, das ganze Zeug exklusiv für ihre Konsolen zu bringen. Aber ja, ich sehe die Problematik. Für mich ist kein Problem, weil Nintendo-Konsolen für mich generell
die sind... Oh Gott, fuck. Oh, das ist fürchterlich. Die sind, die für mich am interessantesten sind, aber... Ah, oh Gott! Stirb! Ich sehe die Problematik. Wir haben den Mond erreicht, liebe Leute. Seien wir mal ehrlich, wenn das Spiel Mist gewesen wäre, wäre die Switch auch schon verloren gewesen. Nicht unbedingt. Leute haben Breath of the Wild geliebt und das war scheinbar, als es rauskommt, das beste Spiel aller Zeiten, also. Hey, Blumendiebe im Himmelsgarten. Ich wundere mich, was werden wir wohl hier machen müssen? Glaubt ihr, wir kämpfen hier gegen das Gegenstück der Cooperlinge aus dem Spiel, die sich auf dem Schiff herumtreiben? Oh, und die Piranha-Pflanzen sind alle gestorben. Statt ihnen haben wir jetzt einfach nur kleine Knospen im Boden. Dieser Weg hier. Ich weiß nicht, wie weit ihr Final Fantasy XII gespielt habt. Aber in Final Fantasy XII gibt es eine Stelle, bei der es genau den gleichen Weg gibt. Da gibt es auch so einen komischen Gewächsblumenweg. Ich glaube, das ist optional, wo ich gerade entlang gehe. Da gibt es dann auch so einen komischen Gewächsblumenweg, der vor einem entlang wächst, indem man da entlang läuft. Oh Gott, das ist der richtige Weg. Ich will zurück! Ich will das optional zuerst machen. Ja, wenn man hier runterfällt, bekommt man nicht das Secret. Hier bin ich schon runtergefallen ein paar Mal. Ja, erinnert mich an Final Fantasy XII, die Shell von gerade eben. Da gibt es auch etwas sehr Ähnliches. Haben die Welten hier eigentlich eigene kleine Geschichten? Ich denke eher nicht. Sonst sind wir nicht wirklich eine untergekommen. Oh Gott. Ganz vorsichtig. So, und wir haben hier noch ein paar Muttern. Oh Gott. Nicht runterfallen, Mario. Ich möchte mal anmerken, wir haben schon 53 von 100 Muttern in der Welt. Das ist wieder mal eine wirklich, wirklich große Welt. Falls es daran irgendwelche Zweifel gab. Wie viele Monde gibt es hier eigentlich insgesamt? Das würde ich ganz gerne mal nachschauen. Epsilon. Wir haben hier insgesamt im Horstland 54. Okay, ist nicht ganz so groß wie die Wüste, aber es ist definitiv ein großes Gebiet. Kennt man immer relativ gut an der Anzahl von diesen lilanen Teilen, die man mitnehmen kann. Wenn es 100 Stück irgendwo gibt, dann kann man damit rechnen, dass es eine relativ große Welt ist. Und bei 50 dann ist es immer eher eine ziemlich überschaubare Welt. Und wir haben 100. Deswegen ist sie groß, will ich damit sagen. Sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Aus irgendeinem Grund bin ich, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, hier ziemlich oft runtergefallen. Ich weiß eigentlich genau warum, aber aus irgendeinem Grund. So, und jetzt haben wir nochmal die logische Weiterentwicklung des ganzen Konzepts mit diesen Teilen. Diesmal haben wir Hindernisse in Kombination mit den Blumen, die da entlang wachsen. So, bevor wir weitergehen, gibt es hier noch ein bisschen was, das ich gerne mitnehmen würde, nämlich die lilanen Fackteile. Oh nein. Nicht runterfallen lassen. So, nimm die mit. Sehr schön. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich weiß nicht, wie sieht das eigentlich aus mit dieser Verwandlung? Wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, sieht es ziemlich fürchterlich aus, oder? Sehe ich auch die Sache, die ich mir gedacht habe, als ich es mal gesehen habe. Ich dachte mir, mein Gott, diese Verwandlung, die ist fürchterlich. Die ist schrecklich langweilig, oder? Aber aus irgendeinem Grund, sie hat wirklich mit einer meiner Lieblingsverwandlungen, ich meine... Das Wesen, welches hier dargestellt wird, diese komische Zwiebel. Es sieht ziemlich lame aus, aber es spielt sich aus irgendeinem Grund so gut. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich gut an, groß zu werden und dann den kleinen Sprung zu machen, wenn man dann den Wachsen-Button wieder loslässt. Ich bin größerer Fan davon, als ich sein sollte. Ja. Und hier haben wir einen Mond. Oh nein, die Batterieleistung. Einmal Beine ausstrecken. Ich wünsche jemand... Nee, wünsche ich und die Beine ausstrecken. Und wir haben den Bosskampf. Gegen welchen von den Hasen-Cooperlingen werden wir denn dieses Mal kämpfen? Der Blaue. Er hat gerade... Ja, es ist der Blaue. Er heißt Brutal. Ah, nee, sie heißen alle Brutal. Brutal. Oh, okay, wisst ihr was jetzt? Ich glaube, ich sehe es langsam.
nicht mal Englisch ausgesprochen oder so. Statt brutal, brutal. Ich mag das nicht. Ist das wirklich der Witz hinter dem ganzen Namen brutal? Das gefällt mir absolut nicht. Ich bin kein Fan von dem Namen. Es ist auch Platz, damit wir auch restlich Blumen mitnehmen können. Die Lümmel, die wollen die perfekte Hochzeit vorbereiten. Oh, treib's nicht zu weit. Okay. Oh, ich habe ein Herz gefunden. Oh. Das war fucking einfach. Oh Gott! Okay, ich muss also scheinbar einfach nur mich durch sein komisches Gift durchschleudern und dann auf seinen Kopf hüpfen. Und scheinbar mache ich es. Es ist, was ich machen muss. Bosskämpfe sind alle bisher noch wirklich, wirklich einfach. Also okay. Habe mich nie über leichte Bosskämpfe beschwert. Wird geschlürft. Au. Was auch immer. Hüpfe ihn einfach auf den Kopf. Bosskämpfe sind teilweise wirklich ein bisschen zu lame. Der Blaue sieht schon aus, als würde er Blumen klauen. Er sieht aus wie ein Blumendieb, oder? Bin nicht nur ich. Also nicht, dass ich Blumen klaue, sondern bin nicht nur ich, der der Meinung ist, dass er aussieht, als würde er Blumen klauen. Der Lümmel. Hier oben ist sogar alles voll mit Blumen. Warum nehmt ihr nicht die einfach mit? Ich meine, das ist die Sache. Ihr könnt nicht einfach, liebe Kinder, ihr könnt nicht einfach immer überall Blumen pflücken. Es gibt auch gewisse gesetzliche Grenzen. Könnt ihr auch einfach in den Garten eures Nachbarn gehen und eure Blumen pflücken. Das kommt ins Gefängnis, okay? Und in der Situation befinden wir uns hier gerade. Die Brutals, die wussten einfach nicht, wann Schluss ist. Wenn sie besser einfach aufhören sollten, Blumen zu pflücken. Sie konnten einfach nicht aufhören. Und ja, deswegen mussten sie sterben. Blumendiebe im Himmelsgarten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil unserer Hauptquest hier durch den... durch den guten alten Finsterhorst. Ja. Unser nächster Teil ist, dass wir darüber gehen müssen. Seht ihr das? Da ist ein beschissenes UFO oder so. So das, was uns vorhin schon gesagt wurde. Oh, es wurde ein unidentifiziertes Flugobjekt gesichtet. Und das war das UFO, welches wir da gesehen haben. Und wisst ihr was? Vorausgesetzt, mein Controller wird nicht vorher leer gehen. Würde ich sagen, wir werden dieser Hauptquest soweit doch nachgehen, ehrlich gesagt. Denn das ist ziemlich cool. Okay, sie dürfen das gerne im Blumenfeld nicht ausfindig machen. Der Zugang ist da vorne. Denn jetzt kommen wir zu einer weiteren, relativ interessanten Verwandlung in dem Spiel. Seht ihr die Panzer? Stirb! Ja, man kann auch mit, wenn man mit Motion-Sensoren ein bisschen hier ziehen, das funktioniert nicht so gut. Ah ja, wir sind Panzer. Mario ist ein beschissener Panzer geworden. Ist ziemlich fantastisch, oder? Und da können wir uns jetzt reinspringen als der legendäre Panzer. Mit mir werdet ihr so schnell nicht... Oh, hier kann er nicht rüber. Oh nein, die Batterieleistung! Zieh am Hebel und halte einen Samen. Yeah! Nehmen jetzt einen Samen mit. Dann klettern wir da hoch. Okay, wir haben es geschafft. Es gibt eine Panzerverwandlung in dem Spiel, will ich damit nur sagen. Der klaut sicher Blumen aus dem Garten seiner Großmutter. Ich nicht. Nimm zurück, sowas zu sagen. Bitte beeil dich. Die Ladestation ist total überfüllt. Seht ihr? Das ist die Ladestation von ihnen und sie haben auch den legendären Bananensaft da drin, weil er Energie spendet und muss bald aufladen. Du siehst mir aus, als ob du dich bald aufladen müsstest. Ich glaube, den haben wir verloren. Der ist tot. Aber ich nehme noch mal ein bisschen Treibstoff an mich von euch. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, ihr macht das schon. Frag mich, ob man irgendwo auch mal an irgendeiner Stelle mal die Kontrolle über so eine Gießkanne übernehmen kann. Ich glaube, das fände ich ziemlich cool. Meines Wissens nach müsste das nicht gehen, leider. Apropos, wir haben eine kleine Rakete. Würde kleine Mario gerne eine Rakete werden? Natürlich würde er das. 3, 2, 1. Ja! Die legendäre Mario-Rakete.
Und wir sind wieder in einem kleinen, interessanten, halbwegs interessanten Bonuslevel, welches tatsächlich auch eine komplett neue Verwandlung für uns auf Lager hat. Die Musik hier. Und zwar können wir, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wir können hier ein Paragumpa werden. Und er kann fliegen, der Lümmel. Schau euch das an, der kann fliegen. Niemand kann ihn aufhalten. Problem an diesem Level hier ist, ich denke, ihr könnt es euch schon... Ihr seht es wahrscheinlich vor euch, aber die Sicht ist relativ eingeschränkt. Das heißt, das kann relativ unvorteilhaft ausgehen. Und hier kann man einfach den Münzen weiterfolgen und runterfallen. Und seht ihr das? Unter dem ganzen Teil ist der letzte Schlüssel. Der Lümmel steckt sich hier doch. Damit meine ich das Schlüsselteil. Shit, das ist das letzte da oben. Aber an irgendeiner Stelle, warte mal. Den Mond will ich noch nicht mitnehmen. Denn ich meine mich zu erinnern, dass man an irgendeiner Stelle hier auch komplett sich runterfallen lassen kann. Und da bekommt man dann noch einen weiteren Mond her. Es gibt ja nicht nur einen in der Welt. Oh shit, ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. Hier ist die Rakete, von der wir kamen. Da unten. Shit, ich weiß nicht wo. Irgendwo konnte man sich ja, glaube ich, noch weiter runterfallen lassen. Ich weiß aber nicht wo. Dieses Level nutzt die Power der Switch voll aus, ja. Leute hätten gerne mehr Spiele wie auf dem N64. Ich denke, dieser Wunsch wurde soweit erfüllt. Ich weiß gar nicht, ich glaube man... Gute Arbeit, Mario. So viel zum Thema runterfallen. So viel zum Thema runterfallen. Wir fliegen einfach weg. Wir reden nie wieder darüber. Versuchen wir, stattdessen der Hauptquest weiter nachzugehen. Aber bevor wir das machen, haben wir da drüben noch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wir haben hier Lady Paper Mario da drüben. Moment. Shit. Zoomen. Oh Gott. Seht ihr das? Das ist ein Goomba mit einem Hut. Ist so schwer, Color Splash und Stickers da. Ist wirklich so schwer. Ich denke nicht. Und was wir in der Situation machen müssen, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Wir sehen verschiedene Goomba-Türme. Und das bedeutet... Oh Gott, nein. Jungs, lass mich in Ruhe. Das bedeutet, wir werden uns... Oh nein. Nein, hüpf doch. Hüpf doch auf jemanden drauf. Das bedeutet, wir werden uns einen sicken Goomba-Turm machen. Komm schon. Nein! Oh Gott! Okay, das reicht. Kleiner Mann, komm mit. Hey, Lady! Dir gefällt, was du siehst, oder? Kennt ihr das, wenn ihr aus irgendeinem Grund anfangt, Goombas anzubaggern? Das ist ein seltsamer Moment in meinem Leben, aber... Bin sie beeindruckt. Und dann habe ich die Goombas beeindruckt. Ah, wunderschön. Ich mag die Quest. Beziehungsweise diese kleine Mission hier. Wow, zwischen Quest und kleiner Mission ist bestimmt ein großer Unterschied von der Definition her. Ich weiß. So, die Frage ist natürlich... Hier müssen wir uns übrigens den Weg nach oben irgendwie freisprengen. Was eine ganz nette Sache ist, wie ich finde. Oh, und da ist ein kleiner Mond versteckt. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeitquests wir hier machen wollen. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach zum Missionsziel. Die Random-Monde kann man eigentlich jederzeit noch machen. Und ich weiß nicht, ob es... Ich sage das so oft, ich weiß nicht, ob ihr es euch denken könnt. Zeit. Es gibt hier jede Menge Zeitquests, die man erledigen kann. Nachdem es eine relativ große Welt ist. Wenn ich damit jetzt mit dem einen anfangen würde, würde es, glaube ich, zeitlich nicht so ganz hinhauen. Unter anderem, weil mein Akku ein bisschen meckert aktuell. Ist hier noch irgendwas? Drüben gibt es aber noch eine unglaublich nervige Plattformingstelle, welche ich einfach mal ignorieren werde. Und hey, seht ihr das? Wir haben uns unser eigenes Level gebaut. Leute wollten den 3D Mario Maker. Ich denke, die Wünsche der Fans wurden erhört. Auf die ganze Zeit hier den Walljump zu machen. Dankeschön. Soll ich mich noch den Mond mitnehmen? Hey.
Ich sehe es, gleiche der Controller einfach aus. Sag sowas nicht, darüber macht man keine Witze. Er kann sich doch da oben festklammern. Der Lümmel. Ich wusste doch, dass er zu einer Lage ist. Wir nehmen auch die Mutter mit. Und ihr seid doch mit Mario Galaxy 2 halbwegs vertraut, oder? Und seid ihr halbwegs damit vertraut, was Yoshi in Mario Galaxy 2 so alles kann? Falls ja, dann passt mal auf. Und zwar wachsen hier keine Ahnung, was für Blumen, wenn wir da die Mütze drauf werfen. Oh, es sind super duper Antriebsblumen. Können wir das gleiche machen, was Yoshi in Mario Galaxy 2 konnte, wenn er Chilis zu sich genommen hat. So, da oben würde es auch noch mehr zu entdecken geben. Aber wie gesagt, ich will zum Hauptmissionsziel. Es würde hier überall noch so viel zu entdecken geben. Aber das gönne ich mir. Ein bisschen erkunden muss dann doch noch sein. Ich meine, wenn ich den kleinen Mann hier spielen kann, wie könnte ich da Nein sagen? Moment. Will ich auf die drauf hüpfen, auf die Teile? Ne, will ich nicht. Die will ich schon kaputt machen. Okay, sehr schön. Am coolsten ist, wenn man mit dem Fachwicht dann irgendeinen Block erwischt, aus dem viele Münzen rauskommen. Seht ihr das? Yeah! Also unglaublich cool. Vorsicht. Da ist eine Retro-Röhre. Leute, seid ihr bereit für den sicken 8-Bit Mario? Denn ich bin bereit für ihn. Also cool, wie man hier einfach wirklich im Kreis darum, drumherum läuft. Beziehungsweise um die Rundung herum. War nicht zwangsweise ein Kreis. Aber ist okay. Stirb, Goomba. Hat mich in 2D-Sections schon andere Gegner als Goombas und Kugelwillis? Ich glaube nicht. Vergeudetes Potenzial. Zum Teil wahrscheinlich. Fällt jetzt gerade erst auf, dass das quasi eine kleine Chiptune-Variante von dem Lied ist, das hier die ganze Zeit über dem Level läuft. Das ist halt ein kleiner Touch, wenn man in dem Level hier ist. Beziehungsweise in den 8-Bit-Abschnitten. Oh, wir kommen direkt hier oben raus. Warte mal. Warte mal. Das ist übrigens ein Bosskampf. Mehr oder weniger. Okay, ich kann ja nichts machen. Gut. Das war eine seltsame Reihenfolge, um diesen Weg entlang zu gehen. Denn eigentlich werden wir hier oben gelandet, wenn wir vom Checkpoint aus direkt weitergelaufen werden. Ich habe den Checkpoint noch gar nicht mitgenommen. Oh, großer Gott, nein, nicht umbringen, Jungs. Ich muss erst den Checkpoint mitnehmen, bevor wir irgendwelche Dummheiten machen. Okay, jetzt kann ich zu euch hoch. Wir kommen übrigens gleich zu meinem sehr Lieblingsboss aus dem Spiel. Was wir hier machen müssen, ist übrigens ausweichen und... Warte mal, ich soll wahrscheinlich den anderen Panzer noch zerstören, bevor ich was anderes mache. Wir müssen ja den Kugeln, die dieses Teil hier abfeuert, ausweichen. Und zusätzlich noch versuchen, die Bowser-Teile hier, ach komm schon, zu zerstören. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich näher rangehen würde. Ja, es gibt insgesamt 4 Teile und die müssen wir zerstören. Hey! Ich meine, wäre relativ lame, wenn wir nicht mal wenigstens so eine kleine Stelle mit dem Panzer bekommen würden, wo ein bisschen was zu tun hat. Soll man da nicht hochkommt. Schon was von Dreisprung gehört, to casual. Nein, ganz offensichtlich nicht! Dafür, obwohl ich so casual bin, habe ich gerade den Mond bekommen. Du auch? Oh, das dachte ich mir. Okay, pass auf. Lieblingsboss aus Mario Odyssey bisher. Er steht uns bevor. Und der... Da hinten ist ein Bosskampf. Ich denke, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sowas so weit vorwegnehme. Und dieser Bosskampf, ihr könnt mir sagen, wenn ihr ihn seht, an welches Spiel er euch erinnert. Und ich werde euch sagen, an welches Spiel er mich erinnert. Ich meine, bisher hat er was von Pikmin zugegeben. Das mache ich noch nicht. Für diesen Bosskampf müssen wir übrigens eine Verwandlung annehmen. Und zwar müssen wir der kleine Lümmel werden. Und dann gehen wir unten rein und machen einfach... Yeah! Oh, das fühlt sich so gut an.
Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber dieser Boss hat mich persönlich... Er könnte jetzt sowas von aus Nier Automata sein. Zählt mir doch nichts. Das Spiel hatte nur solche Bosse, die irgendwie, oder so viele, die so in der Art waren. Dann auch mit dieser Roboterstimme reden. Zählt mir nichts, das ist sehr, sehr ähnlich. Prinzip von dem Boss ist, denke ich, relativ selbsterklärend, weil sie immer noch sehr, sehr einfach sind. Sieht nach Zelda aus. Was ist denn los mit euch? Das ist sowas von Nier Automata, Boss. Außerdem, Druckquellen, piu, über die wir drüber hüpfen müssen. Höhere Druckquellen. Vorsichtig sein. Ist aber ein sehr spaßiger Bosskampf soweit. Was wir generell machen müssen, ist, ihr seht, hier sind diese verschiedenen Bricks und ganz in der Mitte davon sind immer die Schwachpunkte. Am Boden können wir ungefähr erkennen, wo die Mitte ist und dann gehe ich nach oben und greife das an. Es ist sehr, sehr simpel. Dann, wenn wir das haben, dreht er sich um und dann machen wir das hier. Dann ist er wieder an der Reihe. Und das ist der Boss. Irgendwie ja. Was heißt da irgendwie? Der Boss könnte ja, der sieht doch, das wäre ja aus Nier Automata. Tut doch nicht so, als ob das nicht so wäre. Shit, und hier müssen wir, glaube ich, da bin ich jetzt mal mit Schüttel noch mal ein bisschen weiter nach oben gegangen. Denn dem Ganzen habe ich nicht vertraut. Was ich bei dem Boss nicht verstehe, ist, warum immer mehr von diesen Bricks um den Schwachpunkt herum gemacht werden mit jeder Phase, weil es macht es halt nicht schwerer, den Schwachpunkt zu treffen. Man erkennt ihn ganz deutlich da unten. Das ist eine extra Markierung. Man muss sich auf die Markierung stellen und B drücken. Die ganzen Bricks drumherum ändern nicht wirklich viel daran. Außerdem, das war ein UFO, das Blumen geklaut hat und wir haben es besiegt. Und bekomme dafür 3 Bananen. Die esse ich nicht. Die sind ja blau. Ich weiß, aber wir müssen da durch. Yeah! Ein Multimond für dich. Nicht für dich, für mich. Das ist mein Multimond. Und dieser Multimond müsste uns theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, die Möglichkeit geben, dass wir jetzt schon in die nächste Welt weitergehen könnten. Was ich jetzt nicht machen will. Ich glaube, es war... Ja. Es duftet doch Blumen. Das war tatsächlich die letzte Mission, welche wir hier, beziehungsweise die letzte Hauptmission aus dem Fensterforst. Das bedeutet, es würde ja theoretisch noch jede Menge Sidequests üblich, wie immer geben. Will ich auch noch machen, aber nicht heute, denn mein Controller ist leer und es ist nach 0 Uhr. Lass mich zum Abschluss jetzt noch für heute hier ein bisschen was kaufen. Ich brauche Deko für mein Raumschiff. So ein Gießkannentyp. Ich meine, ich dachte, ihr wärt eher sowas wie die Bewohner von hier. Aber scheinbar kann man Robo-Gärtner 2000, diese Gießkanne in Roboterform, ist den Bewohnern des Forstlandes nachempfunden. Ein tolles Souvenir, das auch für Gärtner gerichtet ist. Okay, es ist den Bewohnern nur nachempfunden. Da nehme ich zurück. Ich wollte sagen, warum kann ich euch einfach so kaufen? Aber es ist nur nachempfunden. Okay, sehr schön. Hey, er winkt mir zu mit seiner Gießkanne. Gut, liebe Leute, ich würde sagen... Ja, ja, die Batterieleistung lässt nach. Ich hab das schon mitbekommen. Ich hab das schon mitbekommen, Switch. Ist ja gut. Ihr seht selber vor euch, was die Problematik ist. Ich würde sagen, liebe Leute, das war so heute der Super Mario Odyssey Stream für heute. Ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Wenn ihr eine Switch habt, werdet ihr, und wenn ihr eine Switch und das Geld für Mario Odyssey noch habt, der insgesamt habt, dann werdet ihr euch das Spiel wahrscheinlich sowieso schon geholt haben. Es ist tatsächlich relativ empfehlenswert. Ihr habt eine gute Zeit damit. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank euch allen. Geht's weiter mit Mario Odyssey? Hatte ich eigentlich nicht geplant, aber ich denke, wir werden es weiter spielen. Oder war es der einzige Stream? Ich denke, wir werden es weiter spielen, weil es eigentlich wirklich unterhaltsam ist. Es wäre eine Schande, wenn wir es nicht weiterspielen würden. Wobei ich es vorher dann noch durchspielen muss, ehrlich gesagt. Weil es mir sehr viel lieber ist, wenn ich ungefähr weiß, was ich mache. Im Großen und Ganzen. Das scheint mir hilfreicher zu sein. Wobei... Ja, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall vor, noch es weiter zu spielen. Das könnte ganz nett werden, denke ich. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Das war der Stream. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Was für ein aufregender Abschluss. Ja. Gute Nacht.